Hallo und herzlich willkommen zum PC Games Community Podcast Ausgabe 134. Ich bin Lukas, bei mir ist Olli. Hallo. Und der Tobi. Guten Tag. Guten Tag. Hey, seit längerer Zeit mal wieder zu dritt, ne? Ja, echt. Ein Wunder. Ein... Ja. Wieder vereint. Lass uns einen Arm, hier ist live in dem Podcast. Es wird so schön. Oh ja. Kuscheln. Hast du dich gut erholt, Olli? Weil du letztes Mal ja so spontan ausgefallen bist. Den Umständen entsprechend. Ich war dann auch so leicht angeschlagen, dass das Schneiden vom letzten Podcast dann auch noch so semi-gut war. Also wenn ihr komische Dropouts habt in der letzten Folge und so und alles nur so halb gut klingt, ich so mit letzter Kraft quasi an der Maus hängend habe ich noch versucht, den Podcast noch zu schneiden und zu mastern. Es ist dramatisch, ja. Sorry, und ich habe es auch noch auf den kranken Olli abgewälzt, weil bei mir war irgendwie so viel los Anfang letzter Woche, deswegen musste leider der Olli aus dem Krankenbett herausschneiden. Keine Angst, diesmal schneide wieder ich, da wird es natürlich perfekt werden wieder diese. Jetzt gibt's wieder einen Qualitätsschnitt und nicht mal einen Luschenschnitt. Ich weiß, ja, schon verstanden, schon angekommen. Ich würde sagen, wir sagen erst, was wir heute auf der Agenda haben. Wir sprechen über die Gamescom Opening Night Live, über ein paar Spiele, die wir uns da rausgesucht haben. Wir sprechen über Suicide Squad, das wir letzte Woche kurz nach dem Podcast angekündigt, den wir aufgenommen hatten. Und außerdem hast du den Flight Simulator 2020 gespielt, Olli. Und Tobi, du glaube ich auch mittlerweile, oder? Nö, ich habe ihn immer noch nicht installiert gekriegt. Nee, ich hab's aber auch nicht mehr versucht die Woche. Kann aber dann ausgiebig was zu sagen. Also mehr oder weniger ausgiebig, ja, ist richtig. Und kann den Tobi beraten, was er tun muss, damit das wieder läuft. Sehr gut. Okay. Live-Tech-Support, sehr gut. Dann würde ich sagen, fangen wir aber erstmal an, was wir sonst noch so gespielt haben. Tobi, hast du da irgendwas zu berichten? Ja, ein paar Sachen sogar. Ich habe zum einen habe ich Horizon jetzt durchgespielt, inklusive DLC und allem drum und dran. Ich mache gerade noch einen Speedrun auf Ultra Hard, damit ich alle Achievements habe. Okay. Und man kriegt so ein paar Kosmetik-Dinger, so Face Paints und sowas, die man dann in zukünftigen Playthroughs verwenden kann. Deswegen will ich das schnell machen, weil dann, wenn ich es mal in ein paar Jahren oder so vielleicht mal wieder spiele, so richtig ausgiebig, dann hat man das. Das ist eigentlich ganz witzig. Und ich glaube, das lässt sich in ein paar Stunden machen. Das müsste relativ schnell gehen, wenn man alles wegklickt und nur die Hauptstory-Mission macht. Und es gibt NG Plus, insofern ist auch der Ultra-Hard-Schwierigkeitsgrad ist dann nicht so problematisch. Ich habe jetzt vielleicht eine Stunde dann gespielt und bin schon so ein Drittel ungefähr durch. Also das kann man dann wirklich ziemlich schnell abhaken. Und ich muss aber sagen, also weil ich es jetzt durchgespielt habe, echt, also für mich ist das eine 10 von 10 das Spiel. Das ist einfach, das wird immer besser, je weiter man spielt. Das ist einfach, die Story ist echt richtig geil. Die ganze Welt und die verändert sich auch noch teilweise so ein bisschen dann später im Spiel, also nicht viel, aber so ein bisschen, erinnert mich echt total an die guten alten Gothic-Spiele so ein bisschen, was für mich die absolute Referenz ist in Sachen Worldbuilding. Also insofern, sogar, ich hab's im Channel schon geschrieben, sogar mit Cyberpunk, das noch ansteht, das muss schon echt viel gut machen, damit es Spiel des Jahres wird für mich und nicht Horizon. Das also wirklich ein Ausnahmetitel meiner Meinung nach. Richtig gut. Okay, krass. Junge, kollabierst du gerade vor Begeisterung. Das ist Statement hier. Das ist halt mal wieder eins von den Spielen, die kriegst du nur alle paar Jahre so. Weißt schon, so wie meine gute alte Mass Effect Trilogie und da kommt es fast ran an den Level. Also es ist echt echt cool. Hat mich total beeindruckt. Es sei denn, du hast eine PlayStation. Dann kriegst du jedes Jahr mehr von solchen Spielen. Also wenn Forbidden West rauskommt und die Leute sagen, das ist halbwegs so gut wie das erste, dann werde ich mir dazu wahrscheinlich echt eine PS5 kaufen. Weil das wird sicherlich, also wenn es geportet wird, wird das sicherlich auch wieder ein paar Jahre dauern und da habe ich, glaube ich, keinen Bock, dann so lange zu warten. Zumal ich mir den Trailer nochmal angeschaut habe, jetzt wo ich den ersten Teil kenne, und da sind schon einige Anspielungen drauf, auch vom ersten Teil, wie es dann weitergeht und so. Da geht schon was. Ja, das war cool. Und dann habe ich festgestellt, dass voll viel Zeug im Games Pass noch drin ist, im Microsoft Game Pass, der bei mir immer rumliegt. Und ich habe zum Beispiel Carry On ausprobiert, dieses kleine Spiel, mit dem, wo man dieses Monster spielt, von dem alle so begeistert waren, was vor 2 Monaten oder so rauskam vielleicht, oder vor anderthalb. Könnt ihr euch erinnern? Dieses, ja, ne, wo man dieses Monster spielt. Ja. Genau, von Devolver. Also, ich muss sagen, ich meine, ich habe es jetzt vielleicht so 2 Stunden gespielt oder so.
ich find's nicht so toll, ganz ehrlich. Also ich find, ich hab die meiste Zeit habe ich nicht so wirklich den Plan, wo ich jetzt als nächstes hin muss. Es gibt zwar so eine komische Funktion dafür, aber irgendwie, sie hilft mir dann oft mal auch nicht weiter. Ich stolper nur irgendwie durch die viele Räume, in denen ich schon vorher war und so. Da verbringe ich sehr viel Zeit mit irgendwie nur rauszufinden, wo ich jetzt eigentlich hin soll. Und auch die ganze Bewegungsmechanik und diese, ja, das mit dem Linksklick bewegen, Rechtsklick irgendwelche Leute schnappen, ich weiß nicht, also, naja, ich find's eigentlich nicht so toll. Ich meine, es ist witzig gemacht so und es hat echt diesen Reverse-Horror-Faktor, kriegt's schon echt cool hin, das muss man sagen. Aber ich weiß, also so richtig begeistert wie jetzt irgendwie alle anderen, hat's mich jetzt eigentlich nicht so, ich fand's ganz nett, aber mehr eigentlich auch nicht. Okay. Ja, mal schauen, ob ich's noch durchspiele. Ich habe mich nicht so sehr damit beschäftigt, oder eigentlich, um ehrlich zu sein, gar nicht. Ich habe halt nur von vielen Leuten gehört, dass das mit dem Backtracking tatsächlich nervig ist, dass es vielen so geht. Und gleichzeitig habe ich aber auch gehört, dass die Bewegung an sich sehr cool sein soll, dass man halt mehr oder weniger durch die Level durchfliegt. So. Ja, die Bewegung ist ganz cool. Problematisch finde ich, ist es, wenn man wirklich dann Gegner hat, weil zunächst mal hält man nicht so wahnsinnig viel aus und dieses Greifen von den Gegnern ist, finde ich, sehr unpräzise mit der Maus. Also, das ist irgendwie merkwürdig, weil eigentlich sollte das kein Problem sein, aber irgendwie, keine Ahnung, vielleicht komme auch nur ich nicht damit klar, aber da habe ich so ein bisschen, also nicht Probleme, das schafft man dann schon irgendwie, aber es ist, ja, ich finde es nicht so intuitiv oder ich weiß nicht, also ich reg mich dann immer eher über die Steuerung auf, weil an mir kann es ja nicht liegen. Obviously. Ja, das war ganz nett und dann habe ich gestern Nacht habe ich noch Wasteland 3 installiert auch. Ich glaube, ihr habt es ja auch schon angefangen, ne? Das, ja, ich komme sicherlich gleich dazu, genau. Ich habe aber nur ganz kurz reingeschaut. Ich habe mir zwei Charaktere erstellt. Also man spielt ja zwei Charaktere, ähnlich wie in Original Sin, glaube ich, ne? Ja, du spielst ja eine Viererparty. Aber man startet mit zweien, ja. Genau, man startet mit zwei. Ich bin noch, also bin noch gar nicht so weit gekommen, dass man noch irgendwie zwei andere hat auf einmal. Weil ich hab mir so eine Computer-Hacking-Lady erstellt und einen Sniper. Und mit diesen beiden Charakteren bin ich im zweiten Kampf schon gescheitert. Tutorial. Da sind die leider schon umgekommen. Und dann hatte ich, weiß nicht, dann war es auch irgendwie schon sehr spät. Und dann habe ich's gelassen. Aber vielleicht schaue ich nochmal rein über die nächste Woche. Ja. Sieht eigentlich ganz cool aus. Kleine Korrektur. Eigentlich stimmt's gar nicht mit Divinity, dass man mit zwei Charakteren startet, sondern man trifft halt innerhalb der ersten 15 Minuten den ersten Party-Charakter, also das erste Mitglied. Nee. Und dann spielt man halt zu zweit. Ich meine Original Sin 1. Ah, okay, sorry. Da glaube ich, startet man mit 2. Hm, okay. Jo, genau, das war so meine Spielewoche, von dem, was ich erzählen kann. Ich könnte noch erzählen, ich habe nämlich auch noch versucht, Greenscreen-Aufnahmen zu machen. Das ist vielleicht noch was ganz, ganz witzig zu hören ist für die Podcast-Hörer. Greenscreen-Aufnahmen? Bist du jetzt in die Produzenten gegangen? Ja, ich habe versucht, und zwar für meine Nichte, die 2 Jahre alt ist, wollte ich ein Puppenspiel aufnehmen, was ich dann quasi mit digitalen Hintergründen versehe und so. Und ich habe versucht, in meinem 20 Quadratmeter Zimmer hier Greenscreen-Aufnahmen zu machen. Hat so ausgesehen, als würde das eigentlich ganz gut funktionieren. Das Problem ist nur, ich habe leider nicht genug Platz und kann den Greenscreen nicht anders anleuchten als die Figuren. Und wenn die Figuren dann selber auch noch zu viel von der Farbe haben, die im Greenscreen ist, dann hast du halt auf einmal total viel durchsichtiges Zeug, weil die Farben zugleich sind und dann geht's nicht mehr. Aber eigentlich ist das relativ simpel machbar. Also mit ein bisschen mehr Equipment und ein bisschen mehr Platz kannst du das eigentlich echt gut selber machen, finde ich. Ich habe eine Version von Adobe After Effects und Premiere, die ja, wo ich jetzt nicht unbedingt feststellen will, wo ich die her habe, aber aber mit sowas ist das eigentlich, also ich war erstmal erstaunt, wie viel man da schon als Privatperson so mitmachen kann. Das ist eigentlich echt ziemlich cool, was da geht. Das stimmt, aber ich finde es ziemlich erschlagend tatsächlich. Also ich habe auch ein bisschen mit After Effects rumprobiert und ich finde das ganz schön schwierig auf jeden Fall anfangs. Ja, also ich meine, ich glaube, also für mich war das Hauptproblem war wirklich einfach das physische Equipment zu haben, um es richtig gut erstmal aufzunehmen. Wenn man eine halbwegs ordentliche Aufnahme hat, finde ich, geht's ganz gut. Man muss sich halt 3-4 YouTube-Tutorials erstmal anschauen, dass man weiß, wo welcher Button ist, aber dann kann man da schon echt, also na, mal gucken. Vielleicht setze ich mich noch ein bisschen weiter mit auseinander. Ich finde das eigentlich ganz cool. Ja. Jo, aber das war's dann auch.
Gut. Olli, wie sieht's bei dir aus? Hast du was zu berichten, was du gespielt hast? Nee, da krank, da niederliegend und gleichzeitig dann zwischendurch Flight Simulator gründend, sag ich mal so, nicht spielend, gründend, da kommen wir ja später dazu, ne? Ja, ein paar andere Sachen, die nicht der Rede wert sind, aber ich denke, es gehört nicht her. Brauchen wir uns nicht dann aufhalten, also direkt weiter. Okay. Ich habe ein bisschen Rainbow Six tatsächlich mal wieder gespielt mit den Jungs hier auf dem Discord, weil ich habe irgendwie dann Skin gesehen, den es neu gibt und ich wollte den haben und dann habe ich alle animiert, dass wir zusammen Rainbow spielen. Und wir haben tatsächlich, keine Ahnung, wir haben 5 Runden gespielt und wir haben nur gewonnen. Ich hab's gesehen. Ja, ihr habt ja euren Score gepostet am Ende, glaube ich. Ja, ja, wir haben richtig rasiert und ich glaube, ich vermute das, dass das Spiel irgend so einen Mechanismus hat, wenn du zurückkommst nach längerer Abstinenz sozusagen, dass du direkt eine positive Erfahrung bekommst. Ist eine Theorie, ich weiß nicht, ob es stimmt. Meinst du, so schön hinten rein, dass die Leute gleich wieder gehuckt sind, ja? Ja, ich könnte es mir gut vorstellen. Also ich war sehr überrascht. Du meinst jetzt mit Matchmaking, oder was? Ja, genau. Ich meine, Das würde ja bedeuten, dass gleichzeitig irgendwelche armen Teufel sozusagen viel zu hoch gematcht werden mussten, nämlich gegen euch dann. Ja, gut, aber das war damit ihr eine ordentliche Erfahrung habt. Ja, das wäre der Umkehrschluss. Ja, wie gesagt, das ist nur eine Theorie. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber es war halt auch nur unranked. Ne? Es war jetzt kein Match, wo die Leute dann Punkte verlieren oder so. Und von daher könnte man das theoretisch schon machen. Ist nur eine Theorie, keine Ahnung. Vielleicht sind wir auch einfach weiterhin so gut. Hattet ihr mal Matches, als ihr noch regulärer dabei wart, wo ihr so richtig weggeputzt wurdet von irgendjemandem, der eigentlich viel zu gut schien für euch? Ja, kam auf jeden Fall ab und zu mal vor, ja. Vielleicht waren das auch irgendwie Zurückkehrer, verstehst du? Ja, das kann sein, ja. Karma. Ja, und das wollen wir jetzt die nächsten Tage mal wieder ein bisschen spielen auf jeden Fall Rainbow. Und ansonsten habe ich Wasteland 3 gespielt, genau wie du, Tobi. Ich habe direkt angefangen am Release-Tag und ich habe jetzt, weiß ich nicht, bestimmt schon 6 Stunden oder so gespielt. Ich bin ziemlich angetan, aber ich würde sagen, ich review das nächste Woche voraussichtlich, ja, und dann mehr dazu. Jo, dann spiele ich es ja vielleicht auch noch ein bisschen, dann können wir ein Review zu machen. Ja klar, ja, also ich habe es auf jeden Fall vor und wenn du noch dazu kommst, können wir gerne ein bisschen drüber quatschen. Achso, ich spiele es übrigens auch im Game Pass. Ich habe mir den auch für 1 Euro nochmal geholt und theoretisch könnte ich mir Carrion oder andere Spiele auch nochmal anschauen. Ja, mal gucken. Früher oder später kriegen sie uns alle, ne? Der Game Pass, der sickert hier so langsam ein. Ja. Ja, zu praktisch, das Ding. Ja, wir hatten ja letztens schon eine Diskussion darüber, über den Game Pass und Microsofts Strategie mit Xbox und so auf dem Discord relativ lang ausgiebig. Und da ging es ja auch um die Entwertung von Spielen und wie sie halt noch wertgeschätzt werden. Und ich habe versucht, mir über ein VPN mit so einer Anleitung von MyDeals irgendwie den Game Pass für 60 Euro für 3 Jahre zu sichern. Aber ich bin gescheitert. Es hat nicht geklappt. Deswegen habe ich jetzt nur den Probemonat. Ja, ich bin ja nach wie vor auf dem Key, den uns der Sugi mal zur Verfügung gestellt hat. Ist schon, also ich meine, gerade so, wenn du halt mal kurz ein paar Sachen für einen Podcast antesten willst oder so, ist das schon cool. Ich muss sagen, ich weiß nicht, ob ich mir den selber nochmal hole, wenn der ausläuft, weil ich hab halt schon gerne, also ich kaufe mir gerne dann meine eigenen Spiele und hab dann auch gerne dieses eine Projekt, was ich mache. Und diese Geschichte so, ja, hier mal das antesten und hier mal das antesten, das ist eigentlich nicht so meins. Ja, die Frage muss ich mir auch noch stellen, weil ich habe den Flight Simulator momentan noch im Game Pass, ne? Auch da, wenn wir noch dazu kommen, warum und warum es vielleicht auch durchaus empfehlenswert ist. Und dann muss ich mir aber auch die Gewissensfrage irgendwann stellen, ob ich das dann irgendwie anders machen will in Zukunft. Ne, also quasi kaufen die Lizenz und dann den Game Pass wieder kündigen und bla. Ne, das ist, ja, das wird auch noch anstehen. Ja, ich muss sagen, mir geht's nicht so wie dir, Tobi. Ich lege da jetzt nicht so viel Wert drauf, die Spiele zu besitzen in der Regel. Ich meine, wenn es jetzt ein Multiplayer-Spiel ist, von dem ich denke, dass ich es lange spiele, aber ich habe ja zum Beispiel Ori, den zweiten Teil, habe ich halt einmal durchgezockt mit dem Game Pass und das war's. Ja, ist ein super gutes Spiel, hat echt Spaß gemacht, würde ich auch Leuten empfehlen. Aber ich habe jetzt für mich keinen Mehrwert, dass ich es in der Steam-Bibliothek liegen habe. Ja. Ja, bei mir ist da dann, ich habe dann auch, also, weiß nicht, wenn ich sowas im Game Pass ausprobiere, habe ich meistens, mir fehlt dann auch oft einfach die Motivation, mich da ordentlich mit auseinanderzusetzen und dann fliegt es mal so halb, so, halb weil du gar quasi durch die Gegend irgendwie. Ja, ich weiß nicht, irgendwie gehört das für mich mit dazu, weißt du, du kaufst dir ein Spiel, freust dich am besten auch schon drauf und dann spielst du es irgendwie was anderes, als halt jetzt zum Beispiel irgendwie mal kurz Wasteland 3 auszuprobieren, obwohl es eigentlich, glaube ich, echt ein super Spiel ist, aber es ist halt so, ja,
Das ist alles so ein bisschen mit. So halb nur da, ne? Das gibt mir auch so. Ich habe auch einen Sache ausprobiert, ein, zwei Sachen so. Aber irgendwie ist das so, ja, zu probieren, so unverbindlich. Das ist so wie eine flüchtige Sommerbekanntschaft, dieses Game Pass. Ja, ja, genau, so ein bisschen so, ja. Ich meine, also echt First World Problems, ne? Also es ist, das ist eigentlich eine harte Sache, um sich darüber zu beschweren. Aber es ist halt so. Ich kann es auch nicht ändern. Ist ja keine Beschwerde. Wenn es einmal nicht liegt, dann ist das ja okay. Und im letzten Endes freuen sich ja wahrscheinlich die Spieleentwickler darüber, dass die Spiele zum Vollpreis kaufst. Aber trotzdem auf jeden Fall, also danke an den Zugi, dass der uns das gesponsert hat, weil das hat sich jetzt schon echt gelohnt bei mir, den mal auszuprobieren. Ich meine, ich habe jetzt die Halo Collection ausprobiert, Grounded, Carry On, Wasteland, den Flight Simulator versucht zu installieren. Versucht. vielleicht klappt es ja noch irgendwann. Genau. Warte Patch ab, sag ich nur. Aber ich komme später dazu. Nicht nur mit dem Game Pass war der so sehr spendabel. Er hatte ja noch über 2 Folgen den Horizon Zero Dawn Key rausgehauen, den Steam Key, den hat der Gelux auf dem Discord gewonnen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Gut, genau. Mensch, echt. Ja, vor allem erst neu auf den Discord gekommen, hat bei der ersten Verlosung mitgemacht und abgesagt. Ja, das ist bei uns so ähnlich wie bei Rainbow Six, weißt schon. Die neu dabei sind. Das ist die positive Experience zu garantieren, kriegen alle, die frisch drauf kommen, bekommen irgendwelche Keys. Disclaimer, not really. Nee. Aber es war eine coole Verlosung. Was haben wir? 24 Teilnehmer oder so waren es, ne? Also absoluter Rekord auf jeden Fall. Ich fand aber gut, wie er gesagt hat, sein Problem ist, First World Problem ist mal wieder hier, er hat keinen Speicherplatz für das Spiel. Ne? Aber vielleicht, ich zitiere, könnte der Nino ja eine SSD verlosen. Ich finde das erstmal gut, wie der Nino jetzt der offizielle Hardware-Beauftragte ist, der aber Sachen irgendwie einfach nur reinschmeißt und verlost. Nino, ne? Du kannst doch nächstes Mal bestimmt eine RTX 3080 mal verlosen. Kein Ding, oder? Oder 10 Stück. Ne? Das ist ja kein Ding. Gleich verarztet, finde ich gut. Also das ist die Aufgaben sind hier klar verteilt. Naja, ich meine, also wenn der Gelux ein kleineres Spiel braucht, was er installieren kann, dann kann er ja bei der jetzigen Verlosung mitmachen. Das kriegt er vielleicht noch auf seine Festplatte drauf. Genau, und da gibt's nämlich Magica. Das gibt's noch bis zum 11.9. und kommt wieder aus Tobis großem Spielebundle. Aus meinem Fundus. Genau, und das ist ein Steam Key. Olli, ich sehe, du hast hier noch was aufgeschrieben wegen deiner G700. Ist das irgendwie erwähnenswert? Für mich schon. Ich muss ja ein Trauma abladen, ja? Ja, hau raus. Ja, und da wir ja auch Hardware-Experten im Podcast haben, vielleicht können die mein Trauma lindern. Ich möchte, dass wir an dieser Stelle aufstehen, uns an der Hinten fassen und betroffen reinblicken, ja? Meine schöne, gute, alte Logitech G700 Maus ist leider von mir gegangen. Ja, in welcher Form? Gegen die Wand geschmissen? In dieser Stelle müssen wir jetzt eigentlich 5 Minuten Stille einschneiden, aber ich glaube, das wird mir der Tobi nicht gönnen. Just kidding. Nein, nicht gegen die Wand geschmissen, nein. nein, also eigentlich unspektakulär. Die linke Maustaste, ich habe es eigentlich bei Audacity gemerkt, beim Podcast-Schneiden, manchmal wollte ich die nicht mehr so das Drücken halten quasi, weißt du? Sie löst sich manchmal so zwischendurch, obwohl du gedrückt hast, ja? Das ist natürlich äußerst schlecht. Also, unbrauchbar quasi. Und, sie hat mir jahrelang gut gedient, Schnüff. Sie war perfekt passend und, da ging sie dahin. Und ich habe dann, geizig wie ich bin, mit einer Logitech G305 besorgt gehabt, weil neu gibt's die G700 nicht mehr und die G305 ist eher eine vergleichsweise einfache Maus, wenn auch mit sehr gutem Sensor wohl, aber es ist nicht das gleiche. Schnüff, und jetzt sitze ich hier und die G700 gibt's nicht mehr und sind alles irgendwie so Space-Mäuse, die Logitech jetzt vertreibt. Ich bräuchte eine neue Wireless-Maus mit angenehmem Griff, asymmetrischen Rechtshänder, natürlich ganz normal, also Zuschnitt, und die man auch aufladen kann, so zwischendurch. Wenn ich die G905 kann ich nicht aufladen, muss ich die Batterie wechseln oder ja, alles scheiße. Ach, ja, ich bin jetzt etwas traurig, weil sie war die perfekte Maus für mich, aber irgendwie gibt's sie nicht mehr. Schnüff. Okay, du wirst aber auf jeden Fall kabellos. Eigentlich müsste ich voller Überzeugung sagen, ja, möchte ich. Mhm. Zugegebenermaßen habe ich die G700 aber zu 80-90% immer mit dem Ladekabel dran betrieben. Man fragt mich nicht, warum. Also eigentlich würde es auch eine Kabelmaus wahrscheinlich eigentlich tun. Ne? Aber irgendwie ist das also so ein Tick von mir. Also weil ich benutze nach wie vor eine Kabelmaus, weil ich keinen Bock habe, mich mit Aufladen und sonstigen Geschichten rumzuscheren. Brauch ich bei der ja nicht. Die hat sich ja über das Kabel dann geladen. War ja alles gut. Ja gut, weißt aber du? Wie gesagt, dann kannst du ja gleich die Kabel es ist irgendwie so ambivalent bei mir, ja. Das war, wenn man wollte, kann man dann abstecken, auch gut. Und
Und weiß nicht, die war super geformt, passte gut rein und war so leicht angeraut, Handschmeichler. Und die neuen Logitech sind irgendwie, weiß ich nicht. Achso, was ganz wichtiges Feature übrigens. Bei der konnte man ja dieses Mausrad entriegeln, verriegeln. Also entweder war es da kann man die Rasterung halt, wenn man rübergeht. Oder halt ohne. Wenn es ohne war, konnte man die so anschubsen und dann konnte man ganz schnell hoch runter scrollen, weil man quasi das Eigengewicht die schnell rotiert hat. Und dann so abbremsen wie und dann hast du ganz schnell eine Seite halt hoch runter gescrollt. Weiß nicht, ob man kennt, wie das ist, so, ne? Ja. Wenn man so das Mausrad so entriegeln kann quasi und das ein gewisses Gewicht hat auch das Mausrad, dass es so einen Schwung auch mitnehmen kann. Hat man natürlich auch nicht mehr und das vermisse ich hart. Ja, und so eine Maus suche ich halt, die auch diese Mausrad, diese einen Ausschalter hat, also diese Entriegelung hat und so. Tasten brauchst du nur ein paar haben, musst jetzt ein paar extra Tasten rein, vollkommen aus. 90% mache ich eh nur die normalen Tasten. Aber das wäre echt schön. Ich habe mir schon mal von Logitech eine andere rausgesucht, aber die sind alle so komisch, die neuen Logitech-Mäuse. Ich weiß es ja, nicht. Ja, das klingt schon sehr speziell von den Anforderungen her, weil schlimm. Ich finde, also bei den meisten Mäusen, die ich gekauft habe, stimmt auch immer, entweder stimmt die Form nicht hundertprozentig oder hier ist irgendwas faul oder so. Also genau die richtige Maus zu finden, ist nicht einfach. Ich würde sagen, hast du mal auf eBay geguckt oder so? Kaufst du denn noch mal eine, vielleicht gibt's irgendwo eine alte, weißt schon, von so eine total vergilbte von so einem Kettenraucher. Ja, lecker, ne? lecker und klebend, Vielleicht hat ja noch einer eine verpackte oder so. Ich bin echt, ich weiß nicht, ich bin nicht unbedingt, ich bin schon dann so, dass ich sage, ja, move forward. Also ich muss jetzt gleich nicht normal haben, weißt du? Okay. So, auch New Old Stock oder so muss alles nicht sein. Also es kann schon was anderes sein, aber weiß nicht, ich bin halt auf der Suche. Aber es soll genau das Gleiche eigentlich. Ja, weil, genau, ich bin total seltsam drauf, ne? Ich möchte was Neues, aber genau das Gleiche. Ne? Also das ist dann halt irgendwie schwierig anscheinend. Ach ja, was mich richtig hart annervt, Logitech, ich schaue in deine Richtung. Früher gab es die Logitech Gaming Software, LGS. Ja, okay, cool. Da läuft gleichzeitig mein Headset drüber auch. Ne? Aber das mittlerweile gibt es eine neue Software und da ich eine neue Maus habe, brauche ich neue Software und da läuft die alte Software nicht gleich parallel mit. Die kannst du nicht mehr beide gleichzeitig betreiben. Und deswegen kann mein Headset kein 3D-Sound mehr, weil die Software muss ich deinstallieren. Geile Sache. Das ist auch wieder so ein Shit, den sie da wieder gebaut. Ich habe schon was Vorfeld befürchtet gehabt. Ich habe es geahnt, dass genau sowas passiert. Und so war es dann auch. Dass die Software schon sagt, wenn die alte Software installiert ist, dann installiere ich mich nicht hier. Ne? Ja, und das ist ja so geil. Ne? Also das ist ja auch wieder so geplante Obsolenz. Ne? Du kannst zum Beispiel bei Features nicht nutzen, weil die Software wieder nicht parallel installierbar ist von der alten und neuen Generation. Ich könnte in die Ecke brechen wieder. Das wäre eigentlich schon ein Grund, mehr eine Maus wieder nicht von Logitech zu nehmen. Aber ich weiß nicht. Ja, es ist ich habe ja andere geguckt. Ich habe natürlich von den üblichen Marken auch geguckt, aber irgendwie so richtig, aber kam mir es ja noch nicht unter. Alles Verbrecher, sage ich nur. Soll die Maus denn symmetrisch sein? Also quasi beidhändig nutzbar? Weil ich schaue mir gerade so eine aktuelle 305 an. Nee. Okay. Kannst du, die G700 war so eine Rechtshändermaus, also mit so leicht schräg angeschnitten und sowas, weißt du? Das passt mir auch ganz gut, ne? Wenn sie nicht übertrieben ist, die Form, aber das war ganz angenehm. Und die ich jetzt habe, die ist eigentlich symmetrisch und irgendwie, weiß ich nicht. Es fühlt sich alles so nicht so optimal an. Aber ich war auch zu geizig, um jetzt gleich so ein paar Euro mehr auszugeben. Oder was heißt, bis über 100 Euro dann immer schnell für eine Oberklasse-Mäuse. Ne? Dann denke ich mir, ja, wahrscheinlich, dann wünsche ich es mir einfach dann zum Geburtstag oder sowas. Ich weiß nicht, ich bin da so sparsam, dass ich mir einfach nicht überwinden kann, dafür eine neue Maus dann wieder so im dreistelligen Betrag aufzurufen. Naja, First World Problems. Ich hätte sonst noch vorgeschlagen, wir haben ja vor ein paar Folgen mal über die Maus vom Nino gesprochen, der irgendwie so eine Logitech-Variante hat. Ja, ich weiß. Habe ich gehört. Mit dem Auflademauspad da. Aber das fand ich so überkandidelt. Weißt du, ein Auflademauspad brauche ich eigentlich überhaupt nicht. Das war alles mir wieder so ein bisschen zu speziell. Wir wünschen ausreichend, wenn das über ein Kabel, wenn man es anschließt, dass er dann wieder ganz normal lädt. Alles super. Das ist ein Mauspad, das dann das mit auflädt und sowas, will ich eigentlich gar nicht haben. Ne? Wenn einfach so, wenn es früher wieder ist, machst ein Kabel rein und dann ist halt ein USB-Betrieb und lädt gleichzeitig die Akkus drin auf, dann wäre alles schon super, aber ja, das ist eben auch schon wieder alle spezifische Anforderungen. Und wie gesagt, das Mausrad. Ich hätte gerne wieder das Mausrad wieder wie früher. Mit dem Hin- und Herschubsen und hoch runterrollen auf den Seiten und dann nur bei Bedarf die Rasterung wieder einschalten. Ach, das wäre schön. Ja. Ey, vielleicht hat ja irgendein Zuhörer jetzt ein Geistesbild und sagt, das ist die Maus für Olli. Ey, ich wollte gerade sagen, der Nino muss jetzt auch noch eine G700 verlosen. Intern. Der die gewinnen kann. Und ich bin der einzige Teilnehmer natürlich. Ja, das macht jetzt Sinn. Ja, deswegen, wenn jemand von euch einen Tipp hat für Olli, für eine mögliche Maus, gerne mal posten. Keine Ahnung, wahrscheinlich ein Hörerfeedback oder so. Irgendwo reinhauen. Der Lukas macht bestimmt auch so ein extra Cover. So Help Olli Project. The Maus Olli Project oder sowas. Genau, ja, das sieht dann ganz dramatisch aus.
Ja, gut, okay, dann was haben wir noch? Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt tatsächlich auch zum Hörerfeedback. Wir haben da einmal Post bekommen vom Sterling, der äußert sich ein bisschen zu der vergangenen Folge, in der Tobi und ich, aber fairerweise eigentlich nur ich, versucht habe, irgendwelche komischen Superhelden zuzuordnen. Ja, er hat dazu ein bisschen Feedback. Ja, ich war übrigens da auch schwer beeindruckt, als ich euch zugehört habe. zu Recht. Diese geballte Menge Fachwissen, die war schon so, dass man, das ist ne, ein schwarzes Loch, wir waren entstanden, ja, ne, von der Einziehungskraft. Nicht, dass ich viel mehr Ahnung gehabt hätte, aber. Aber lies erst mal vor, weil ich habe da nämlich noch was dazu zu sagen dann. Okay, räusper. Also, Sterling. Deathstroke, Klammer auf, Slade Wilson, Klammer zu, ist die DC-Version von Deadpool, Klammer auf, Wade Wilson, Klammer zu. Oder umgekehrt, je nachdem, welche Fangruppe man fragt. Musste ich eben loswerden. Gotham City lässt mich, genauso wie auch The Avengers, kalt. Irgendwie wirkt das bisher herzlos, als ob das nur Auftragsarbeiten wären und die Entwickler das nur fertig haben wollten. Dass Facebook Oculus quasi auflöst, Facebook Connect, nervt mich aber auch. Das wird VR eher einen Dämpfer verpassen. Ed Tobi, was hältst du von Medal of Honor? Hatte gehofft, das kommt noch innerhalb meiner Leihfrist der Rift S raus. So muss ich wohl warten, bis ich nochmal eine miete, beziehungsweise vielleicht ja eine kaufe. Dann aber wohl eher eine Index. Ja, das war's. Herzlichen Dank, Sterling. Also ganz kurz, Medal of Honor kommen wir später kurz dazu. Weil das wurde ja auch auf der Gamescom Opening Night Live gezeigt. Deswegen würde ich sagen, handeln wir das einfach später ab. Nur schon so viel vorweg, wenn du dir eine Index kaufst, wirst du es nicht spielen können, zumindest am Anfang, weil es wird zumindest, also erstmal Oculus-exclusive, das kann ich schon sagen. Ich wollte nur sagen, wegen dem Deadpool-Verschnitt, Deathstroke, den hattest du aber doch genannt, Lukas, glaube ich, ne? Und ich habe den dann, glaube ich, verwechselt, weil ich dachte, das wäre der Deadeye, oder wie der heißt, der Scharfschütze in Batman, aber ich glaube, du hattest sogar Deathstroke gesagt als den. Also ich glaube, du hattest sogar das Richtige gesagt. Aber also ich habe auf jeden Fall einmal Deadshot gedroppt und da meinst du, ja gut, aber das ist ja ein Sniper und der ist falsch. Oder hast du Deadshot? Ich glaube Deadshot, oder? Ah, okay, da war es Deadshot, nicht Deathstroke. Irgendwas mit Deadshot. Aber hey, komm, also jetzt im Ernst, ja, die heißen doch wirklich auch alle praktisch genau. Wer soll denn da durchblicken? Ist doch ja, Fachleute wie ihr zum Beispiel soll durchblicken. Also. Ich muss aber zu meiner Verteidigung sagen, so halb, ich habe tatsächlich an Deathstroke gedacht, als ich Deadshot gesagt habe, an die Optik, weil der kam noch genau, jetzt kommt der nächste Fußball, pass auf. Nee, kam der nicht in Arkham Knight vor als Antagonist, der Deathstroke? Ich habe Arkham Knight noch nicht gespielt. Ich habe es gespielt, aber ich kann mich eigentlich nicht mehr entsinnen. Jetzt kommt Olli, der Fachmann. Nein, ich weiß zwar, dass das ein paar andere vorkamen, aber es ist wieder lange her. Und und da ist das nicht in Erinnerung geblieben. Ich wüsste ehrlich gesagt nicht mal, wie der Hauptantagonist hieß von dem ganzen Ding. Also so gesehen, lass mich zufrieden da. Also ich habe mal kurz gegoogelt, zumindest gibt's Deathstroke in Arkham Knight. Und ich glaube, der Auftragsmörder und Supersoldat Deathstroke. Ja. Der hat halt so eine zweigeteilte Maske irgendwie. Oh. Ja, keine Ahnung. Der kam davor. Und an den habe ich tatsächlich gedacht. Aber gut, das soll nichts entschuldigen. Ich habe einfach keine Ahnung. Ich habe ja schon geschrieben, ich dachte eigentlich, ich kenne mich mit Comics einigermaßen aus. Aber das war einfach ein kompletter Trugschluss. Da haben wir uns komplett selbst demontiert, die Folge. Ja, also ich gebe vollumfänglich und mit Stolz zu, dass ich von Comics echt keine Ahnung habe. Ja, ansonsten, Starling, schreibst du ja noch, dass dir die beiden Comicspiele nicht so gefallen, die kommen. Wir hatten ja über Gotham City gesprochen und ja gut, Avengers haben wir auch gesagt, interessiert uns auch nicht so. Tatsächlich noch ein kleiner Nachtrag zu Gotham City. Gotham Knights heißt das doch, ne? Ja, genau, Gotham Knights, sorry. Da hatte ich ja irgendwie gesagt, dass viele Leute Angst haben, dass das irgendwie ein Games-as-a-Service-Titel wird und dass das zu befürchten sei. Und Tobi, du meintest schon, nee, du siehst da jetzt nicht unbedingt den Grund dafür. Und tatsächlich gab es jetzt auch schon Meldungen von Warner, dass es eben kein Games-as-a-Service-Titel wird. Also da scheinst du richtig gelegen zu haben.
Jo. Ja, wie gesagt, also die Struktur so mit der Story und diesen relativ engen Levels und so, das hat mir schon da nicht so gut dazu gepasst. Ich finde also Gotham Knights, finde ich, wirkt jetzt nicht so wie so eine Auftragsarbeit oder sowas. Ich finde, da kann man, ist auch noch ein bisschen früh, um da wirklich zu sagen, wie das so wird. Bei Avengers stimme ich ihm schon irgendwie so zu. Ich finde das, ja, aber das hat man ja letztes Mal schon. Genau. Ich kann es ja eh nicht leiden. Ja. Ja, Sterling, vielen Dank für das Feedback und natürlich auch die Korrektur. Wenn wir demnächst wieder Comicspiele haben, dann werden wir dich konsultieren. Dann kannst du das vorher nochmal gegenchecken. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum Hardware-Teil. Der ist tatsächlich noch nicht existent eigentlich. Denn wir werden erst am Dienstag aufnehmen. Ich wollte mit Nino und Julian über den GTX 3000er Review sprechen und mal gucken, was da so kommt. Ja, sind wir mal gespannt. Ja, das wird dampfend heiß aus der Nvidia-Schmiede angeliefert, der Hardware-Teil genau. Genau. Okay. Ja, der Nino hat ja noch gedroht, damit er will ja eigentlich noch in Nvidia stecken. Sie mögen sich bitte nach uns richten, ne? Podcast-mäßig, von Termin her. Ne? Sonst haben sie unsere gewaltige Reichweite nicht zur Verfügung. Ne? Also vielleicht wird noch verschoben, der Reveal, und passend zu unseren Bearbeitungs- und Ausstrahlungstermin. Wir sind noch gute Dinge. Wir können dieser Super ja im Team, ne? Verdammt. Jetzt kommt egal. Ein bisschen fach aussagen. Egal, AMD, Nvidia, alles das Gleiche. Genau. Ja, in diesem Sinne, viel Spaß mit dem Hardware-Teil. So, da bin ich wieder und bei mir ist einmal der Nino. Servus. Und der Julian. Hallo. Hallo. Jede Woche eigentlich. Und wir haben uns gerade brandfrisch den Nvidia-Stream reingezogen. Mit der Vorstellung der 30 so und so, der 3000er-Reihe, wie sagt man das? Ampere, ne? Ja, Ampere ist Ampere. Es, ja. Genau. Und wir waren, glaube ich, recht angetan, aber ich würde sagen, übernehmt mal ruhig, Jungs, weil ihr habt mehr Ahnung. Janino, lass die Begeisterung fliegen. Ich suche den Link, wo ich das Ding endlich kaufen kann. Oder hast du noch Schnappatmung? Ich hab immer noch ein bisschen Schnappatmung. Ich will dieses 3090-Gerät und ich will es jetzt. Und ich frage mich, warum ich es immer noch nicht kaufen kann. Die verdammte Nvidia-Seite bietet schon den Recap von dem Stream an, aber ich kann immer noch nicht. Hat der das denn gesagt? Irgendwas dazu von wegen Now on Nvidia Presale? Nee, irgendwas? Leider. Gar nichts, leider, oder? Leider nicht. Ab 17.9. meinte er, ne? Paper Launch. Ja, die 3080. Die 3080 ab 17.9. Aber normalerweise kannst du vorher pre-ordern. Das ist ja auch ganz relevant. Ich brauche ja, oder beziehungsweise für mich ist ja eh hauptsächlich das die Founders Edition relevant, weil kommt eh ein Block drauf. Was waren die geilsten Sachen? Am Anfang ein bisschen über die Technik geredet nochmal, ne, so war so ein bisschen Recap vom letzten Mal, fand ich, nochmal alles erklärt, war recht informativ, aber ist auch nicht allzu spannend. Ja, und dann hat er die Karten rausgeholt und auf den Tisch gelegt. Boing. Ja, also erstmal das PCB-Design fand ich ziemlich geil, was ja vorher schon ausreichend geleakt war, inklusive der Thermal Solution, also mit dem einen hoch- und runter blasenden oder saugenden, wie auch immer, Lüftner-Dingsbums, Zitat Lukas, war das schon ziemlich cool. Ich finde, wenn die Bilder die Wirklichkeit widerspiegeln, die sie gezeigt haben, ist die PCB also komplett zugebaut. Meinst du wirklich, über Referenzdesign ist diesmal leise, was war letztes Mal ja schon relativ leise, aber es ist wirklich, wenn man sagt so, hey, du kannst das Referenzdesign holen und du musst dich auf Custom warten und kannst das Ding in den Rechner pappen und bist zufrieden? Ist die Frage. Ich meine, wie gesagt, Verbrauch wurde, ich meine, der wurde gar nicht erwähnt, oder? Es wurde nur einmal erwähnt, dass die Steigerung per Performance per Watt, dass die besser geworden ist, vom 1,9 oder so. Aber hat der einmal erwähnt, wie viel das Ding verbraucht? Meine, ich glaube das nicht. Das haben sie nicht, aber 18 True Faces, ja. Also wenn die nicht gedoppelt sind, dann ja, dann. Die brauchen ja nicht einfach so drauf, was juckst du noch da rein? Die baust du jetzt nicht auf eine 150-Watt-Karte. Richtig. Also, es gibt ja schon hier die ersten Angebote, beziehungsweise von Gigabyte und die ersten, gestern wurde was geleakt, versehentlich. Ich meine, das ist nochmal, ich hab's vergessen, welche Hersteller es war. Können wir das versehentlich in Anführungsstriche setzen? Ja.
war direkt wieder runtergenommen worden. Ich glaube, die kriegen erstmal Stress mit dem Ledermann. Aber ich glaube, es waren 350 Watt für die 380. War ich mich da 50, 370 im Peak. Ja, könnte sein. Und da muss der Kühler auch her, denke ich mal. Aber das Design war schon cool. Also ich rein vom Design, also wirklich nur vom Optischen her, finde ich die Karte echt hübsch. Aber sonst ist cool gelöst, glaube ich. Ja, ich wollen wir mich vielleicht halt einmal kurz drüber sprechen, welche Karten überhaupt vorgestellt wurden? Ja, oder ja, es wurden, nö, können wir kurz machen. Wurden die 3070 vorgestellt, vergleichbar mit der Leistung der 2080 Ti für 500, ich glaube, es waren 499. 3080 mit als neues Gaming-Flagship für 699, was auch echt okay ist, wenn sie tatsächlich die Leistungserwartung, das hat so ausgesehen wie 35% schneller, was tatsächlich, was wir schon mal ganz am Anfang hatten, bei einem Architectural Switch möglich wäre. Und das Flagship oder als neue Titan, die 3090 für 1,5. Mhm. Achso, ja. Den Preis hatte ich gar nicht mitbekommen. Den habe ich auch nicht mitbekommen. 1,5? 1,5. Was war die 280 Ti nochmal am Anfang? Die 280, also ich habe meine damals gekauft für 1,3. Die haben sie ein und das war relativ neu. Aber ich muss sagen, echt, also ich habe mich nur auf eingestellt, die Preise zu flamen, aber null, also das ist schon, dass ihr die Preise gleich hält, ist auf jeden Fall schon krass. Ich hätte auch also gedacht, ihr würdet auf 700. jeden Fall was drauflegen, aber ich glaube, die haben auch gesagt, ey, wir können, wenn wir jetzt die 370 für 600 anbieten oder für sogar für 700 und dann unser Einsteiger Mittelklassen Anführungsstrichmodell, die 360, kommt irgendwann noch, dann auf einmal 400-500 kostet, ich glaube, dann wird selbst den Nvidia Only Bayern zu vielen sagen, so fuck you and the Po, machen wir nicht mehr mit. Also 500 für 2080 Ti-Niveau oder Superniveau ist halt einfach mal ein Wort. Das ist echt ordentlich. Da kannst du nicht meckern. Kommt halt darauf an, was bei Big Navi noch rumkommt, aber nichtsdestotrotz ist das erstmal ein ordentlicher Schritt. Also wenn Big Navi sich bei der 3070-80 einordnet, weil ich fast schon hoffe, boah, da werden wir das Ding echt verramschen müssen. Keiner wird das für den gleichen Preis kaufen. Also, das wird schon hart. Muss mal gucken, was mal rumkommt. Ist ja bald soweit. Aber dieses Rip am Nebenchat, ich meine, ist natürlich immer ein bisschen mit Salz gepfeffert, aber uff, ich glaube, das hat AMD auch nicht erwartet, dass die Dinger nicht teurer machen. Nee, ich habe auch deutlich erwartet, dass sie auf dem aktuellen Preisniveau bleiben. Also jetzt hier 3070 600 bis 700 und die 3080 irgendwo bei 800, ja. 850 und die 3090, ja, da wo sie tatsächlich gelandet ist. Aber ich finde es trotzdem ziemlich okay vom Preis her, wenn wir denn die ersten Benchmarks sehen und die tatsächlich die Erwartungen treffen, beziehungsweise die Sachen treffen, die wir gesehen haben. Und auch die RTX-Erwartungen. Ich meine, da haben sie ja gesagt, so jetzt, dass wir, da haben die selber auch zugegeben und gezeigt, so, ja, wenn man RTX angemacht hat, sah geil aus, aber 30 FPS, nee. Und jetzt sind sie, glaube ich, bei, wir haben das gezeigt, 1440p. Schaffen die 30 oder waren das schon 60? Ich bin mir nicht sicher, wie das mit dem. Das kommt halt immer darauf an, was du tatsächlich machst und welcher Grad. Was ich wahnsinnig interessant fand, war halt, das Upscaling, das Rausnehmen und Berechnen über die Tensor Cores von einzelnen Pixeln und Nachbearbeiten, was dann schneller geht oder schneller gehen soll, als tatsächlich das Raytracing so zu bearbeiten. Das ist cool. Das sah auf jeden Fall gut aus, waren ein paar interessante AI-Sachen drinne mit dieses Broadcast, dieses Background Removal, was echt für Streamer cool sein könnte, wenn man einfach dann nicht mehr da vor so einer komischen Matze hockt oder so und das auch recht flüssig aussah. Die Features. Also was halt interessant war bei dem Nvidia Broadcast, was sie vorgestellt haben, war das Background Removal. Das war schon ziemlich cool. Das
den Autofokus und dass die Kamera dir im Bereich der Möglichkeiten folgt. Ja. Noise Cancelling habe ich ja schon im Stream rumgebrüllt. Also ein Föhn hört sich bei 2 Meter hinten dran bei dem dynamischen Mikrofon einfach nicht so an. Das geht nicht. Ja, das ist einfach technisch unmöglich. Ich habe nachgeguckt, was das für ein Mikrofon war, aber irgendein, hab's schon wieder vergessen. Irgendein Rode meinst du, ne? Nee, war, ich erkenne. Ich habe zuerst gedacht, das ist ein Rode, aber es gibt ein Elektro-Voice, das genauso aussieht. RE10 oder RE20 oder so, die sind in grau, das ist ein dynamisches, wo du in den Top reinsprichst, also oben drauf auf das Ende des Mikrofons, nicht wie bei euren Blue Yetis oder bei meinem Rode in die Seite. Und da kannst du einfach aus 2 Metern Entfernung hörst du dieses Ding eigentlich gar nicht mehr, wenn du das richtig eingestellt hast, den verdammten Föhn. Aber die haben ja gesagt, dass das Noise-Canceling-Zeug bei Nvidia tatsächlich funktioniert. Zumindest besser als erwartet. Das wäre dann nur das Feature, dass das damit eingebaut ist in dieses Nvidia Broadcast. Was ich dort wirklich am geilsten finde, war halt wirklich, dass du das Background hast, das Background Removal, weil da habe ich halt bei manchen Programmen Probleme, auch wenn es auf der Arbeit ist, dass ich dann über 3 verschiedene Programme gehen muss, um den Background rauszunehmen mit dem Greenscreen. Und wenn du das nicht mehr brauchst, ist das halt ziemlich geil. Ja. Wenn es tatsächlich über ihre und jetzt wieder große Anführungsstriche AI-Zeug gibt. Und was wirklich interessant war, dass es für alle RTX-Karten kommt. Das hat er sehr deutlich gesagt, das bedeutet auch für die 20er-Reihe. Und das ist halt auch cool. Das ist ein cooles kleines Gimmick für die Leute, die nicht upgraden werden. Und du brauchst halt, je nachdem welche Leistung, wie gesagt, für mich ist es gerade so, 2 2080 Ti's, damit kann ich eigentlich, dafür könnte ich mir zwei 3070 kaufen für einen Tausender, das, was früher eine gekostet hat, und müsste eigentlich nicht upgraden. Aber ich will halt trotzdem die 3090. Ja gut, ne? Die aber Dinger werden wahrscheinlich jetzt bei dem Preis, Preis sinken. Richtig schön verrammen stellen. Da habe ich mir schon die Hände schon kleiner Zeit mit 280 holen. Ja. Ach komm, so weg dein Ding. Die 2080 ist super, die kannst du eigentlich neu, kannst du knicken. Ja, das ist schon, ich meine, das machen auch höhere Preise. Die halten die alten Karten wertstabiler, muss man versagen. Und jetzt mit den gleichen Preisen, und da wird schon eine 280, 270 super. Ja, kann man auf jeden Fall jetzt einen Schnapper machen. Ja, das heißt, du musst überlegen, du kannst jetzt immer noch auf eBay, das ist der Durchschnittspreis für eine 1080 Ti Pascal Gerät, ist immer noch 500 Euro. Ja, das ist jetzt, kannst du die eigentlich zusammen mit deiner RX 580, die du noch rumliegen hast, kannst du die draußen in das Altglas legen, hätte ich fast gesagt. Ja. Auf so Schlimmes weiß ich nicht, aber so, ja. Ja, aber theoretisch, dass die Gebrauchtpreise das nie so widerspiegeln, ist klar. Aber eigentlich ist jetzt, wenn du dir die Preise anguckst und wenn wir eine ordentliche Verfügbarkeit haben, ist eine 1080 Ti halt nur noch das Wort Ti hinten wert. Ja, richtig. Das ist schon richtig, aber ich meine, ja. Also im halben Jahr wird man sehen, was die Karten bei Kleinanzeigen wert sind, und dann wird man auch sehen, wo sich jetzt hineinpenne, wenn die ersten Custom-Modelle draußen sind. Aber ich denke mal, ich weiß nicht, ob die Preise stark fallen werden. Also ich denke mal, eine 370 wird lange Zeit, wird ihre 500 halten, auch als Custom. Vielleicht mal ein Schnapper 450, aber dass du die im Jahr für 400 oder so kriegst. Kommt einmal auf Big Navi drauf an, aber das glaube ich auch nicht. Lass uns nochmal zu dieser Latenzsache, wie hieß denn das, Nvidia Reflex gehen. Ja. Mhm. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Das war, glaube ich, jetzt die erste Sache, ne, die da besprochen haben. Also im Prinzip ging es ja darum, dass wenn man Online-Games spielt, dass man irgendwie ein relativ kleines Zeitfenster hat, je nach dem, ja, was man eben für ein Sichtfeld hat, den anderen zu treffen, und dass man je nach Reaktionszeit dann das Ganze natürlich entsprechend verringert wird. Und ich weiß auch nicht, ich habe es auch nicht so 100% verstanden, aber es ging. Das war mit dem Bildschirm mit 320 Hertz. 360. Nee, das war nochmal was anderes. Die 360 Hertz Displays haben sie vorgestellt.
die Panels, die es ja zum Teil schon, also es gibt ja schon 360 Hertz Panels, was tatsächlich dann aber wahrscheinlich TA-Panels sind, die auf niedrigen Auflösungen, also 1080p laufen. Da bin ich gespannt, wie die aussehen. Was wollte ich sagen? Die Latenz ging darum, dass du tatsächlich die näher an deine Reaktionszeit rankommst. Ja. Was wollen die verkürzen? Also ganz gecheckt habe ich es auch nicht, aber... Ja, es geht, geht um die Travel-Latenz zwischen Eingabe und Reaktion. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Lukas hatte das reingeworfen, es sah so aus, als wäre die Maus am Monitor festgemacht. Kannst du dich dran erinnern? Ja, ja. Keine Ahnung, ob das wirklich so war, aber das Kabel ging nach oben zum Monitor. Ja, das war ich würde sagen, komisch. Bevor wir jetzt hier rumraten, also ich gehe davon aus, dass wir nächste Woche eh nochmal drüber sprechen, wenn ein bisschen mehr bekannt ist. Klar, ich würde sagen, auf das Feature gehen wir dann nochmal näher ein, wenn es wirklich relevant ist, anstatt jetzt hier im Dunkeln zu stochern. Das wird auch bei allen möglichen Artikeln verwurstet, da wird es immer näher beschrieben. Ich denke mal, kann man sich auch mehr raussaugen, als wenn man jetzt von einer Präsentation, die erst wie lange ging, dreiviertel Stunde, das versucht sich zu erklären. Ich meine, die haben auch nicht beliebig viel Zeit da, das alles zu erörtern. Ja, ich werde halt Quellen aufsuchen wie Computerbildspiele und GameStar, die wichtigen Hardware-Sachen und dann das zusammensuchen und euch dann informieren. Ja, die richtigen Leute. Ich habe gerade Herzrhythmusstörungen. Obwohl GameStar gar nicht mal die arme Hardware-Abteilung bei denen, weißt du, die sind immer so, hast du zwei, drei Leute, die werden immer so gebasht, die können nichts, das ist der letzte, ich muss euch Hilfe, der Reticule Eis, weißt du, so, im Rahmen unserer Möglichkeiten, so, ich muss so, oh Gott, ey, lass sie doch, so schlecht machen die das gar nicht, für PC-Game, na gut, kann ich jetzt sagen. Okay. Aber, ja. Lass uns mal zu diesem krassen Mount & Blade Bannerlord 2 Beispiel kommen mit diesem Omniverse-Gedöns. Ja, das nannte sich irgendwie Nvidia Omniversa Machinima und es scheint, wenn ich das richtig verstanden habe, scheint das so ein Feature zu sein, was einem erlaubt, in Spielen mit Nvidia quasi Machinima-Videos zu machen, das heißt mit einer freien Kamera Szenen aufzunehmen. Da soll die Beta im Oktober starten. Die Frage ist jetzt nur, geht das bei allen Spielen? Geht das bei ausgewählten Spielen? Was sind die Voraussetzungen? Also, das war jetzt, wie du schon sagtest, Mount & Blade Bannerlord 2. Das sah auch ganz cool aus, mit verschiedenen Kamerawinkeln und so. Aber da wird man, glaube ich, erstmal abwarten müssen, was da genau geboten wird. Ja, ich meine, maximal werden es ja die Nvidia bauen Spiele sein. Das wird ja schon mal die erste Einschränkung sein, aber selbst dann ist es halt eine geile Möglichkeit für Leute, die das wirklich. Ich meine, du warst ja instant begeistert. Ein Tröpfchen in der Hose, wenn er das hört, der kann ja voll aufpassen. Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Hoffentlich gibt's das in Forza oder irgendwas anderes. Noch einen neuen Channel machen, der richtig abgehen kann. Machina Channel. Ja, aber ich finde, was macht Nvidia schon gut, auch das DLSS, dieses Feature auszubauen und so, da sind da so diese Nice-to-Have-Sachen, wo die Leute auch gerne dann sagen so, oh ja, das hat dies und das, ob man es dann benutzt, steht auf einem anderen Blatt, oder ob man es einmal benutzt, aber andere Sachen einfach, das ist schon geil und das ist auf jeden Fall ein Feature, wo man sagen muss, wo an denen dann sagen muss, hey, ne, wie kann ich auch sowas aufbieten, woher nehme ich sowas und wie kriege ich Leute dazu, dass die sagen, hey, das ist auch cool oder einfach kopieren, ist ja auch, wäre auch eine Möglichkeit. Ja, das machen sie so oder so. Also ich meine, in welcher Form auch immer, wenn das ein Feature ist, das die Leute wollen, dann kommt das früher oder später auch bei AMD. Ja. Genau wie Raytracing. Ich bin mal gespannt, was die dann für Raytracing-Videos machen und wie die das umsetzen und ein gutes funktionieren wird. Das wird echt spannend. Bin auch wahnsinnig gespannt, ob die da extra Cores haben oder ob sie es über Raw Power machen oder weiß der Teufel was. Aber dazu kommen wir bestimmt zeitnah. Ja. Das Marvels Demo. Ja. Live Render. Sah schon sehr gut in Teilen aus. Konntest es nicht mehr unterscheiden von einer Videoaufnahme. Das habe ich aber schon während der Präsentation gesagt. Ich finde die Dinger mal sehr nice, die sehen auch mal sehr gut aus, aber das Gefühl, in jeder Präsentation ist sowas drin, was in Echtzeit gerendert ist und sehr gut aussieht. Da können wir jetzt auch Videos rauskommen bei YouTube, was es schon vor Jahren gab, was sehr gut aussah. Wie es dann umgesetzt wird, ist die andere Frage. Gerade mit Raytracing wieder Demo zu zeigen, ist ja alles nice, aber
ja, baut sie in Spiele ein, ne, und setzt es gut um, dann bin ich, ja, ich begeistert. Denke, und so, ich denke, da geht's eher darum, um reine Kraft zu zeigen. Und es war jetzt halt der Unterschied in der Auflösung zwischen Turing. Ja, ich glaube, die haben doch gesagt 25 FPS beim Turing und jetzt haben sie 30 FPS bei. Aber auch 1080p versus 1440p. Ja, genau. Wobei Ampere jetzt natürlich die höhere Auflösung hatte. Ja, ja. Genau. Und sonst haben sie halt noch ein bisschen andere Werbesachen rumgeschmissen, haben irgendwie gesagt, das war ja bei Nacht die Demo, halt im beleuchteten Zimmer. Sie haben irgendwie gesagt, 130 Area Lights, ja, dynamischer Echtzeit, Tiefenschärfe war noch dabei, wobei ich nicht so genau verstanden habe, warum sie das explizit erwähnt haben. Das weiß ich auch nicht. Das gibt's doch in Spielen schon ewig. Also ist das jetzt so krass aufwendig, das zu berechnen, oder? Eigentlich nicht. Ja, okay. Und die 30 FPS sind zwar nice, aber du willst als Spieler 30 FPS nie mehr hören und nie mehr haben an sich. Außer, ja gut, Spiele, wo es nicht so wichtig ist, weißt du, du hast Witcher mit 40, 45 FPS wunderbar spielen können. Aber, ja, an sich fängt es immer so bei 60, finde ich, an interessant zu werden. Und eigentlich noch höher. Aber, ja, sehe ich ähnlich. Also ich fand das also wunderbar aus und wie Nino schon sagt, teilweise fotorealistisch. Ja. Aber ja, es sagt ja, jetzt noch nichts darüber aus, was für Spiele delivered werden. Also wenn man sich zum Beispiel mal die Videos anschaut von der Unreal Engine oder so, wenn die da was Neues vorstellen, wie zuletzt halt Unreal Engine 5, ja, das sieht fantastisch aus, aber die Frage ist immer, was wird letzten Endes draus gemacht und wie machbar ist es einfach und wie realistisch, genau. Das ist schon wahr. Jo, dann haben sie noch ein bisschen Cyberpunk gezeigt. Das war extra so ein kleiner Raytracing-Trailer. Scenes of Cyberpunk RTX nannte der sich. Ja, war nett. Raytracing halt, ne, wie man es kennt. Ja, sah gut aus, keine Frage. Wo ich mich da mal interessieren würde, wie es aussehen würde, wenn man die alte Methode verwendet, dass man dagegen laufen lässt. Auch wirklich mal, wie die herkömmliche, die ja, klar, die hat mit Raytracing zu tun und das ist einfach nur ein Trick, um das so darzustellen. Aber ist ja auch nicht hässlich, nur da ist so ein direkter Vergleich, finde ich mal ganz nett, um zu sehen, okay, es ist geht von gut auf unglaublich oder geht das von sehr nice auf über sehr nice. Wie ist da der Unterschied? Aber ja, das ist die Zukunft, keine Frage. Ja, man hat das ja schon bei Battlefield 5, glaube ich, gesehen. Da haben die auch so Raytracing-Videos gezeigt und im Prinzip, es sieht super cool aus, aber du hast dann halt natürlich einen krassen Leistungseinbruch und du hast halt auch Probleme in Sachen Konsistenz, weil wenn du halt alles quasi manuell vorher per Hand festlegst, wie es auszusehen hat, gegenüber Echtzeitberechnung. Echtzeitberechnung stinkt halt teilweise ab, weil halt nicht immer alles 100% bugfrei funktioniert. Und dann kann es halt schon mal sein, dass einfach eine Scheibe nicht spiegelt oder so. Und wenn du es halt vorher alles festlegst, dann ist das eigentlich relativ safe, dass das nicht passiert. Ja, und denk mal, Battlefield spielst du auch so eine Singleplayer-Kampagne im neuesten? Ja, ja. Die spielst du mit deiner dicken Kiste auf mit Raytracing an und allem drum und dran, denke ich mal, aber sobald der Multiplayer-Start ist, machst du den Shit aus, brauchst du die FPS, sonst beim dritten Headshot, den du kriegst, weil alles so schön ist, bringt ja auch nichts, damit genau. 0-12 die Runde beendest. Ne, aber ja. Ja, aber wer spielt schon High-FPS-Shooter einfach in der besten Grafik, das macht ja kein Mensch. Du willst ja die Frames haben und willst das behalten. Deswegen, also ich glaube, Raytracing definiert sich halt über die Singleplayer, über die opulenten, schönen Sachen, die über die AAA-Titel, die du halt wirklich grafisch bis ans Limit treibst. Und dann auch ein OLED und du sitzt da und oh mein Gott, so Prozess. der Part war ein bisschen cringe. das war aber auch. Ja, okay. Yeah. Got it, der ist cool. Hier, vielleicht einmal kurz zur Erklärung für die Zuhörer. Da gab es halt so ein Segment, wo vier Streamer eingeladen wurden von Nvidia und dann halt vor Ort die super neue Technik ausprobieren durften an tollen Bildschirmen und die haben sich halt alle... dicken OLED. Ich meine, ab dicken OLED, da kannst du keine Ahnung, Farbe trocknen zu gucken, das sieht geil aus. Ein OLED ist aber ein OLED. Hast du maximal einen Schwarzwert und Kontrast, alles super geil. Und mit einer 390 da drin wird es natürlich auch nicht schlechter, aber ja gut, das war ein bisschen... Ja, die Frage ist halt auch, was die Typen da normalerweise gewöhnt sind. Also zwei, erstmal kannte ich keinen von diesen Streamern. Das hat grundsätzlich nichts zu sagen, aber ihr habt noch nie einen davon gesehen und drei davon haben mit dem Gamepad gespielt. Weiß der Teufel, was die ansonsten streamen. Ja, Mario Kart, keine Ahnung. Gamepad spielen. Ja. Das ist halt, aber da waren wirklich Nielsen einen guten Kommentar zu gebracht.
Gut, kritische Stimmen waren jetzt nicht zu erwarten. Also, es ist gerade mal kurz geruckelt, aber ist okay, Leute, ist cool. Das ist aber normal. Ich meine, das ist eine Werbeveranstaltung, ne? Ob man sowas einbaut, ist die eine Sache. Da wirst du keinen hören, der sagt, ja, gerade, aber kurz war nicht mal 60 Frames oder so, da kommt nicht. Ja, deswegen war minimal cringy. Aber sonst, die Präsentation, alles in allem, recht kompakt. Ja, Verbrauch haben sie ja nicht genannt. Ich meine, solid. Karte viel verbraucht, mir war Verbrauch eh immer recht egal. Solange die Leistung stimmt. Und ansonsten bin ich zumindest recht positiv überrascht, auch wenn ich mir das hab nicht anmerken lassen, als wir es geguckt haben. Das hat andere Gründe. Ja. Und ja, wenn das Ding so kommt. Ich finde es halt noch interessant. Zwei, drei Jahren gebraucht. ich finde es halt interessant, dass das neue Flagship, wieder Anführungsstriche, 1 GB weniger Speicher hat. Das ist nochmal interessant. Ich fand, die 3070 sah sehr, sehr geil aus. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Cooles Design, ja. Dort waren die Lüfter nicht gegeneinander beziehungsweise invertiert aufgezeigt, sondern auf der gleichen Seite und die PCB hatte auf der hinteren Seite einfach einen Durchlass, dass die Luft da nach oben gebracht werden kann, was das letzte Mal, glaube ich, bei der 280 oder weiß der Teufel, was der Fall war, was ziemlich, dass du eine durchbrochene PCB hast. Das war ziemlich cool. Ja. Dass die 3090 24 GB Speicher hat, ist auch ziemlich cool, also Titan-Niveau. Ich frage mich halt, ob das jetzt der absolute Tod der Titan ist oder ob sie dann doch nochmal eine Titan nachschieben oder ob sie wieder irgendwelche Tesla-Modelle nehmen, die dort reinkommen. Da wird Nvidia schnell sein. Ich finde, die Superkarten haben gezeigt, dass die da immer in der berüchtigten Schublade was liegen haben und reagieren können, wenn es gefordert wird oder falls Big Navi doch kein Rockepriger sein sollte, dass die dann sagen können, ach, wir haben ja noch was, ne? die Super, die TI, die 380 Super, suchst du ja aus. Ich glaube, das können sie recht schnell bewerkstelligen. Mhm. Aber ja. Eine Sache würde mich noch interessieren, Nino, du hattest irgendwie kurz Kritik geäußert an dem Stecker, als man die erste Karte gesehen hat, wo der eingesteckt wird. Warum genau? Ich habe das nicht so ganz verstanden. Der war an der also wenn du die Karte normal einsteckst, war der an der Vorderseite. Ich weiß jetzt nicht, ob das so geil ist, dass ich mein komplettes Cabling um die Karte herumführen muss. An der Vorderseite? Mhm. Meinst du in der Mitte vorne zwischen den Lüftern? Oder ich habe das nicht genau gesehen. Ja, in der Mitte zwischen vor den Lamellen so drin, mehr oder weniger. Ja, gut, da wird ein Grafikkartenhalter halt Pflicht, ne? Und sieht da dann scheiße aus. Ja, ich meine, bei der 3090 oder bei der 3080 wird da das mit großer Wahrscheinlichkeit so oder so. Also wenn noch keine großen Anschlüsse hinten dran sind oder keine Versteifungen an der PCI-Express-Halterung für das Gehäuse, dann sackt das Ding eh ab. Ja, das kannst du eh, da ist ein riesiger Metallblock drauf, auch wenn es nur Alu ist. Das Ding wird trotzdem schweineschwer sein. Die 3090 ist ein Triple-Slot-Design. Damit kannst du ein Haus mauern. Ja, das Ding ist einfach ein riesiger Backstein. Das wird ein teures Haus. Das haben die eigentlich irgendwas zum Stecker gesagt? Da war doch hier dieser neue Standard oder Adapter, den man da braucht für 2x6, 2x8. Also jetzt ein 12-Pin-Ding, wofür es aber Adapterstecker gibt. Ich hab's nicht mitgekriegt. Ich musste am Ende kurz raus. Ich weiß nicht, ob sie relativ am Ende noch was dazu gesagt haben, aber grundsätzlich haben sie zwischendurch dazu nichts gesagt. Ja, am Ende meinst du nur was wegen nächstes Ding, das Holodeck kommt bald. Irgendwas aus der Richtung, ich habe es nicht ganz verstanden. Ja, ich würde sagen, wir sprechen nächste Woche nochmal über das Thema. Davon gehen wir jetzt erstmal aus, dass es da noch ein bisschen mehr gibt. Ja, ein bisschen mehr Input, ja. Genau. Hey, warte, ich will den COD-Trailer noch. Jetzt hier, mach mal hier, bleib mal entspannt. Ja? Okay, okay, der ist wichtig, ja. Der ist wichtig, für mich zumindest, für einen von dreien. Ich fand ihn schön, der sah gut aus. Wenn es In-Game-Grafik war, war es cool. Also In-Engine gerendert, war es ziemlich cool. Und was ich noch nicht gesehen habe, es waren Vietnam-Szenen drin. Ich bin hyped. Sah gut aus. Schon und wieder. Ich erst. Ja. Genau, es gab noch einen kleinen CD-Trainer. Haben wir sonst noch was wir besprechen möchten? Ja, das Wichtigste war noch Jensen,
der Old Leather Jacket hat er die 3090 als BF-GPU bezeichnet, was ich eigentlich ziemlich cool fand. Ist auf jeden Fall cool. Kommt von, wer es nicht weiß, von BFG, von Doom, Big Fucking Gun. Und darauf haben wir dann BF-GPU gemacht. Fand ich auch cool. Für das Wortspiel. Ja, fand ich auch ganz witzig. Etwas strange, aber lustig, ja. Und ich hab das nicht gesehen, tatsächlich im Stream, aber irgendwer meinte vorhin, der hat die tatsächlich aus dem Backofen geholt, die Karte. Ja. Was ich ja ein bisschen witzig finde, wenn man betrachtet, dass wenn eine Karte kaputt geht, dass man sie dann ja in den Backofen packt und er muss sie quasi schon da rausholen von Anfang an. Ich hoffe, das ist kein schlechtes Omen. Der hatte die erste Ampere-Vorstellung auf der GTC, da hat er die große Ampere-Version für die Rechenzentren hat er aus dem Backofen geholt, weil sie einfach auf dem Backblech passt, weil das Ding so riesig war. und ich denke, das war der Hint dazu. Also das da wohl die Rittnisse das größte Gerät und das schwerste und das schnellste aus dem Backofen holt. Na gut. Na. Gut, haben wir sonst noch was? Ich nicht, ne? Ich auch nicht. Nino? Ich will kaufen. Kaufen. Ich will das Ding jetzt. Ach so, wann haben wir denn jetzt eigentlich sowas wie Leistungstests oder so zu erwarten, wenn die Karten am 17.09. erscheinen oder zumindest da einige davon? Das kommt auf den NDA drauf an. NDA, ja. Das bricht im Normalfall so 1 bis 2 Wochen vorher, bricht das zusammen und Igor hat dann irgendwas in der Hand. Oder Chip Hell oder so, da müssen wir gucken. Meistens sind es die Asiaten, weil die haben kriegen nichts zugeschickt. Oder denke ich mal selten, aber sobald jetzt eine Seite sagt, hey, wir brechen NDA, dann kriegen die ja nie wieder was von Nvidia, AMD oder wie auch immer. Und das wollen die nicht, aber die haben die Karten meistens so 1, 2, vielleicht 3 Wochen vorher, kriegen die zugeschickt, können alles schön in Ruhe testen und dann Punkt an dem Tag, 15 Uhr, ist der Shit dann meistens online oder wenn das dann fällt. Und ja. Dann sieht man die Sachen. Alles andere ist natürlich, es wird ein paar Leaker geben, weil ich finde eigentlich immer so einen ausführlichen Test besser. Dann, es tauchen dann die illegalen Benchmarks auf, hochgeladen auf irgendwelchen Benchmark-Seiten. Da wird's Dinge geben. Da müssen wir halt einfach mal nach Verified Test Results schauen. Und dann finden wir schon was. Also ich denke so maximal oder frühestens eine Woche vorher. Sie werden das natürlich auch hypen wollen und sicherstellen wollen, dass jeder den Berechnungen glaubt, wenn das Produkt denn wirklich das bringt, was es bringen soll. Ja, gut. Und du hast vergessen zu erwähnen, dass es ab sofort Raytracing in Fortnite geben wird. Ja, stimmt. Das ist auch sehr wichtig, genau. Das sah aber ganz nett aus tatsächlich, aber ja. Die meisten werden es nicht brauchen. Epic. Genau. Ja gut, cool, dass wir das live geschaut haben und direkt einen kleinen Überblick uns verschafft haben. Am und Zahn der Zeit. Ist so, ja, der Podcast wurde extra deswegen ein bisschen nach hinten verschoben. Der Tobi schaut schon mit den Hufen, damit er den Teil überarbeiten kann. Genau. Danke, Tobi. Danke. Jo. Ja, dann würde ich sagen, schicken wir den Hardware-Teil für diese Folge raus und wir machen das am besten mit den netten Abschlussworten, die Julian schon erwähnte, zum Holodeck. Also viel Spaß damit. Bis dann. Ciao, ciao. Reingehauen. I can't wait to go forward 20 years to see what RTX started. Homes will have holodecks. We will beam ourselves through time and space, traveling at the speed of light, sending photons, not atoms. In this future, GeForce is your holodeck, your lightspeed starship, your time machine. In this future, we will look back and realize that it started here. Thank you for joining us today, and to all of our fans for celebrating the arrival of Ampere. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu den News, und zwar zuerst zu den Short News. Es wurden einige Spiele diese Woche angekündigt, und unter anderem war dabei, dass Pharaoh eine überarbeitete Version bekommt. Kennt das noch jemand von euch? Das war so ein Aufbauspiel aus den 90ern, tippe ich mal, oder früher 2000er vielleicht. Also der Name sagt mir noch was, aber ich habe es nie gespielt. Ja, ich auch nicht, natürlich. Ja, das Ganze heißt Pharaoh New Era und es wird ein Aufbauspiel in Ägypten und das Ganze soll mit 4K-Grafik daherkommen, verbesserten UI und modernisierten Mechaniken. Ja, mal schauen. Vielleicht spiele ich das mal. Ich finde das Setting eigentlich ganz cool.
Dann als nächstes wurde angekündigt The Witcher Monster Slayer. Das wird ein Mobile Game mit AR-Features. Hat mich tatsächlich ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Das, also wie Pokémon Go oder was? Ja, so in der Richtung, ja. Hat mich ein bisschen überrascht, dass CD Projekt Red mit sowas um die Ecke kommt. Aber gut, ist wahrscheinlich ein guter Moneymaker. Okay, das war's auch schon in Short News und wir kommen zu den anderen Sachen. Zum einen, wie gesagt, wurde letzte Woche vorgestellt Suicide Squad Kill the Justice League, das neue Spiel von Rocksteady. Vorgestellt, trifft in dem Sinne nur, dass ein Cinematic-Trailer gezeigt wurde. Das spielt im gleichen Universum wie die Arkham-Reihe. Und es wird ein Squad aus 4 Spielern geben, eben das Suicide Squad. Das besteht aus Harley Quinn, Deadshot, da haben wir ihn wieder, Captain Boomerang und King Shark. Tatsächlich kenne ich Captain Boomerang und King Shark gar nicht, aber gut. Das wird ein 4-Spieler-Koop. Entweder man spielt in der Party oder man spielt mit KI, die werden halt ersetzt entsprechend die Spieler. Und man kämpft gegen Antagonist Brainiac, der anscheinend die ganze Justice League kontrolliert. Also man hatte bisher nur Superman gesehen im Trailer. Und kommen soll das Ganze 2022 für PlayStation 5, Xbox Series X und PC. Was sagt ihr zum Spiel und zum Trailer? Hat euch das Ganze abgeholt? War euch das zu crazy? Wie sieht's aus? Ich habe nur eine Frage dazu. Also das ist jetzt, in dem Suicide Squad ist Deadshot und nicht Deathstroke. Ja. Genau. Okay, das ist eigentlich alles, was ich wissen will. Alles andere ist mir egal. Ja, Deadshot ist anscheinend... Ja, oh mein Gott, jetzt reden wir wieder darüber. Okay, Leute, also ich habe hier die Fakten für euch. Ich spitte hier ein paar Sachen raus. Deadshot, den kennt man unter anderem aus dem Daredevil-Film. Und zwar war das der... Wie heißt der irische Schauspieler? Da fällt mir gerade nicht ein, der Name. Aber gut, aus dem Daredevil-Film, da hat er mitgespielt. Aber ich wollte gerade fragen, wer kennt denn den Daredevil-Film? Kennt den jemand ernsthaft? Gute Filme, echte Comic-Fans. Oh Gott. Aber Deadshot ist, das ist der Sniper dann. Genau. Colin Farrell hat den gespielt, genau. Okay, also wenn das der Sniper ist, dann ist das der in Arkham City mal vorkam, auf jeden Fall. Da bin ich mir jetzt dann doch ziemlich sicher. Im Trailer behauptet er auch, er würde immer treffen, wo sich seine Squad-Kameraden ein bisschen drüber lustig machen. Das Ganze ist auf jeden Fall eher auf lustig aufgezogen, ziemlich splattermäßig, aber trotzdem. Ich fand den Trailer eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Obwohl ich es echt strange finde, dass es einen Superhelden gibt, der anscheinend einen Boomerang um sich schmeißt. Aber gut. Echt? Das findest du jetzt auf einmal weird. Irgendwie schon, ja. Ich will nur den Deadeye Clint sonst wie aus dem zweiten Avengers-Film zitieren, der mal irgendwann zu einer sagt so, hey, we're here in the city that is flying and we're fighting robots and I have a bow and arrow. Ja, None of this makes sense, but we're still doing it. Ja, das war Programm, ja. Ich weiß, das finde ich in Boomerang auch nicht viel schlimmer. Und Wonder Woman, die ein goldenes Lasso schwingt, wohlgemerkt, ne? In einem sehr bunten Outfit, ist dann überhaupt nicht, weiß ich, gerade mehr in der Realität verankert, oder? Naja, gut. Wir können das jetzt noch ein paar Stunden ausführen hier, aber ich glaube, das würde uns und die Zuhörer nicht weiterbringen. Ja, gut. Okay, ich verstehe schon den Wink. Ja, wir müssen einfach mal warten, bis es mehr Material gibt, aber wenn das Spiel erst 2022 kommt, dann wird da wahrscheinlich auch in nächster Zeit erstmal nichts zu sehen sein. Ich finde, der Trailer kam da ein bisschen früh dafür, aber okay. Ja, aber es scheint wirklich, also es scheint relativ irgendwie so bunt und lustig zu werden. Das ist so, ja, auf jeden Fall der Eindruck, den man gewinnt. Abgedreht halt, ne, man muss halt drauf stehen, aber ich finde es prinzipiell erstmal ganz cool, aber ich müsste einfach mal mehr sehen dazu. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum anderen Block, und zwar zur Gamescom Opening Night Live. Das war wieder gehostet von Jeff Keighley, ging so knapp 2 Stunden, war natürlich dank Corona ohne Gäste. Trotzdem komischerweise wieder live und keine Aufzeichnung, das verstehe ich bis heute nicht, warum man das immer live machen muss. Aber okay. Und wir haben jetzt es wurden viele Spiele gezeigt, aber es wurde eigentlich nichts Neues gezeigt, das hat der Jeff Keighley auch vorher schon gesagt. Es gab quasi so eine Pre-Show, die ging irgendwie 10 Minuten und die war mit so einem kurzen
Dialogpart mit ihm und dem, der das da gemacht hat, die Pre-Show. Und da hat er schon darauf hingewiesen, okay Leute, erwartet nicht zu viel so, es gibt keine großen Ankündigungen. Wir zeigen nur interessante News zu Spielen, die ihr schon kennt, so ungefähr. Ich habe es auch gehört, dass er das gesagt haben soll. Ich habe das Ganze nicht live gesehen jetzt, ne? Ich habe auch nur im Nachhinein gehört, dass er sowas gesagt haben soll, um die Erwartung runterzuschrauben. Wie hat er das denn getan? Hat er gesagt, it's the Gamescom, it will nothing of interest oder sowas? Oder wie stelle ich mir das vor? Weißt du schon besser, wenn er in Köln ist, dann ist nichts zu erwarten, oder was? Nee, das war irgendwie so ein Videogespräch, was er da hatte, eben mit dem Pre-Show-Typen. Das war einer von seinen Mitarbeitern halt und die haben das natürlich auch vorbereitet und ja, da war halt die Frage so, ja, was kriegen wir denn heute zu sehen bei der Show? Und dann hat er, glaube ich, sowas in der Richtung gesagt, ja, keine großen Reveals, aber wir haben trotzdem interessante Dinge zu bekannten Spielen oder so. Ja, aber weißt du, ich finde es voll in Ordnung. Also, ja, wenn man sowas wenigstens vorher klipp und klar sagt, so wie es ist, weil das ja, ist ja das, Microsoft ist schon deine so. Richtung, ne? Wir werden jetzt Gameplay zeigen und dann jo. Genau, eben. Also ich finde es besser so rum als andersrum. Dann weißt du wenigstens, worauf du dich da einlässt und sitzt nicht 2 Stunden rum in der Erwartung, dass jetzt irgendwas total Krasses kommt und dann kommt nichts. Genau, das sehe ich ganz genauso. Lieber tief stapeln und dann auch nicht delivern, als irgendwie einen, ja, keine Ahnung, auf die Kacke hauen und dann kommt halt nichts. Und nicht das, was die Leute sich erhofft haben. Von daher war das ja gut und angebracht, einfach ehrlich. Ja, die Show war halt einfach diverse Trailer, immer mal wieder zwischendrin Interviews mit irgendwelchen Entwicklern, halt auch über Videocall. Ja, es war okay, also es kam mir nicht vor wie 2 Stunden, aber es hätte ruhig ein bisschen komprimierter sein müssen, vor allem in Anbetracht dessen, dass man ja eigentlich, wie gesagt, nichts Neues gesehen hat. Ich finde, da hätte man ein bisschen kürzer machen können, die Show. Aber ja, ich fand auch, es war viel zu lang. Also, Also ich finde, man hätte einfach 2 Shows draus machen können. Ich meine, es war cooles Zeug zu sehen und so, da habe ich keine großen Beschwerden. Ich fand nur einfach, also 2 Stunden am Stück irgendwie das Ding. Ich habe es dann irgendwann auch ziemlich durchgeklickt, so. Also von dem, was der Jeff Keighley da erzählt hat, habe ich mir gar nichts angeschaut, sondern nur dann quasi zum nächsten Trailer weiter und so. Weil ich habe es mir im Nachhinein auf YouTube angeschaut. Und und da war es mir schon zu lang. Also ich finde, ja, ich weiß nicht, ich fand's ein bisschen besser, wie es bei der E3 Ersatzshow gemacht wurde, dass quasi das über mehrere Wochen sich fast erstreckt hat, über 2-3 Wochen und alle paar Tage immer mal wieder so eine halbe Stunde oder sowas eine Show war. Da war, ich glaube, die einzige, die da zu lang war die PC Gaming Show, die ging auch irgendwie 1,5 Stunden oder so. Aber das hätte ich besser gefunden, wenn sie das ein bisschen aufgeteilt hätten, anstatt alles auf einen Schlag zu machen. Ja, das stimmt, dann wäre das besser verdaulich gewesen, ne? Jo. Also wir haben es halt auf dem Discord geschaut und haben währenddessen gequatscht, deswegen haben wir vielleicht auch bei der einen oder anderen Sache mal drüber gequatscht, aber dann war es halt zumindest unterhaltsam permanent und wenn man es jetzt natürlich alleine schaut, 2 Stunden, ja, gebe ich dir recht, das zieht sich. Jo, gut, dann sprechen wir doch mal über die Spiele, die, wie gesagt, uns interessiert haben. Also wir haben jetzt nicht hier alle Spiele mit aufgenommen. Zum einen, wir hatten letzte Woche im Podcast schon kurz darüber gesprochen, dass ja Call of Duty vorgestellt werden wird und das war jetzt auch das zweite Mal, dass man schon gesehen hat, es gab ja vorher schon einen offiziellen Reveal. Ja, das heißt ja Call of Duty Black Ops Cold War und es spielt, wie zu erwarten, während der Zeit des Kalten Krieges, in den 80ern spielt es. Und man macht anscheinend die Jagd auf einen sowjetischen Spion, der die US-Regierung infiltriert hat, der heißt glaube ich Perseus, ist glaube ich der Codename. Und es werden wieder bekannte Charaktere aus Black Ops 1 auftauchen. Ja, das war gut, wie er das gesagt hat. So, ja, es kommen die ganzen bekannten Charaktere aus Black Ops 1 vor, wie Hurston und Jones. Und ich sag so da so, ich habe zwar Black Ops 1 irgendwann mal gespielt, aber wenn du mich jetzt fragst, wer ist Hurston und wer ist Jones, ey, ich hab doch keine Ahnung mehr. Du hast nicht da gesessen und gesagt, ah, der, das war. Wer kennt die nicht? Ja, genau. Ja, ging mir tatsächlich ähnlich. Ich habe Black Ops 1 aber auch nur ein bisschen gespielt. Also ich habe es noch nicht mal zu Ende gespielt. Aber ich konnte jetzt mit den Namen auch nichts anfangen. Aber für Fans der Reihe ist es hoffentlich das Richtige. Ja, es wird aber nicht nur diese fiktiven Charaktere geben, sondern auch historische Persönlichkeiten, wie zum Beispiel Ronald Reagan, den man im Trailer auch gesehen hat in dem Cinematic. Und ich fand, der sah ziemlich cool aus, oder? War doch ziemlich gut gemacht, fand ich. Ja. Also man hat ihn schon wiedererkannt, auf jeden Fall. Ja. Ich fand ihn auch eigentlich ganz cool. Ich überhaupt die ganze Darstellung von den Charakteren ganz cool fand. Also auch von dem CIA-Agenten da, dem einen da, das, wie das gehört, mit seiner Sonnenbrille da rumsaß, ne? Und das sah alles eigentlich sehr, sehr apart aus. Ja, ich hab wie auch sie da in diesem verrauchten Kapuff sitzen. Ja, genau. Das war voll der 80s-Vibe auch so ein bisschen, ne?
Ja. Ich habe andere gehört, die meinten, nee, Ronald Reagan sieht überhaupt nicht echt aus, also mehr so aus dem, weiß nicht, amerikanischen Lager. Vielleicht haben einige oder tief traumatisiert und kennen ihn besser, keine Ahnung. Ja, ich fand es eigentlich ganz stimmig da, den Trailer. Wobei, die Texte, die abgespult worden sind, wie oft der Begriff Free World da fiel, ne? Also die freie Welt mal wieder unter Schutz derselben. Da weiß ich, war das jetzt ironisch gemeint oder ernsthaft? Da war ich mir nicht ganz sicher. Ja, da war ich mir auch nicht ganz sicher. Aber ja, mein Gott, es ist halt noch, ist die Höhe des Kalten Krieges, das passt schon. Das ist so. Sowjets sind halt die Bösen, Mann. Da kannst du nichts machen. Ja, Call of Duty ist ja, glaube ich, eh ganz gerne gegen die Kommis. Jetzt haben sie quasi das perfekte Game dafür, um das nochmal richtig schön rauszuholen. Richtig. Alle wissen, ist der Russe ein schlechter Mensch. Ne? Das wird halt hier nochmal betont. Und ich wollte auch sagen, außerdem, Olli, es spielt in den 80ern. Damals war die USA noch Teil der Free World. Nicht so wie heute. Ja, das ist nicht wie heute. Ne? Wir wissen ja auch nie, ob du hier einschaltest bei uns, weil ja, North Korea war kein Problem, aber der Tobi aus New York, da sitzt jedes Mal ein Zittern, dass sie ihn schon weggefangen haben. Ja, wenn ihr gleich ein Knallen hört und so, und dann hört ihr von mir nichts mehr, dann bin ich halt weg. Okay, hoffen wir, dass nichts passiert. Ja, wir haben schon Ersatz, keine Sorge. Na dann. Ja, und es gab noch ein paar Sachen, die ich rausgesucht habe, die meiner Meinung nach so in dem Event nicht gesagt wurden, aber die ich noch zum Spiel gefunden habe. Zum einen wird die Multiplayer-Progression, also der Fortschritt, wird mit dem von Modern Warfare geteilt, also dass man zum Beispiel Skins und so übernehmen kann, was, finde ich, eine ganz coole Idee ist, dass man halt, obwohl man ein jährliches Franchise spielt, dass man trotzdem gewisse Sachen übernehmen kann. Dann hieß es weiter, dass Warzone weiter fortgeführt wird, also das ist ja der Modern Warfare Battle Royale Ableger. Das heißt, es wird erstmal keinen neuen Battle Royale Teil geben, aber es sollen Black Ops Elemente dann eingebaut werden in Warzone. Ich meine, ergibt ja eigentlich Sinn, dass man das ja eh permanent gepflegt wird als Games as a Service, dass sie da auch Sachen übernehmen. Klingt auf jeden Fall ganz in Ordnung, würde ich sagen. Eine Sache, die ich noch erwähnen will, die du hier gar nicht aufgeschrieben hast. Die Kampagne soll sich verzweigen. Es soll Entscheidungen geben in der Kampagne, wo sich die Handlung verzweigt und es wird verschiedene Enden geben für das Spiel. Oh, okay. Das ist mal eine richtig neue Sache in einem Call of Duty. Das hatte man jetzt vorher noch nicht. Das stimmt, ja. Da bin ich mal gespannt, wie sie das umsetzen. Ach stimmt, das habe ich ganz vergessen. Ja, wir haben schon ein bisschen drüber gescherzt auf dem Discord, wer dann wohl wen verrät, weil normalerweise gibt es ja bei Call of Duty dann immer den Typen, der aus den eigenen Reihen einem irgendwie in den Rücken fällt, dann haben wir wahrscheinlich drei verschiedene Optionen, wer das sein kann. Ich sag's euch, Ronald Reagan ist Perseus. Der ist der Maulwurf. Das trauen sie sich, glaube ich, nicht. Ja, stimmt. Das wäre ein bisschen heikel. Das kannst du vergessen. Nicht beim Call of Duty. Ich weiß nicht so, wie ich die Entwickler einschätze. Die sind, glaube ich, Reagan-Fans. Ist das so? Oha. Ja, entwickelt wird das Ganze wieder von Sledgehammer übrigens, also denen, die auch die anderen Black Ops Teile gemacht haben, soweit ich weiß. Oder nee, warte, es ist Treyarch. Sorry, vielleicht habe ich jetzt gerade falsch geredet. Ansonsten, Nee, ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher. Aber ich glaube, Treyarch waren die Black Ops Leute. Ja, ich glaube auch, ich habe vertan. Das Release ist am 13.11., was ja schon recht bald ist. Aber gut, hätten wir wahrscheinlich mit rechnen können. Call of Duty kommt ja immer so im November. Ja, es wird kommen für PC, Xbox One und PlayStation 4. Und Ende des Jahres soll noch eine Next-Gen-Version folgen. Ich würde da jetzt nicht mit großen optischen Upgrades rechnen. Aber zumindest kann man es dann auf der neuen Konsole auch spielen. Wobei ich jetzt gar nicht weiß, ob man das dann auch gratis quasi spielen kann mit der aktuellen Version. Ich glaube, man muss es tatsächlich neu kaufen. Ich habe zumindest keinen Text dazu gefunden auf Anhieb. Dass man das gratis Upgrade bekommt. Also die Games aktuell hat ja die Vermutung aufgestellt, Games aktuell, der hat damals nämlich, es ganz viele Spiele jetzt herauskommen, 13. November und sowas, die vermuten schon leicht, dass das vielleicht der Erscheinungstermin sein wird, so 11. November circa, von der Xbox Series X und der PlayStation 5, weil irgendwie alle da rauskommen, ob die ja vielleicht bewusst da rausbringen, alle. Dass die mehr wissen als quasi der Rest von uns armen Leuten. Na, wann kommt da nochmal Cyberpunk? Hatte gerade jemand das Datum im Kopf? Weil das wäre vielleicht auch eine relevante Geschichte, dass man halt sagt, ja, wir kommen auf jeden Fall noch eine Woche vor denen, damit wir da noch eine Chance haben, weißt du? Irgendwann 19. November. Okay, das kommt ein paar Tage später. Ach, ja. Könnte also auch ein Grund sein. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wann die Konsolen dann zu kamen. Ich meine, klar, zum Weihnachtsgeschäft müssen sie da sein. Ob das jetzt zwei Monate vorher war oder so, weiß ich nicht genau.
Also ich glaube nur, wann ist denn Thanksgiving? Ich glaube, dass sie vor Thanksgiving kommen, damit sie zum Black Friday in den Läden stehen. Mhm. Das wäre so ein bisschen der Stichtag. Aber okay. Abgesehen davon, jo, keine Ahnung. Okay, werden wir dann sehen. Und Thanksgiving ist 26. November, richtig? Kann sein. Der ist ja immer irgendwie der dritte Donnerstag im November oder so. Also mein Google sagt mir 26. November. Ja, okay, dann wird es schon stimmen. Gut, wir sind wieder exklusiv vorbereitet. Ich vertraue Google. Wer kann schneller googeln? Das ist unser Marktvorteil hier. Ja. Genau. Ja, und eine Sache noch zu Call of Duty. Es soll Crossplay zwischen allen Versionen geben, was tatsächlich ganz cool klingt. Also du kannst dann sowohl von PC mit der PlayStation 4-Variante spielen, als auch mit der PlayStation 5. Und die PlayStation 5 kann mit der PlayStation 4 spielen. Also alle kreuz und quer. Und das klingt eigentlich ganz nett. Coole Idee. Jo, das ist alles, was wir bisher so dazu haben. Und ach so, Gameplay soll demnächst auch vorgestellt werden. Ich glaube, Anfang, Mitte September gab es irgendwie ein Datum. Genau, dann sieht man auch den Multiplayer mal. Gut, das war's dazu. Dann haben wir natürlich auch wieder den Bericht für euch am Start. Genau, wir als Call of Duty-Experten. Hey, vielleicht kann der Nino da mal was sagen. Der ist ja Call of Duty-Fachmann aktuell. Ja, ist der Call of Duty so drin, oder was? Ja, der spielt das ja im Multiplayer, aber das ist dann immer so ein bisschen peinlich. Irgendwie. Einer von den ganzen Kiddies. Ja, richtig. Ja, der war, glaube ich, früher mehr Battlefield-Mensch und jetzt ist er aber zu Call of Duty aktuell gewechselt. Ja gut, sprechen wir über das nächste Spiel. Wobei, man muss sagen, vom Spiel war nicht so viel zu sehen. Aber für Leute wie Tobi, die sich schon länger damit beschäftigen, war da wahrscheinlich trotzdem einiges rauszuholen. Und zwar geht's um Dragon Age 4. Da gab es ein bisschen Material zu sehen, Tobi. Erzähl. Genau, es gab ein Behind-the-Scenes-Work-in-Progress-Video. Und es war witzig, das ging los mit Casey Hudson, der halt da mal irgendwie wieder in die Kamera gelächelt hat und irgendwas erzählt hat. Und dann kam das BioWare-Logo und dann kam die typische Dragon Age-Musik los, die man als Fan der Serie natürlich kennt. Und dann wurden so Nahaufnahmen gezeigt von so Büschen und Grashalmen im Sonnenaufgang. Und ich habe das gesehen, so direkt nach dem BioWare-Logo und dachte so, Alter, das ist jetzt aber mal richtig Next-Gen-Grafik. Bis ich dann rausstellte, dass das Realaufnahmen aus irgendeinem Park in Edmonton waren, wo sie lauter Entwickler reingestellt haben, die dann irgendwas in die Kamera gelabert haben. So sinnvolle Sprüche wie, oh, in our next game we'll try a lot of new things. Und so, ne? Also richtig, richtig aussagekräftig. Und ich habe mir schon gedacht, ey, was für ein Trailer wieder. Aber man muss zugeben, er hat sich dann schon noch ein bisschen gemacht. Also man hat sehr viele Concept Arts gesehen. Sie haben einige Szenen gezeigt. Ja, also jetzt weniger aus dem Spiel selber, da waren nur ganz, ganz wenig zu sehen, sondern eher so aus so Testbuilds. Also man hat sehr viel gesehen, so wie irgendwelche Figuren in grauen Räumen rumlaufen und irgendwelche Animationen testen und so. Also ich finde, es sah wirklich sehr Work in Progress, wie sehr frühes Entwicklungsmaterial aus. Das sind so Szenen, die kenne ich eigentlich normalerweise vielleicht aus einem Star Citizen, Inside Star Citizen Video oder sowas. Das hat für mich erstmal darauf schließen lassen, dass die wirklich noch früh in der Entwicklung sein müssen, weil wirklich also von irgendwie eine fertige Spielwelt oder so scheint es noch nicht zu geben. Sonst hätten sie da sicherlich was gezeigt. Was halt schon krass ist Dragon Age Inquisition kam halt 2014 raus, vor 6 Jahren. Und vor über 6 Jahren. Und eigentlich, also zumindest ein kleines Team arbeitet schon seitdem dran. Die meisten haben vielleicht an Anthem noch gearbeitet eine ganze Weile, aber eigentlich, ja, Anthem ist jetzt auch schon wieder, 2,5 Jahre alt oder so. Sag mal, ich habe jetzt nicht unbedingt mit einem Trailer zu Dragon Age gerechnet, insofern war es so ein bisschen so ein Surprise-Drop. Aber ich fand schon, dass es noch sehr früh aussah. Ich meine, es gab ja Gerüchte, dass die Entwicklung ein paar Mal umgekrempelt wurde und so, und das würde dazu ganz gut passen, dass es einfach noch nicht so viel gibt. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass das Spiel irgendwie 2021 kommt oder so. Ich würde mal frühestens mit Ende 22 rechnen, bei dem Status, den man da jetzt gesehen hat. Allerdings, sie haben auch schon gezeigt, einige Voice-Actor haben schon Zeug eingesprochen. Was ja eigentlich normalerweise eher dann später in der Entwicklung passiert. Also so ganz genau weiß man es nicht, wie man das einzuschätzen hat. Gut war, einer der Voice-Actor, die man gesehen hat, war der von Solus.
dem Elfencharakter, der eine sehr zentrale Rolle gespielt hat in Inquisition, und das lässt darauf schließen, dass die Handlung weitergeführt wird, die in Inquisition und dann dem DLC Trespasser begonnen wurde, was ich sehr cool finde. Das ist eigentlich genau das, was man braucht im nächsten Dragon Age. Dann ganz interessant fand ich noch, man hat so Kampfanimationstests gesehen, eben in so einem Grey Room. Und da hat man unter anderem gesehen, wie eine Figur so eine Seitwärts-Ausweichrolle macht, während aus dem Boden irgendwie so Zacken rausgehen. Und es sah also diese ganzen Animationen und dann auch wie einer mit so einem Schild blockt. Das sah für mich eher nach einem Action-Kampfsystem aus, was ich sehr merkwürdig finde, weil Dragon Age hat ja eigentlich so ein pausebasiertes taktisches Kampfsystem, wo du jetzt nicht direkt jeden Schlag deiner Figur kontrollierst, sondern eher so Befehle gibst, wann welche Fähigkeiten auszuführen sind. Und dass sie das, also wenn sie das umstellen auf ein Action-Kampfsystem, ich glaube, da flippen einige der alten Fans aus, weil ich glaube, da sind viele dabei, die das nicht wollen. Ich fände es cool. das kam mir noch etwas merkwürdig vor. Da weiß man noch nicht so genau, was dahinter steckt. Das habe ich gar nicht so wahrgenommen. Aber im Grunde eine ganz kurze Szene, aber ich fand das relativ eindeutig so reaction-based auf jeden Fall, ne? So, dass man irgendwie halt da reagieren musste auf irgendwie so ein Viech hat irgendwie so wie so Zacken aus der Erde rausgestoßen, da musste man wegrollen vor. Ja. Ja gut, aber zumindest mit Inquisition haben sie auch schon einen Weg in die Richtung gemacht, ne? Also ich meine, da war das mit dem Pausen und in der Pausensteuerung, das war ja jetzt auch eindeutig nicht primär darauf ausgelegt, ne? Ja, aber es ging noch. Also ich meine, für richtig schwierige Kämpfe brauchtest du es auch tatsächlich wirklich. Also du musstest, wenn du vor allen Dingen in den höheren Schwierigkeitsgraden, wenn du dann wirklich überlegen musstest, wann wer welchen Heiltrank nimmt und so, da bist du ohne Pause schon aufgeschmissen gewesen eigentlich. Ja, aber ich habe man hatte schon das Gefühl, dass den Entwicklern das einfach nicht mehr so wichtig war und dass sie es halt noch so dran geflanscht haben, weil es halt einfach nicht darauf ausgelegt war von der Übersicht und so. Ich finde, das war ja suboptimal. Aber es war auch definitiv kein richtiges Action-Kampfsystem, ne? Also du musst ja nur einmal auf den Gegner draufklicken und dann schlägt halt der Charakter so lange auf den Gegner ein, bis du irgendwas anderes befiehlst, sozusagen. Also es ist ja nicht so, dass so du jetzt irgendwie jeden. Das? Ja, genau. Also es ist jetzt nicht so, dass du jeden Schlag einzeln ausführst wie in einem Witcher oder in einem Assassin's Creed oder so. Das stimmt, aber es gab ja trotzdem schon Mobilitätsfähigkeiten, ne? Also ich meine, ich hatte so einen Scharfschützen oder Fernkämpfer gespielt und da gab es, glaube ich, zum Beispiel irgendwie so einen Ausweichsprung oder so. Oder es gab irgendwelche Mobilitätsfähigkeiten auf jeden Fall, das weiß ich noch. Also, jein, aber es gab auf jeden Fall, also es gab nicht so, es gab nichts, was so direkt so wirklich Reaktionszeit erfordert hat eigentlich. Mhm, ja. Also wenn sie das jetzt machen würden, das wäre schon irgendwie so eine gewisse Abkehr von der Dragon Age Formel, finde ich. Muss man abwarten. Also wie gesagt, mich würde es nicht stören. Ich mag so Kampfsysteme lieber wie im Witcher oder so, aber ich glaube, da wären einige Fans ziemlich sauer. Ja, das stimmt. Dann haben sie natürlich in dem Trailer betont, dass natürlich wieder Entscheidungen eine große Rolle spielen werden, also dass deine Entscheidungen Auswirkungen haben werden, unter anderem welche Leute sterben und leben werden und so. Gut, das ist ja eigentlich, sagen wir mal, normal in der Dragon Age Welt oder in der Serie. Dazu habe ich mal eine Frage. Weil ich dachte, das sei eben nicht normal. Also, ich meine, hat man denn Party-Member, die dann permanent sterben? Weil für mich klang das so permanent, als sie das gesagt hat. Im ersten Teil zumindest war es ja so, dass du teilweise, wenn du die falschen Entscheidungen getroffen hast, dass deine eigenen Party-Member dich selber bekämpft haben dann. Wenn sie nicht mit dem einverstanden waren, was du machst. Es ist relativ, es war jetzt nicht so häufig, dass wirklich einer sterben kann. Du konntest sie auf jeden Fall als Party-Member verlieren, das steht mal fest, und ich weiß nicht mehr genau, ob sie jetzt dann wirklich gestorben sind oder ob du sie besiegt hast und dann sind sie beleidigt abgezogen oder so, da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Aber ja, es war eigentlich schon immer so, dass man sehr weitreichende Entscheidungen zumindest getroffen hat, die da viel ausmachen. Sowohl was deine Party-Zusammenstellung angeht, als auch die Welt selber einfach. Ja, ich dachte halt, dass die Story-Entscheidungen schon relevant wären, aber ich habe wie gesagt nur Inquisition wirklich gespielt. Mhm. Ich hatte nicht den Eindruck, dass es da solche Entscheidungen gibt, die die Party so krass beeinflussen, dass da irgendwer stirbt. Also oder ich das bin ist mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher, ob das in Inquisition noch so gegeben war. Ich glaube, die meisten Party-Leute waren dann schon
ziemlich fest. In Origins war es auf jeden Fall noch so. Also da gibt es doch direkt diese Vorzeigequest, die sie mal hatten, als man diese Urne mit Andrastes Asche gesucht hat. Und dann, wenn du konntest dich dann entscheiden, ob du die quasi, das ist so ein religiöses Artefakt, und die konntest du entweder halt so verehren und irgendwie halt genau das Richtige machen, oder du konntest sie auch halt schänden. Und wenn du dann halt diese Priesterin da mit dabei hattest, dann hast du halt Ärger mit der gekriegt, so ungefähr. Okay. Also, ja, solche Geschichten. Also mal gucken. Aber ja, wenn es das wieder gibt, das wäre natürlich immer nett. Ja. Und was ich auch noch interessant fand, Patrick Weekes, der Lead Writer, hat mal irgendwann gesagt, also ich habe versucht, jeden Infofetzen da mitzunehmen. Der meinte, es geht in dem Spiel darum, dass man selber keine Macht hat und die Mächtigen, die die Macht haben, wollen nichts tun, so ungefähr, oder ignorieren irgendwie die Bedrohung und so, und wie man sich dann damit auseinandersetzt. Und das lässt auf mich, das hat mich daran erinnert, dass es schon länger Gerüchte gab, dass das Spiel zunächst in Tevinter spielen wird, also in dem nördlichen Königreich von Dragon Age, und die haben Sklaverei, und es gab schon Gerüchte, dass man eventuell als Sklave in Tevinter anfängt. Und das klang für mich sehr gut passend, weil der gemeint hat, man wird nicht der mächtige Charakter sein, sondern man wird erstmal damit konfrontiert, dass man selber keine Macht hat. Was ja doch ein bisschen anders ist wie in Inquisition, da wird man ja sehr schnell zum absoluten Oberboss. Das könnte etwas anders sein. Oder ja, vielleicht fängt es so ein bisschen an wie Dragon Age 2 damals, als Hawk noch quasi nur so ein kleiner Refugee war und da sich irgendwie durchschlagen musste. Mal gucken. Für wen es interessiert, eins der Concept Arts zeigte noch ein Bild, wo viele davon ausgehen, dass es die Companions sind. Da hat man zwar nicht die Leute richtig gesehen, sondern man sieht sie eher so wie so Silhouetten im Gegenlicht, aber man kann schon sehen, es ist eine weibliche Kunari, die mit den Hörnern, da ist wohl eine dabei, und einer, der hat so ein, dem fliegt so ein blaues Teil aus dem Gesicht, was für mich so aussieht, als wäre das so einer wie der Cole in Inquisition, der so von so einem Geist besessen ist, sozusagen. Oder was in der Art, könnte ich mir vorstellen. Viel mehr kann man noch nicht auslesen. Das ist alles noch sehr, sehr, sehr früh. Mhm. Aber wie gesagt, also viel, viel Concept Art, viel sehr frühes Entwicklungsstadium vom Spiel selber hast du wirklich noch nicht viel gesehen. Ja. Es gab ja im Forum bei pcgames.de heute auch schon einige Diskussionen darüber. Du hast dich auch schon mit ein paar Leuten da unterhalten. Ich finde es ganz cool tatsächlich, dass das Spiel oder die Marke Dragon Age immer noch so eine Strahlkraft hat. Also ich finde, man merkt schon, dass die Leute da doch sehr angeregt drüber diskutieren und dass es immer noch sehr, sehr viel Aufmerksamkeit zieht, trotz oder vielleicht auch wegen der langen Pause. Finde ich ganz nett zu sehen auf jeden Fall. Jo, ja, und Dragon Age ist halt das Franchise, was sie noch nicht in den Boden gerammt haben. Das eine. Weil Inquisition war trotz einiger Sachen, die es dann anders und vielleicht so gemacht hat, dass die Leute nicht mehr so gut gefallen haben, war es trotzdem, allein auch von der Story her und so, war es echt ein super Spiel. Gerade mit dem DLC Trespasser war das Ende auch echt ein ordentlicher Auftakt für das nächste Spiel. Also wer Trespasser gespielt hat, müsste eigentlich, und mir geht's genauso, müsste sich die Fingernägel abkauen, bis der nächste Teil kommt. Weil das endete schon auf einer, ja, kein Cliffhanger, aber so eine sehr, sehr coole Grundlage für eine Fortsetzung. Und ich glaube, deswegen sind die Leute auch da interessiert, weil man einfach wissen will, wie es weitergeht, was als nächstes passiert. Und das Coole ist, also es sieht wirklich so aus, als würden sie da auch wirklich ansetzen und nicht irgendwie auf einmal mit einer neuen Story anfangen, sondern wirklich da weitermachen. Ich muss auch sagen, alles andere wäre enttäuschend gewesen. Aber das ist schon mal gut zu wissen. Jo, mal gucken. Kann noch ein bisschen dauern. Genau, 2021 sollten wir wahrscheinlich noch nicht damit rechnen. Dann einmal ganz kurz wollte ich was erwähnen. Und zwar wurde WoW Shadowlands ganz kurz gezeigt. Und da wurde das Release-Datum bekannt gegeben, wo sich natürlich der Julian drüber gefreut hat. Der 27.10.20. Und ich wollte eigentlich nur mit euch kurz über das Video sprechen, was da gezeigt wurde. Dieses animierte Video, habt ihr das gesehen? Afterlives Bastion. Mhm. Das war der erste Teil von einer vierteiligen Videoreihe. Und ich fand's man sieht da den Uta, der irgendwie eben in diese Bastion geholt wird im Himmel. Und da soll es darum gehen, dass er, glaube ich, zum Engel wird, so habe ich das zumindest interpretiert, dass er einer von denen wird,
während er aber noch irgendwelche Rachegedanken in sich hegt und deswegen da nicht mit aufsteigen kann oder so, obwohl er die ganze Zeit das versucht und auch begleitet wird von diesen Engeln. Ja, ist das nicht, kriegst du das noch zusammen? Ich glaube, Uther Lightbringer wurde ja umgebracht von Arthas, ne? Mhm, ich glaube auch, ja. Dem Prinz, der dann zum Todesritter wurde in Warcraft 3. Und genau, und Arthas hat wohl irgendwie eben die Macht von dem, irgendwie so eine Macht, die die Engel eigentlich irgendwie weggesperrt haben. Und jetzt soll eben Uther denen da helfen, aber diese eine Engel-Tussi geht wohl irgendwie rogue und dann ja, lässt sie eben Engelsflügel wachsen, obwohl er es eigentlich noch gar nicht verdient oder irgendwie sowas in der Art. Es war relativ konfus. Ich meine, vielleicht checkt man es besser, wenn man World of Warcraft gespielt hat und die ganze Lore kennt. Das Letzte, ja, was ich kenne, ist Warcraft 3, aber Uther Lightbringer war immer einer meiner Lieblingscharaktere aus den alten Warcraft-Strategiespielen. Den fand ich immer cool. Ich weiß nur, weil wir auch währenddessen darüber gesprochen hatten, dass der Arthas, der ist halt tot seit Wrath of the Lich King, also dem ersten Add-on zu WoW. Ja, und wie das dann so sonst mit der Story so verquickt, das weiß ich auch nicht. Aber ich fand bemerkenswert, also ich fand den Stil erstmal ziemlich cool eigentlich von dem Video, muss ich sagen. Aber es war eher so, ja, Stop-Motion ist der falsche Begriff, ich weiß nie, wie man das nennt, aber es ist halt so mit minimalen Animationen und vielen Standbildern, wo die Kamera sich nur leicht bewegt und so, also relativ minimalistisch. Der Zeichenstil war ziemlich cool, fand ich, und die Charaktere sahen auch gut aus. Aber ich habe mich ein bisschen gewundert, warum das ja ist. Ja, weil ich habe mich auch gewundert, weil ich habe mich erstmal gefragt, als dann diese Engel auftraten und so, habe ich gedacht, ey, sag mal, machen sie jetzt ein Warcraft-Diablo-Crossover? Weil es sah schon sehr aus wie in den hohen Himmeln von Diablo auf einmal, oder? Fand's stimmt, ja, das ist richtig. Ich muss auch sagen, diese Engel haben mich ein bisschen erinnert, gerade die eine, die da die Protagonistin war oder Antagonistin, wie man sieht, die hat mich ein bisschen erinnert an diese Phoebe, oder wie heißt sie von Mass Effect? Es gibt da doch auch. Ja, weil die sind auch blau, ja, die Asari, die. Ja, genau. Ja. Ja, und ich fand überraschend, also wie gesagt, der Stil an sich war cool, aber ich finde, Blizzard steht doch immer eigentlich für diese super aufwendigen Cinematics. Ja, das hat mich auch gewundert. Ich wollte nur sagen, das hat mich auch gewundert. Genau. Dass die mit sowas ankommen auf einmal. Ja, und da habe ich mich gefragt, so, ja, liegt das daran, dass Bobby Kotick wieder sein Geld kriegen will? Oder was ist das Problem? Also ich meine, man muss zugeben, bei Overwatch haben sie auch viele verschiedene Stile tatsächlich benutzt. Also ich weiß gar nicht, ob sie die dann alle selbst gemacht haben oder ob sie Studios dafür beauftragt haben, die Cinematics gemacht haben, weil da gab es halt auch verschiedene Variationen, verschiedene Stile. Und das war schon ziemlich cool tatsächlich, aber das war auch deutlich aufwendiger als das, was wir jetzt hier gesehen haben. Und ich fand es dennoch cool. Also ich würde mir auch die anderen drei Teile noch anschauen, obwohl ich ja mit WoW nichts am Hut habe. Aber es war ganz nett gemacht. Kann man sich mal anschauen. Werden wir auf jeden Fall mal verlinken, denke ich. Ja, es war halt so auf super episch gemacht, oder? Ich fand also fast ein bisschen zu viel des Guten, auch mit der Musik und so. Ja. Da ist der kaum noch rausgekommen. Aber ja, es hat schon gepasst. Aber ja, wie du sagst, also mich hat es auch gewundert, dass sie da keine... Vielleicht wollten sie erst irgendwie so eine animierte Cutscene draus machen oder halt so einen Kurzfilm, aber vielleicht haben sie dann festgestellt, dass es zu teuer wird oder so. Für 4 Folgen, ich weiß es auch nicht genau. Ja, etwas ungewohnt vom Blizzard, sag ich mal, genau. Aber trotzdem ganz cool, kann man sich mal anschauen. Geht auch nur 5 Minuten oder so. Genau. Ja, dann kommen wir zum nächsten Spiel, und zwar Teardown. Teardown. Teardown? Ja. Das war vorher schon bekannt. Also man hat da öfter schon mal was von gesehen. Das ist ein voxelbasiertes Game, was eigentlich ja ein bisschen an Minecraft erinnert optisch. Und es wirbt aber vor allem mit einer Zerstörungsmechanik, die ja physikalisch korrekt sein soll und die auch das bestimmende Element ist. Das heißt, man muss ja zum Beispiel so bestimmte Heists durchführen, damit man, warum genau habe ich das im Trailer nicht so genau entnehmen können, warum man da jetzt genau irgendwelche Hebel umlegen muss, um irgendwas zu klauen oder so. Aber prinzipiell geht es anscheinend darum, dass man halt Hindernisse überwindet und ja kreative Lösungswege findet in der komplett zerstörbaren Umgebung. Und ich finde, das macht einen ganz netten Eindruck. Wie hat dir das so gefallen? Also das teilt sich ja auf in so 2 Phasen, glaube ich, ne, das Gameplay. Also in der ersten Phase läufst du einfach rum und bereitest quasi deinen Heist vor. Und das machst du halt, indem du quasi, keine Ahnung, hier irgendwo eine Gebäudewand einreißt, dass das Dach halb runterfällt und dann eine Schräge gibt, wo du drüber laufen kannst. Oder da tust du irgendwie ein Brett drüber legen, dass das irgendwie so eine Brücke ist und so. Und stellst dir irgendwie schon mal ein Auto richtig hin, dass du es dann verwenden kannst. Und dann in der zweiten Phase machst du diesen Heist und musst einfach
so schnell wie möglich halt da durchlaufen. Und je besser du vorher mit der Physik und so deinen Pfad dir zurechtgelegt hast, desto besser kommst du dann durch und desto, keine Ahnung, mehr Punkte kriegst du oder was weiß ich, wie das dann funktioniert. Ja. Eigentlich eine ganz, ganz witzige Idee. Also habe ich jetzt so noch nicht gesehen. Ich meine, die Grafik ist halt leider einfach echt abstoßend, weil es ist diese Voxel-Pixel-Klötzchen-Grafik irgendwie. Aber so vom Gameplay her sah es schon irgendwie witzig aus. Also fast wie so ein, mehr wie so ein Puzzle-Spiel eigentlich, ne? Dass du, ja. Dass du da den besten Weg irgendwie dir zurechtlegst. Ja, da gibt's bestimmt ultra viele Möglichkeiten dann am Ende. Mhm. Ja, ich finde ganz gut, dass es tatsächlich einen Spielstil oder einen Spielstil gibt anscheinend mit diesem Heiß, dass man da irgendwie entkommen muss oder so, denn ich finde diese reinen Sandbox-Games, wo man einfach nur Sachen kaputt machen kann, aufeinander stapeln kann, das ist super flashy am Anfang immer, das ist super cool, wenn man halt rumprobiert und so. Aber ich finde, das verliert relativ schnell seinen Reiz. Mhm. Und wenn man dann tatsächlich noch was drauf hat, was dafür sorgt, dass man auch noch ein Spielziel hat, was einem das Spiel vorgibt, dann glaube ich, hat man da länger Spaß dran, würde mir zumindest so gehen. Ja, und ich glaube, also das könnte ein ganz witziges Spiel werden, so für Streamer und so, weißt schon, dann hat der eine findet halt die absolut geilste Methode und dann kommt der nächste und findet aber irgendwie so einen kleinen Trick, der es halt noch mal besser macht oder so, oder dann kommt der nächste und findet halt eine komplett andere Lösung, die aber noch mal besser funktioniert. Da glaube ich, also da kannst du einiges für machen. Ja, oder für Speedrunner. Das ist ja, auch so genau. Das ist ja quasi Speedrun, das Game. Wie exploite ich die Umgebung so, dass ich da möglichst schnell durchkomme? Das ist eigentlich das Spielprinzip. Bei der Optik bin ich aber genau bei dir. Ich finde auch, es sieht schrecklich aus. Also mein Ding ist es leider nicht. Ich stehe auf Pixelspiele zum Beispiel, die ja irgendwie auch objektiv gesehen nicht super hübsch und aufwendig sind im Vergleich zu anderen Spielen. Aber ich finde, irgendwie haben die eine bessere Ästhetik und dieses Voxel-Ding, ne. Ja, und es ist alles so ein bisschen graubraun, oder? Die Farbgebung ist nicht so cool, finde ich. Ist nicht so intensiv, ja. Ja, das ist richtig. Und das hilft dann natürlich auch nicht gerade. Ja, aber mal schauen. Mal im Auge behalten und mal gucken, was kommt. Ist auf jeden Fall eine originelle Idee und das finde ich ganz cool. Jo. Ein anderes Spiel, das auch eine originelle Idee hat, ist Lemnisgate. Das ist ein Multiplayer-Weltraum-Ego-Shooter. Aber der Kniff ist, das Ganze ist rundenbasiert. Und ich muss zugeben, ich habe das nicht so ganz verstanden aus dem Trailer. Also meine Interpretation ist, dass man, also erstmal die Werbung sagt halt in dem Trailer, dass man als Spieler die Vergangenheit und Zukunft verändern kann. Und das Ganze soll in einem 25-Second-Time-Loop passieren. Und mein Verständnis davon ist, dass, wenn ich das richtig interpretiert habe in dem Video, dass man halt 25 Sekunden spielt und dann ist der andere quasi dran und dann werden die Aktionen immer verlängert und die Aktion, die man zuerst durchgeführt hat, wird dann immer wieder abgespult. So habe ich das zumindest aus dem Trailer entnommen. Und so kämpft man dann gegeneinander. Keine Ahnung, ich finde, das kann man sich schlecht vorstellen. Ich glaube, man muss da was zu sehen. Hast du da irgendwas anderes rausziehen können, was ich vielleicht nicht so erkannt habe? Nee, ich habe das auch überhaupt nicht verstanden, wie das funktionieren soll. Also dann würde ich es ähnlich sehen wie du, ja. Irgendwie gibt es diese Runden. Ich meine, ich fand es schon lustig, wie Jeff Keighley das vorgestellt hat und dann so meinte so, ja, this is a turn-based strategy FPS. Und ich saß jetzt wieder so, ja. Warte mal, hat er jetzt FPS gesagt? Wieso nicht Taktik oder so? Und ja, der Trailer war dann schon sehr strange. Ich würde, glaube ich, intuitiv auch deiner Interpretation zustimmen. Das ist irgendwie so, ja, irgendwie ist man nacheinander dran und dann macht der eine was und dann muss der andere darauf reagieren und dann ist irgendwie wieder der andere dran. Aber wie das genau funktionieren soll, habe ich auch noch nicht durchschaut. Das ist, muss mal abwarten, bis da mehr Infos kommen. Ja, ist halt sehr abstrakt, ne? Also ich glaube auch, man müsste halt mal ein Match sehen, vielleicht einen kleinen Walkthrough, wo einer dann wirklich erklärt, warum, was, wie passiert. Genau. Das ist da leider nicht so ganz klar geworden, aber es ist auf jeden Fall eine witzige Idee, denke ich. Nur ich glaube ehrlich gesagt, dass das zum Scheitern verurteilt ist. Denn für mich zumindest, und ich glaube für einen Großteil der Leute, bestehen Shooter daraus, dass man sich kompetitiv misst mit Skill, sag ich mal. Und hier ist es ja irgendwie so, dass das ein bisschen anders funktionieren zu scheint. Und ich glaube nicht, dass die originelle Idee da reichen wird, um das Spiel dann zu tragen, tatsächlich. Schwierig. Ja, vor allen Dingen, was macht der andere dann? Der muss ja immer dann die 25 Sekunden oder wie lange auch immer warten. Hm. Oder? Weil du kannst ja dann keinen Einfluss nehmen, wenn es rundenbasiert sein soll. Also, für welche Zielgruppe das genau sein soll, ist mir auch noch nicht so ganz klar. Ja, stimmt. Ist etwas strange. Na, mal schauen. Ich werde es auf jeden Fall im Auge behalten. Wenn da noch was kommt, wenn das vielleicht mal näher erläutert wird, dann sprechen wir vielleicht nochmal drüber. Jo.
Ja, der Sterling hat ja schon gefragt, was du von Medal of Honor Above and Beyond hältst. Und da wurde auch was zugezeigt, Tobi. Genau, ja, die haben auch mal einen Trailer gezeigt und ein bisschen was erzählt, was es denn jetzt genau wird und wie es genau werden soll. Der Trailer war eigentlich ganz cool, den kann man sich mal anschauen. Das geht auch so ein bisschen um die Story, die da erzählt wird. Also im Groben und Ganzen ist es so, man spielt einen Agenten der OSS, das ist die, oh shit, jetzt hab ich wieder vergessen, die Operation of Strategic Services oder so ähnlich. Auf jeden Fall der Vorgänger der CIA, sozusagen im Zweiten Weltkrieg. Die, das waren halt so die Spione und die Leute, die sie hinter die feindlichen Linien geschickt haben. Und insofern spielt man auch, im ersten Akt spielt man mit der Resistance in Frankreich. Im zweiten Akt spielt man den D-Day nach. Da hat man auch ein paar Szenen draus gesehen, wie man in dem Boot steht und so. Und halt dann nach dem D-Day bis nach, also auf dem Weg nach Berlin sozusagen. Und im dritten Akt spielt man irgendwie Szenen aus daraus, wie man versucht, das Nazi-Geheimwaffenprogramm zu unterbinden. Da geht es dann um so Sachen eben wie die V2-Raketen und so, wie das aufgedeckt und verhindert wird und bla bla bla. Sie sagen, sie wollen möglichst authentisch rüberkommen. Was, da bin ich mal gespannt, weil der Trailer wirkte für mich extrem Michael Bay-mäßig. Also da kommt wirklich alles vor von irgendwie einem Typen, der auf einer Landebahn so rennt, dann kommt so ein Flugzeug und der muss sich irgendwie unter dem Flügel von dem Flugzeug wegducken und lauter so Geschichten, also so richtig authentisch sah mir das nicht aus. eher Above and Beyond, so wie der Titel es sagt. Aber naja, gut, das ist halt so ihr Ding. Und sie haben auch, das habe ich noch in einem Artikel gelesen dann, von einem Typen, der es schon anspielen konnte kurz. Sie haben voll die krasse Recherche betrieben, wo sie irgendwie Veteranen interviewt haben und dann haben sie sogar, sie haben dann Veteranen aus dem Zweiten Weltkrieg aus den USA, haben sie dann nach Europa geflogen zu den Schauplätzen, wo sie damals gekämpft haben und haben sie da interviewt und so und haben so riesen Dokumentationen draus gemacht. Da muss ich einhaken nach gefühlt einer halben Stunde Ruhe. Die haben jetzt im Jahre 2020 noch Veteranen rausgezahlt. Ja, 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 Motto, ja, ja. Die haben gesagt, aufwachen. Wir machen noch eine VR-Geschichte vor Zweiten Weltkrieg. Was? Wir fliegen dich jetzt sofort nach Europa. Und du musst noch mal was dazu erzählen. Was? Genau. Aber ich bin noch Risikogruppe. Egal. Was und Beyond, Sebastian. Was sie das in den letzten zwei Monaten gemacht haben. Hat der Typ auch geschrieben, die sind alle über 90 oder so, aber zum Beispiel, also der eine, von dem, was er da gesehen hat, das war wohl ein Veteran, der irgendwie am D-Day plus one, also am Tag nach dem D-Day mit so einem Glider da über den Kanal geflogen ist und dann irgendwo in einen Hintergarten irgendwo in Frankreich reingestürzt ist mit dem Glider und denen haben sie nach Frankreich geflogen und dem Typen vorgestellt, der damals als Jugendlicher diesen Crash vom Boden aus gesehen hat, also ein Franzose. Und die haben sich jetzt zum ersten Mal getroffen in dieser Doku, die sie da gemacht haben. Und diese ganzen Doku-Schnipsel wirst du freischalten können im Spiel sozusagen. Und dann kannst du die so als Extra-Material anschauen. Was wohl irgendwie so ein Nod zurück ist an die, also so ein Wink zurück ist an die alten Medal of Honor-Spiele, wo das wohl auch irgendwie teilweise ein Feature war, dass du irgendwelche Fotos freigeschalten hast. Also ich habe so. Das erste Medal of Honor tatsächlich, das PlayStation, ne? Gab's ja Medal of Honor. Das war einer der wenigen Ego-Shooter, glaube ich, die auf der ersten PlayStation waren. Und war damals schon sehr atmosphärisch, aber muss natürlich, also PlayStation 1 Grafik, ne, und so, das ist schon sehr speziell, wenn man sie heute anguckt. Weiß ich, dass ich es damals aber vor Urzeiten relativ viel gespielt habe, weil das irgendwie schon geile Atmosphäre hatte. Ja. Ja, es kann sein. Das war also da wollen sie anknüpfen. Sie haben auch gesagt, sie haben einige Entwickler vom alten, wirklich von den alten Medal of Honor Teilen irgendwie wohl mit an Bord, die da wieder mitarbeiten. Ich glaube, so. Der Produzent ist, glaube ich, sogar vom ersten, ne? Das ist genau der glaube, erste. Ich glaube auch, ja. Kann sein, ja. Also auf jeden Fall, da sind sie wohl sehr ambitioniert. Ich meine, ich habe ja, also ich weiß noch, der erste Teaser, den sie damals gezeigt haben von dem Above and Beyond, ich glaube, wir haben es auch im Podcast damals erzählt, der war ja so völlig überkandidelt, ne, wo sie so gemeint haben, das wird das Beste und das absolut genialste Spiel aller Zeiten und wird alles andere wegpumpen. Und seitdem bin ich da immer eher so ein bisschen skeptisch. Aber das sah jetzt eigentlich schon alles ganz nett aus, vor allen Dingen, weil es gibt ja nicht so viele storygetriebene Shooter in VR. Insofern ist das halt dann, also abgesehen jetzt vielleicht von Half-Life Alyx oder so, und wenn die da wirklich was Gutes machen, und es ist Respawn, die haben jetzt erstmal so ein bisschen mein Vertrauen sich ergattert mit den letzten Sachen, die sie gemacht haben. Das war ja alles immer ziemlich,
ziemlich gut. Also da bin ich schon mal gespannt, was bei rauskommt. Es soll auch einen Multiplayer, gibt's auch, mit mehreren Modi, da haben sie aber noch nicht viel dazu gesagt. Ja, das sind so die neuesten Infos, die man dazu hat. Und wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon gesagt, das wird leider Oculus exclusive. Da werden sich jetzt die Leute freuen, die kein Facebook haben wollen. Soll Weihnachten 2020 rauskommen. Also mal schauen, wenn es dann rauskommt. Ich meine, ich bin kein Fan von so Zweiter Weltkrieg-Shootern, das nimmt mich immer nicht so mit. Aber mal gucken, wenn es dann heißt, es ist wirklich mal wieder ein guter Story-Shooter in VR, dann würde ich mir das vielleicht schon mal antun. Dann. Ja, okay. Jo. Ja, mal schauen, was das wird, ob es eine Gurke wird oder nicht. Aber gut, als VR-Spieler ist man ja eigentlich relativ verzeihend, behaupte ich. Anspruchslos. Genau. Ja, irgendwie schon ein bisschen. Man nimmt halt, was kommt. Genau. Kommen wir noch zu einem letzten Spiel. Ich hatte vorhin schon das Pharaoh erwähnt und jetzt geht's nochmal in eine ähnliche Richtung. Und zwar wird es die Age of Empires 3 Definitive Edition geben. Die wird alle Add-ons enthalten vom Originalspiel. Dazu gibt's zwei neue Spielmodi und zwei neue Völker, die Schweden und die Inka. Das Ganze wird, wie Pharaoh eben kommen, in 4K mit überarbeiteten Assets, mit neuem UI und außerdem soll es Crossplay geben. Und das Release soll sein, nicht Crossplay zwischen Konsole und PC, denn für Konsole gibt's das nicht, sondern zwischen Game Pass und Steam, denn es wird über beide Plattformen erscheinen. Das Release soll der 15.10. sein. Ja, das sind so die Infos, die es gibt. Sah auf jeden Fall ganz nett aus. Ich dachte erst, es wäre Age of Empires 4. Aber dann kam dann doch eine kleine Enttäuschung, dass es darum nicht geht. Denn Age of Empires 3 ist irgendwie so ein bisschen das ungeliebte Stiefkind der Reihe, ne? Wisst ihr, warum das so ist? Warum das von allen so schlecht ankam? Das war ja der erste Teil in 3D. Wahrscheinlich deswegen. Mhm. Und diese frühen 3D-Geschichten, das ist gerne mal nicht so toll gealtert. Ja, ich kann mich gar nicht mehr genau an Age of Empires 3 erinnern. Den 2er habe ich sehr gern gespielt, aber den 3er weiß ich auch nicht mehr so. Das Setting war auch ein bisschen anders, ne? Das spielte eher, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, so in so einer Kolonialzeit oder so mit Piraten und so ein Zeugs. Also, napoleonischen Kriegen und so, oder? Genau. Das ist irgendwie woanders angesiedelt. Und da finde ich tatsächlich die Originalen auch cooler, tatsächlich von der Zeit her. Aber mal schauen. Also ich fand optisch das tatsächlich ganz nett aus. Also ich war überrascht, was die da noch rausgeholt haben. Aber gut, wenn sie die Assets tatsächlich neu gemacht haben oder überarbeitet haben und nicht nur hochskaliert haben. Ja, nee, das sah cool aus. Ich hab da war diese eine Ding im Trailer, wo so erst das Alte zu sehen ist und dann blättert so weg und dann siehst du das Neue dafür. Das war schon ganz nett, was sie da alles noch eingestopft haben. Ja. Jo, das waren so die Sachen, die wir erwähnen wollten von der Gamescom Opening Night Live. Es gab natürlich noch deutlich mehr zu sehen. Ja, muss man jetzt sagen, also wer wirklich alles wissen will, der muss sich's anschauen oder sich eine Liste raussuchen oder so. Es gab noch einige Ankündigungen eigentlich von eher kleineren Sachen, die wir jetzt hier haben unter den Tisch fallen lassen. Genau, aber so wirklich viele neue Ankündigungen gab es auch nicht, oder? Also sonst hätte ich die mit reingepackt. Ja, mehr so kleine Sachen. Ich weiß nicht, ich habe also zumindest Sachen, von denen ich noch nie gehört habe. Ich weiß nicht, ob es wirklich neue Ankündigungen waren, aber keine Ahnung, dieses Quantum, das war glaube ich sogar noch in der Pre-Show, dieses Quantum Error, so ein Horrorspiel. Ah, stimmt, ja, das haben wir tatsächlich nicht erwähnt. Ja, das dann, ist immer eine neue Ankündigung gewesen, stimmt. Genau, so ein paar Indie-Sachen wie diesen interaktiven Thriller, 12 Minutes, oder wie es heißt? Da haben wir schon drüber gesprochen, auf jeden Fall. Oder meinst du einen anderen? Haben wir? Mhm. Okay. Ich dachte, das war eine neue Ankündigung. Auch noch kurz erwähnen sollte man Unknown 9, das mit einem Cinematic-Trailer vorgestellt wurde, was wohl irgendwie Teil von so einem medienübergreifenden Franchise ist. Da gibt's wohl schon irgendwelche Comics und sonstiges, was sich irgendwie mit so paranormalen Phänomenen beschäftigt. Und da gibt's jetzt wohl dann auch ein Spiel, Unknowing Nine Awakening. Aber viel weiß man dazu noch nicht. Es gab bloß diesen Cinematic Trailer mit irgendwie so einem Mädchen, was irgendwie in Indien durch die Gegend läuft und irgendwelche Ziegelsteine aus der Wand nimmt und irgendwelche komischen Sachen machen kann, irgendwelche Dimensionstore öffnet oder so. Sah ganz, ganz, ganz nett aus. Muss mal abwarten, was draus wird. Genau, also optisch halt. Super cool, aber ja, Cinematic halt. Man sieht aber am Ende, dass die Hand, die den Stein rauszieht, dann eine Erwachsenenhand ist. Das heißt, Das habe ich gar nicht so gecheckt. Okay. Ist mir auch nicht aufgefallen. Ich hatte meine schlauen Leute auf dem Discord, die das mit mir geschaut haben und mir das gesagt haben. Krass.
Jo, genau. Deswegen und eine Sache, die mir gerade noch einfällt, ist, man hat noch Gameplay gesehen von Ratchet & Clank. Rift in Time, oder wie es heißt. War das jetzt, Entschuldige, dass ich dich damit langweile. Ich will da auch gar nichts dazu großartig sagen. Ich will nur sagen, das mit diesen Dimensionstoren, wo man dann so komplett flüssig in irgendwelche anderen Levels überleitet, das ist tatsächlich Gameplay, weil wir uns, glaube ich, das letzte Mal noch gefragt haben, ob das nur in dem Trailer so ging oder so. Und da haben sie den Typen interviewt und der macht da wirklich einen Punkt aus, dass das halt die neue SSD ist von der PS5. Und ja, dass das wirklich so ist und das hat man auch gesehen. Das war schon cool. Ja, aber halt das gleiche Level, was man schon gesehen hat, deswegen fand ich es ein bisschen lame. Aber gut. Jetzt halt wirklich, also quasi, die haben es gespielt direkt. Also ja, der Lukas ist nicht leicht zu beeindrucken, da musst du schon andere Sachen auffahren. Ja, okay. Ich bin ja schon still. Richtig. Ich habe all mein Fanboy-Tum für Cyberpunk aufgespart. Das wird unsere Hype-Folge. Sehr vorausschauend. Hype-Train von links, weiß der Tutut. Genau. Das war's dann tatsächlich diesmal. Nicht ganz. Also ich fand noch eine Sache ganz bemerkenswert. Aber es wird eine gute Überleitung, pass auf. Aber, ich weiß nicht, wann genau es vorkam, weil ich habe nur gelesen in Beschreibung, dass es im Rahmen der Gamescom nochmal vorgestellt worden ist. Ich weiß nicht, aber nicht, wann in dieser ganzen Streams das irgendwann nochmal auftauchte. Project Wingman. Das geistert schon länger so ein bisschen durch die Landschaft, jetzt immer etwas prägnanter. Das ist ein bisschen wie Ace Combat, weißt du, also so hier Jets, ne, und dann schön Action, ein bisschen eher Action und hier fliegen, nicht so Sim-mäßig, so nicht, aber halt schön choreografierte Kämpfe, Top Gun-mäßig mit Jets und sowas und ja, und knackigen Funksprüchen und sowas. Sieht optisch sehr ansprechend aus, das wurde auf der Gamescom auch gezeigt und das habe ich so ein bisschen auf der Agenda, das Ding. Weißt du, was übrigens auch kurz gezeigt wurde? Squadrons nochmal. Star Wars Squadrons. Ah, stimmt, die Singleplayer-Geschichte da, ne? Mit dem genau, da gab es zwar nicht wirklich so viele neue Informationen, es wurde irgendwie gesagt, in welchen Squads man da fliegt oder so, ist eigentlich auch egal. Aber es gab einen ganz netten Trailer, so Join the Rebel Alliance Trailer, so ein Propaganda-Trailer der Rebellen. Ja, die werde ich alle zerquetschen, diese Terroristen, diese Rebellenterroristen. mein Sitz ist schon warm im TIE Fighter, ja? Das endlich mal wieder für Recht und Ordnung. Du hast doch nicht mal ein Schild, da komme ich mit meinem X-Wing und pump dich weg. Ja, Schilde ist eben für Anfänger, ne? Die Elite macht das so, kein Problem. Ich sehe schon, wir werden aufeinander treffen, ich sehe das schon, alles klar. Ja. Statement gut gesetzt. Okay, habt ihr noch was? Nein, aber wir bleiben im Cockpit. Ja, Überleitung galore. Uhuhu. Ja, Flight Simulator 2020 oder 2020, 2020, was auch immer. Alpha Sierra X-ray 320 ready at runway 31 departing straight out. Airbus Alpha Sierra X-ray 320 cleared for takeoff runway 31 straight out, departure approved. Ja, er ist schon viel durch die Presselandschaft und überhaupt auch auf YouTube durch die Gegend gegeistert, der Microsoft Flight Simulator 2020. Ja, nach vielen, vielen Jahren, aber doch einiger Pause hat sich Microsoft wieder entschlossen, wieder einen Flight Simulator an den Markt zu bringen oder auf den Markt zu bringen. Die Serie hat ja eine große, große Tradition bei Microsoft. Der erste war 1982. Sage und schreibe, 1982 war der erste damals schon draußen.
damals noch teilweise, je nachdem welchen Modus man hatte, in Schwarz-Weiß noch oder CGA-Grafik und sowas, also wirklich bare-bones-mäßig die Grafik und so. Aber damals schon mit dem Anspruch, Zivilflugzeuge primär abzubilden und die Flug, ja, sag mal, Prozeduren, Flugtechnik, realistische Flugtechnik, die einen dem User näher zu bringen. Ne? Ja, da gab es eigentlich immer schöne Regelmäßigkeit, immer neue Dinger. Bis so ungefähr Flight Simulator X von 2006, ist schon ein bisschen her. Boah, von danach, 2006 war der schon? Ja, ja, ja. Es gab später noch eine Steam Edition, die kam noch ein bisschen später nochmal raus, die war noch ein bisschen überarbeitet nochmal. Aber die Kernvariante vom Vorgänger war eigentlich 2006. Es gab nochmal zwischendurch eine Free-to-Play-Variante, die hieß ein bisschen anders, war aber deutlich abgespeckt und zählt irgendwie nicht so richtig rein, dann lassen die gerne aus der Zählung raus. Aber ja, der X, der ist schon echt eine ganze Weile her. Der Flight Simulator. Und dann war eigentlich Ruhe. Man sagt, es war deswegen Ruhe, weil Steve Ballmer war damals dann Chef und der hat den Bereich wohl abgesägt, weil bringt nicht genug Geld oder sowas und ja, dann war dieser Sache eigentlich tot. Aber jetzt haben sich die richtigen Leute anscheinend im Unternehmen gefunden und haben was ein bisschen wieder, ja, mit der heutigen Technik mal wieder versucht neu zu machen, weil es gibt wohl angeblich bei Microsoft sehr viele Fliegerei-Begeisterte und es war wohl nicht so schwer, meinte der Hauptverantwortliche, übrigens ein Deutscher, der Projektleitung macht, Name habe ich jetzt gerade natürlich nicht aufgeschrieben, Profi, der ich bin, und der hatte wohl ziemlich relativ leicht die Leute bei Microsoft begeistern für können, doch mal wieder das Projekt anzugehen und da ein bisschen was zu investieren. Und dann hat man mit Asobo Studios in Frankreich, besser bekannt als die Entwickler von A Plague Tale, Innocence, noch einen technologischen Partner gefunden und hat dann losgelegt. Ne? Wir hatten ja schon mal in einer anderen Folge, glaube ich, uns gewundert, dass ausgerechnet Asobo Studios das macht, weil die haben eigentlich mit Simulatoren so überhaupt nichts zu tun. Ne? Also wirklich gar nichts. Ne? A Plague Tale war ja ein Action-Adventure, kann man sagen. Ne? Adventure, Action-Adventure. Ja, das Einzige, was wir mal gemacht haben, war, glaube ich, bei Project Cars, irgendeinem Rennspiel, irgendwie diesem Rennspiel, was die USA damals auch irgendwie so komprimiert abgebildet hat, da haben die zugearbeitet, glaube ich. Und da hatte ich mal die Vermutung geäußert, dass sie da vielleicht schon mit so einer Streaming-Technologie mal vielleicht was gemacht hätten. Ja, so. Aber das kann sein. Irgendwo waren die dabei. Project Cars, glaube ich, eher weniger. Das ist, ich glaube, Project Cars ist auch das Falsche. Ja, ich weiß gar nicht. Irgendein anderes Rennspiel. Ja. Aber ja, die haben da diverse Zuarbeiten gemacht. Und du hast schon das richtig angesprochen. Die haben mit Streaming gearbeitet und so. Und ihre Engine ist auch sehr speziell. Und es war wohl ein Punkt, warum diese Zusammenarbeit zustande kam. Weil nämlich ihre Engine wunderbar dafür geeignet ist, das nämlich zu machen, was den Leuten vorschwebte. Nämlich eigentlich die ganze Welt abzubilden, beziehungsweise zu streamen, die ganzen Daten, die ganzen Map-Daten, die Untergründe, ne, und alles, was dazugehört, weltweit, weil das ist so ein Kernpunkt, und da meinte der Projektleiter, das kriegst du mit keiner anderen Engine hin, das geht nicht mit Unity, das geht nicht mit Unreal, das du brauchst was Spezielles dafür. Und Asobo Studios hatte wohl was oder konnte zumindest zeigen, mit unserer geht das, was gehen wir hin? Und was ist denn mit der CryEngine? Keiner hat die CryEngine? Keiner fragt Crytek, ne? Es ist eine Schande, oder? Naja, ich meine, Star Citizen. Wenn man die benutzt, dann verklagen die einen später. Ja, genau. Ja, vielleicht. Wir verklagen die ja noch doppelt und dreifach, weil die ganze Welt wird doch viel teurer, weißt du? Ja, ich meine, Star Citizen stellt ja auch, sag mal, ach so, das Universum. Planetare Größe da, aber die müssen natürlich keine Kartendaten oder sowas verarbeiten und reinstreamen. Das ist wahrscheinlich dann das Problem. Ja. Gut, ja, also da haben die halt losgelegt. Ja, ein großer Hype entstanden um eine Flight Simulator, was für so eine Nische ja relativ ungewöhnlich ist, denn trotz der langen Geschichte, es ist ja immer noch eine Nische, dieses Simulator-Genre. Das ist ja nur nicht vergleichbar mit so eigentlich Megasellern, ne? Aber hier ist ja schon, ja, ein gewisser Hype entstanden. Was natürlich ich denke, der Hype entstand durch die Bilder, die man gesehen hat. Ja. Ne, weil es klingt schon gewaltig, man hat die ganze, wirklich buchstäblich, es liegt einem die ganze Welt zu Füßen. Ne? Das ist wirklich so. Also die nehmen quasi die Daten, die von Bing kommen, deren eigenen Microsoft-Kartendienst. Und ja, da muss einer lachen mal kurz. Ja, Entschuldigung. Wo eigentlich? Bing, ey. Bing, ja. Hätte auch Google Maps sein können, aber das war nochmal die Konkurrenz, beziehungsweise stand nicht zur Verfügung. Die Bing-Kartendaten haben sie genommen in Verbindung mit OpenStreetMap-Daten. Übrigens, da fließen so ein paar Daten wohl zusammen. Und haben mit speziellen KI, ich glaube, die Black Shark AI heißt das Ding. Das wird zumindest auf dem Stapel schon mal ganz prominent auch immer gezeigt. Aus den Daten
ja, was Greifbares gerendert quasi, so, also auch Höhendaten gewonnen, Gebäude, Städte haben gefüllt mit Gebäuden, obwohl die jetzt nicht einzeln per Hand angefasst worden sind oder von irgendwelchen Autos auf dem Boden fahrend erfasst worden sind und so. Ja, diese Technik haben sie geschafft, eigentlich so die Welt quasi nachzubilden, was natürlich für einen Flugsimulator eine unglaublich, unglaublich coole Sache ist, ne, wenn du überall fliegen kannst und da was Passendes siehst. Und diese Bilder waren wohl auch, die den Hype wohl auch ausgelöst haben, oder die Videos dazu auch. Ein beträchtlicher Hype, ich kann schon mal vorweg sagen, Joysticks zu bekommen zurzeit oder vor ein paar Tagen war ein Ding ohne Möglichkeit in den einschlägigen Geschäften. Die waren alle ausverkauft. Okay. Das hat es jahrelang nicht gegeben. Es waren keine Joysticks mehr zu bekommen. Ich habe mich auf dem Forum mit ausgetauscht und so, wir haben ein bisschen rumgehorcht. Nein, alle haben geschrieben, wenn du, egal welchen Shop du warst, ausverkauft, Wartezeit, sonst was. Ne? Es hat so lange nicht mehr gegeben, dass man in vielen Ländern, dass die Joysticks ausverkauft waren, komplett. Also es war, ist ja schon mal ein Zeichen. Und es gab auch News, dass sie, ja, da kommen wir nämlich auch noch zu den Hardware-Anforderungen, dass es wohl einen kleinen Hardware-Boom ausgelöst haben soll, auch beim PC aufrüsten und hast du nicht gesehen. Denn die ganze Pracht, die will auch bedient werden, die man da sieht. Achso, und übrigens, was man auch noch hat, sind so Live-Wetterdaten und sowas, was natürlich auch wunderbar reinspielt. Ne, da haben wir auch, glaube ich, auch, ihr habt das, glaube ich, bei uns im Discord genannt gehabt, jetzt gerade so aktuell Bilder gesehen mit den wie heißt der Hurricane, der gerade auf die USA zuwanderte? Laura. Und den haben sie quasi gejagt im Flight Simulator, um ihn mal zu zeigen, wie er da aussieht. Das sah ziemlich geil aus übrigens, ne, was sie da gezeigt haben. Wahnsinn. Also ganz ehrlich, ich meine, das mit dem Streaming und so, das ist schon alles sehr geil. Aber ich finde auch, man muss ja auch sagen, ich meine, das Streaming ist die eine Sache, aber die Grafik ist einfach echt gut. Auch diese, wie die Wolken aussehen, ja. In 3D und so, das sucht, finde ich, schon irgendwie seinesgleichen, oder? Das ist, also ich meine, du kennst es jetzt noch mehr im Spiel selber und in Bewegung, ich kenn's nur hauptsächlich von Screenshots und ein paar Videos, aber was man da sieht, das ist beeindruckend. Das ist wirklich, also mit volumetrischen Wolken und dann auch, wenn es regnet und das alles so von der Scheibe wischt und so, das sind echt coole Effekte da drin. Ja, und das war wohl, sind wir noch beim Hype-Thema, ne? Das wohl, wie der Hype ausgelöst worden ist, einfach nur die Pracht, die man da gesehen hat, ne? Ja, ob das so zurecht ist, das werde ich im Folgenden vielleicht noch ein bisschen erörtern, ob das so alles so toll wirklich ist oder beziehungsweise verdient, ob sich's lohnt, das da auch deswegen auszuleben, sei mal jetzt dahingestellt, beziehungsweise komme ich nochmal dazu. Diese ganzen Daten, die man da sieht, das sind übrigens dann so, man munkelt immer 2 Petabyte, die da irgendwo rumlungern an Kartendaten und natürlich in der Form weder lokal installierbar noch irgendwie auf DVD zu kriegen. Es gibt tatsächlich eine physikalische Edition davon, von der Firma Aerosoft, da werde ich hoffentlich nochmal drauf zu sprechen kommen, wenn ich sie wieder vergesse, Aerosoft ist hier in Deutschland und ein langjähriger Lieferant von DLCs, also DLCs war gar nicht mal Add-ons eigentlich, sagen wir mal, früher wurde es ja auch nicht in Form von digitalen, runterladbaren Content geliefert, sondern von, damals noch Disketten, später dann CD-ROMs für die anderen Flight-Simulatoren und auch Konkurrenzprodukte wie X-Plane oder sowas, wo man dann mal andere Flughäfen bekommen hat oder Flugzeuge und so weiter und so fort. Und die haben auch eine physikalische Edition rausgebracht. Ich glaube, mit 10, 15 Double-Layer-DVDs. Lukas, du hast es, glaube ich, nochmal erwähnt gehabt, oder hast mit Nino, glaube ich, drüber noch philosophiert, wie du da aufpassen könnte, ne? Ja, genau. Das waren, glaube ich, 10 Stück, hatten wir gesagt, ne? Irgendwie sowas mit herum. Da sind aber nur die, glaube ich, die Spieldaten drauf, die Flugzeuge und so ein paar, ja, ich glaube, es ist ein absoluter Grundsatz an Daten, damit man überhaupt was darstellen kann. Die wirkliche, die ganze Pracht, die man da sieht, die kannst du nicht in irgendeiner Form mehr ausliefern. Das ist in der Cloud und bleibt auch da, weil, es wird zwar so reingeschrieben mit so einem Puffer rein, also man hat immer so einen Cache, den man auch von der Größe immer passend einstellen kann. Übrigens, das geht. Und man bekommt auch so Verbrauch angezeigt an Daten und sowas. Das ist ganz nice. Aber natürlich, das ist online und nur in der Cloud wirklich lieferbar, die ganzen Daten. Die Power der Cloud. Endlich nutzt Microsoft die Power der Cloud. Wollte ich sagen. Ich weiß, hast du meine Notizen gelesen? Weil es ist nicht echt wirklich so. Es ist kein Scheiß. Wir erinnern uns noch an die vollmundigen Ansagen von Microsoft von wegen Power der Cloud bei der ersten Xbox One, sagen wir mal so. Da war sie Zeit, ne? Ja. Dass die Power der Cloud kommt. Und hier ist sie. Das ist die Power der Cloud. Ohne Scheiß. Das ist die Power der Cloud. Ne? Und wirklich mit etwas, was du lokal nicht mehr nachstellen kannst, ne? Mit diesen ganzen Daten, die du da brauchst. Ne, da ist nach all den Jahren, hier ist ja wirklich mal live und in Farbe da, die Cloud und auch nicht zu vermeiden, die Cloud, weil anders geht's schlicht und ergreifend nicht, das zu machen. Ja, so weit, so schön, so gut, es klingt alles schon sehr beeindruckend, ne, wie gesagt, erstmal ein rein ziviler Flugsimulator, es geht wirklich um das Fliegen von Flugzeugen von A nach B oder gewisse Wegpunkte kommen,
Ja, bevor wir da reinkommen, hat aber der liebe Softwaregott die Hürde der Installation gesetzt. Und ich glaube, da kann ich mal kurz abgeben an den Tobi. Ja, ich will nochmal deine umfangreiche Installationserfahrung. Die war nicht so hyper, ultra, super gut, ne? Nee. Also wer es wirklich nochmal genau wissen will, hört sich den Podcast von letzter Woche an. Bei mir war es halt so, es hat gestockt. Dann abgebrochen, dann ging irgendwann gar nichts mehr, hat sich aufgehängt, dann musste ich irgendwelche Dateien wieder löschen, damit er wieder von vorne anfing, dann hat er sich wieder aufgehängt. Am Ende habe ich entnervt aufgegeben und habe erstmal alles wieder gelöscht und ja, wenn ich mal irgendwann den Nerv dazu habe, dann probiere ich es nochmal. Okay, muss dazu sagen, ist bei der Installation, kann ja auch eine Steam-Version kaufen, das nützt dann aber herzlich wenig, denn am Anfang wird nur ein paar, ich glaube, knapp ein Gigabyte großer Launcher quasi runtergeladen, ne? Das ist dann, ich glaube, jetzt im Microsoft Store kaufst oder bei Steam kaufst oder so, du lädst diesen Launcher runter und erst dann, wenn du den startest, dann lädt er erst das eigentliche Spiel ungefähr, je nach Version, 90 Gigabyte durchaus, ne? Bis sogar mehr, was auch schon eine Hausnummer ist, ja? Ja, bei mir waren es 90, glaube ich, ja. Ja, ja, du musst da auch einen Platz haben, weil, ja, Platz erstmal ist die Frage, ab da übernimmt quasi die ganze Microsoft-Infrastruktur wieder und diese ganze Microsoft-Store-Geschichte, wo man hinspeichert, wo man es einstellt, ist alles ein bisschen fummelig, ne? System-Settings und schlag mich tot und so. Ja, das machst du ja dann noch nicht, das machst du ja in dem Spiel quasi dann. Also ja, wobei, das öffnet sich ja quasi das Spiel mit dem Content-Manager ja, und dann stellst du ein, wo du irgendwie was hinspeicherst. Wobei, also wir nicht ganz sicher waren, ob er wirklich immer fragt oder ob er nur fragt, wenn er keinen Platz mehr hat, ne? Ja, who knows. Also mich hat er gefragt. Ja, mich auch, weil ich keinen Platz hatte. Nur das Runterladen hat dann halt nicht funktioniert. Ja, ich habe extra gestartet, irgendwie früh morgens um 3 oder 4, weil ich sowas schon ahnte und habe ihn dann von da an laufen lassen. Ne? Ja, und habe ihn dann einfach tagsüber laufen lassen. Bei mir ging er einen Rutsch durch, hat aber gedauert. Ne? Es scheint wohl ein Problem zu sein, erstmal, klar, man war mal üblich mal wieder die Server überlastet, auch vom Microsoft Azure hin oder her. Und klar, ja, hast du nicht gesehen. Ich mein, ich hab's am Tag nach dem Release versucht, ja. Da ist klar, da ist natürlich die Hölle los. Ja, war die Hölle los, ja. Ich frage mich, also was lädt er da runter? Er lädt wahrscheinlich irgendwie so eine Low-Level-of-Detail-Geschichte runter, oder? Die er dann lokal hat und dann setzt er quasi die höher aufgelösten Geschichten oben drauf oder sowas in der Art. Das ist eine sehr gute Frage, was er da drin stecken hat. Das würde mich ehrlich gesagt auch brennend interessieren. Aber es ist schon ein, was er runterladen muss. Das ist schon ordentlich. Und auch der Download-Mechanismus selber, dieser ganze Installer, der kam mir so ein bisschen vor, wie ziemlich spät zum Ende hin der Entwicklung wie draufgeflanscht oder dazugepackt, weißt du? Weil der lädt runter und muss dann dekomprimieren, das kann man sehen. Und findige Leute haben schon rausgefunden, dass der das auch nicht parallel tut. Der lädt immer einen Chunk runter, dekomprimiert ihn, lädt da wieder was runter. Also das hätte man besser parallelisieren können wahrscheinlich. Aber irgendwie hat man dem wohl nicht so viel Liebe und Ressourcen entwickelt, wie der Rest des Spiels. Ne? Also der Installer ist ziemlich bare bones. Ja. Und wie gesagt, um die kommst du nicht rum, egal ob du jetzt Steam machst oder MS Store. Spätestens an dem Punkt steigt da halt dieser Installer da ein und der ist halt nicht so dolle. Ja, und das ich denke aber, sowas kann man auch noch patchen. Das ist, wird auch gepatcht. Ich komme auch zum Patch. Das ist eine der ersten Sachen, haben sie gesagt, die sie patchen werden. Der Install-Vorgang mit auch. Ja, okay, wenn das dann irgendwann mal geschafft ist und er sich das alles raufgeschaufelt hat, dann kommt man endlich mal da los, was zu tun. Man hat ein Tutorial zu Anfang, ob es man bestreiten kann, dass man mit so einer klassischen Flugschüler-Cessna, eine Cessna 152, das ist so ein Spiel immer fast die gängige Maschine zum Lernen erstmal, vom Starten, Platzrunde drehen, ne? Platzrunde heißt einmal im Flughafen einmal rum, mit Landen und so, dass man diese Grundlagen erstmal lernt und Klappenstellung, alles was dazugehört, denn wie gesagt, beim Simulator hier, es ist nicht hier so Actionfliegerei oder vereinfachtes Fliegen mal hier, gleich hier Top Gun Hero-mäßig hier eine Rolle drehen, sondern es wird schon ganz ungemütlich, wenn man da nur versucht, halbwegs gerade mal zu fliegen übrigens auch. Das ist schon eine Herausforderung. Und nicht gleich durchzusacken und schon wieder unsanft irgendwo aufzuschlagen oder sowas. Ja, dazu wollte ich mal was fragen. Ja? Geht das denn wirklich nur in reiner Simulation? Weil es gibt doch bestimmt so einen Arcade-Modus, dass du viele Sachen deaktivierst oder automatisiert durchführen lässt oder nicht? Es gibt, klar, es gibt einige Hilfen. Das gibt's schon und es gibt Unterstützung, dass er das macht. Aber wir haben das mal so mit Unterstützung geflogen und so und selbst dieser Modus ist, finde ich, noch deutlich anspruchsvoller als alles andere, was du in irgendwelchen Actionfliegern oder so hast. Okay, ja, okay. Das finde ich interessant, weil sie haben eigentlich mal gesagt gehabt in einem Interview, dass wenn du alles einstellst und die ganzen Hilfen dazu schaltest, dass es sich dann ähnlich steuern würde wie, sagen wir mal, so Arcade-mäßigen Flugdingern.
wie zum Beispiel ein Flugzeug in GTA 5 oder was. Ja, oder ja. Just Cause oder. Wenn ich jetzt schon mal das erzählen darf. Wenn das Ding erstmal Luft ist und ausgepegelt ist und ausgetrimmt ist, dann ist das tatsächlich nicht weiter wild mehr so unbedingt. Dann geht das, weil wenn du ein gutmütiges Flugzeug hast, ja? Aber das ist schon ein bisschen, finde ich, stark abhängig vom Flieger und überhaupt. Und das, ich tue mich schwer damit, immer zu sagen, ja, da ist es wie so ein Actionspiel oder sowas. Ja, zum einen das und zum anderen noch Ollis Fingerstellung, ne? Die ist ja auch mal sehr speziell. Ich den nicht mit WASD fliege, mein Freund, ne? Wenn du darauf hinaus willst, spielt das in dem Falle keine Rolle, ja? Naja, da kann man gleich mal fragen, du hast ja jetzt einen Joystick bestellt, hast du vorher mit Controller gespielt oder mit was spielst du da? Ich habe es mal ganz kurz tatsächlich mit Maus und Tastatur probiert, aber es ist keine Maus- und Tastatursteuerung eigentlich im Sinne, eher eine Tastatursteuerung. Mit der Maus kannst du dann eher nur die Sicht schwenken und sowas und fliegen müsstest du mit der Tastatur und das ist für mich vollkommen unbrauchbar. Es gibt Leute, die machen das, habe ich gelesen tatsächlich, die wollen das auch machen, weiß nicht warum, vielleicht mal so eine Ader, die beschmieren sie wahrscheinlich auch mit Honig und gehen irgendwo bei den Bienen spazieren oder sowas. Aber ich habe es dann erstmal mit Controller gemacht, als mein Joystick nicht da war, beziehungsweise ich habe einen Joystick zwar hier liegen, so einen alten Microsoft Sidewinder Pro, aber den habe ich nicht mehr zum Laufen bekommen, warum auch immer, der ist klinisch tot. Habe mir dann einen neuen Joystick bestellt, wir haben ja gerade besprochen, eigentlich nicht aufzutreiben, aber ich habe dann einen gefunden, der irgendwie auf keiner besten Liste drauf ist und es aber ganz ordentlich aussah und der war wahrscheinlich deswegen war der Grund, warum er noch verfügbar war. Und der ist tatsächlich dann gekommen jetzt dann und und den habe ich jetzt tatsächlich. Habe ich wieder mal so ein bisschen grundlegenden Joystick im Wert von 60 Euro, der zumindest einen Vorteil hat, also ne, diesen Gashebel direkt unten an der Basis dran. Und genau. Weil den musst du schon haben und dementsprechend dann schön ein paar Knöpfe auch dran und ein Coolie-Head, wo man dann die Sicht mitsteuern kann und einen anderen noch Multifunktionsschalter und ja, also ich fliege jetzt wieder richtig mit Joystick wieder, um das mal wegzunehmen. Aber wer will, ich finde, es ging auch ziemlich gut mit dem Game-Controller. Das geht durchaus. Das kann man machen, ne? Wenn es darauf angeht, aber das soll schon sein. Aber ein Controller geht durchaus, dann ist der linke Stick ist halt Elevator und Querruder, also Höhenruder, Querruder. Rechter Stick ist die Kamera und so. Das macht ziemlich sinnig sogar alles. Ziemlich viel Beleg dabei, man muss sich echt schon reinarbeiten, aber es geht. Ne? Kann man machen. Wie war es mit Doppelbelegung? Also, dass man Kombinationen am Gamepad drücken musste? Gab es das auch? Oder haben Sie das? Ja, okay. Wobei das auch Funktionen waren, die man dann nicht so häufig braucht, wie mal die Feststellbremse ist, glaube ich, YB oder sowas zum Beispiel oder so. Ist aber auch alles frei belegbar. Du kannst das auch belegen, wie du willst, alles. Ne? Okay. Und auch ganz viel natürlich auf Tastatur belegt. Meistens hast du dann zwischen nur an der Tastatur, wo du ein paar Funktionen auslesen musst, weil das so viele Funktionen bei den Dingern, die kriegst du nicht alle auf dem Gamepad gelegt. Keine Chance. Nicht ansatzweise. Auch nicht auf den Joystick oder sowas alles raufgelegt. Ne? Die Tastatur ist voll mit irgendwelchen Funktionen. Wie zu guten alten Zeiten, wo man Simulatoren gespielt hat. Es gibt da die unmöglichsten Sachen. Also das ist, Aber kommen wir nochmal zum Tutorial zurück. Diese Tutorials sind mehrere dann, die halt mit der Cessna da rumfliegen. Wo wird die eigentlich gerne genommen? Diese alte Cessna, die 152, wird schon lange nicht mehr gebaut. Ja, die hat noch die klassischen Instrumente drin und noch keinen Glaskoppel, wie man sagt, mit Displays und sowas, was so ein bisschen erstmal die Komplexität rausnimmt. Man muss erstmal die klassischen Holy Six, glaube ich, sagt man dazu, die grundlegenden Instrumente erstmal lernen und die sind dann auch wirklich einzeln noch da. Wenn die ein neues Flugzeug simulieren, sind die in der Regel gar nicht mehr da, sondern irgendwelchen Displays drin, die auch noch ein paar Mal umschaltbar sind und so. Und das überfordert meistens die Flugschüler oder zumindest auch die virtuellen. Also in der Realität wahrscheinlich ist auch so ein bisschen so eine Sache. Also du hast dann auch in der Cockpit-Sicht hast du dann das originale Cockpit sozusagen. Du hast das originale Cockpit. Wirklich, ja. Und das ist schon eine gewisse Herausforderung, denn jedes Flugzeug ist anders. Jedes. Gewisse Familienähnlichkeiten gibt es manchmal, wenn der gleiche Hersteller ist, aber es ist wirklich jedes anders und es wird auch jedes anders bedient. Und es sind Sachen zum Beispiel, wenn ich jetzt greife ich ein bisschen vor, aber typisch, wenn man sich mal hier dynamisch unterhält, alleine Geschwindigkeitsanzeige. Der eine gibt's mit Knoten an, der nächste gibt's mit kmh an, ja. Manche haben eine Doppelanzeige drin und da gewöhne ich erstmal dran, weil du ja gerade gelernt hast, dass man ungefähr mit 70 Knoten erstmal so das Ganze so vielleicht Reisegeschwindigkeit macht und mit so viel Knoten anfliegt und dann hast du plötzlich eine Anzeige in kmh. Viel Spaß auch, ne? Also. Aber ist das ist halt alles echt so, Ist das einstellbar irgendwie? Weil ich habe gesehen auf den Screenshots, dass du ja auch zum Beispiel, wenn du eine Außenansicht hast, kannst du dir das HUD auch so quasi transparent an den Fensterrand legen und da kannst du es doch wahrscheinlich einstellen, oder? Dass das so ist. Ich weiß gar nicht, ob die Einheiten umstellbar waren bei Außen HUD, aber wenn du drin fliegst, dann nicht. Wenn das Instrument bei dem Flieger so ist, wie es ist, und die haben sie entschieden, das halt so zu machen, dann haben die es auch so simuliert. Dann ist das wirklich eins zu eins so nachgebildet.
Okay. Da kennen die nichts. Zum Beispiel gibt's einen Flieger, ich bin heute geflogen mit so einem Unterleichtflieger, der hat den Kompass an der bescheuerten Stelle irgendwo aufgehängt, ziemlich weit oben. Da muss man mal hochgucken dazu. Und das ist da bescheuert. Aber es ist tatsächlich wohl im Originalflieger auch so da oben angebracht. Und da haben die es halt auch so gemacht. Und dann bist du halt immer ein bisschen umständlich am Gucken, weil es im Originalen auch so ist. Die haben es gnadenlos dann auch umgesetzt auch. Ne? Was irgendwie beeindruckend ist, aber du musst wirklich jedes, wie das auch Piloten machen, du musst jedes Muster, wie man sagt, ne, Flugzeug, also Muster nennt man das ja, einzeln erlernen. Ja? Weil die alle auch unterschiedlich sein können. Von Flugverhalten her und von Instrumenten halt eben auch her und von der Bedienung halt her. Aber wie gesagt, wir waren noch beim Tutorial. Wir fliegen mal so rum, dann lernt man halt diese Platzrunde, fliegen, landen, hast du nicht gesehen. Und da kommt man nämlich schon einen schweren Punkt schon. Das ist auch das einzige Tutorial, oder es ist eine Reihe von Tutorials, aber halt gehören so ein Tutorial zusammen, das es im ganzen Spiel halt auch gibt. Und wenn du das durch hast, dann hast du halt in einer relativ simplen Hobbyflieger, ne, der Cessna 152, gelernt halt mal so zu fliegen und sich grundlegend zu navigieren, so nach Sicht und mit Stoppuhr und sowas. Also die grundlegende Navigation, die es halt gibt, wo man bestimmte Punkte anfliegt und dann eine Geschwindigkeit und dann misst man die Zeit, die dann vergeht und sowas und wie man startet, wie man landet, solche Sachen halt. Jetzt musst du mal überlegen, dass in diesem Spiel natürlich auch solche Sachen vorkommen wie eine Airbus A320 Neo oder sowas. Der Sprung von einer Cessna 152 zu einem Airbus A320 Neo ist, ich sag mal, nicht unrelevant. Dazu genügt ein Blick ins Cockpit, dann weißt du schon, was Phase ist. Nämlich ungefähr 3 Millionen Knöpfe, 3 Computer, ne, hast du nicht gesehen, und die nie erklärt werden, niemals mit ihren Bedienungen und sowas, nicht mal ansatzweise. Du kriegst das Ding wahrscheinlich in der Regel nicht mal hochgefahren, es sei denn, es gibt eine Hilfestellung allerdings, das ist hier eine Checklist, die kannst du nicht abarbeiten lassen. Das erinnert mich gerade an die Szene in den Simpsons, wo der Homer aus irgendeinem Grund mal im Cockpit von einem Flugzeug sitzt und dann will er starten und drückt irgendwie einen Knopf und dann geht das vordere Landerad geht hoch und das Flugzeug fällt so bumm. Das ist genauso, stelle ich mir das vor. So ungefähr, du bist gar nicht weit weg davon. Du kannst erstmal schon dran scheitern, dass du das ganze Ding nicht mehr hochgefahren bekommst, dass du nicht mal wie Strom auf die ganze Kiste kriegst, weil du für die APU hochfahren musst, die Auxiliary Power Unit, die dann erstmal den ganzen Airbus mit Strom versorgt, wenn hinten das Ding abgedockt ist, die Stromversorgung von Gangway oder sowas auch und sowas. Und dann musst du in der richtigen Reihenfolge das rechte und dann das linke Triebwerk hochfahren und solche Sachen. Viel Spaß. Und das weiß ich auch nur, weil ich dafür ein YouTube-Video gesehen habe. Das Spiel selber erklärt dir das nicht unbedingt. Es sei denn, du hast so eine Checkliste, wo du es anguckst. Da wird es manchmal erwähnt, was du wie abarbeiten musst. Aber das ist eine ziemlich trockene Abarbeitung von Themen. Und das ist, wie gesagt, finde ich so ein bisschen so schade, um mal schon das Kritik da aufzunehmen. Das Ding erklärt viel zu wenig. Und vor allem für so ein modernes Spiel, was so viel schön interaktiv erklären könnte, finde ich das ein bisschen sehr dürre, was da erklärt wird. Ne? Das ist also sehr, 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 sehr sparsam. Ja, ist halt so ein typisches Microsoft-Ding, ne? So ein bisschen trocken, lehrermäßig oder eher so Lehrsoftware-mäßig. Lehrsoftware ist gut, es wird ja nicht mehr was gelehrt, ne? Bis auf diesen Einstellung wird ja nichts gelehrt. Du wirst da hingeschmissen, du kannst dir dein Flugzeug hinspawnen, wo du willst. Und bei diesem Typ dann weißt du dann nicht mal ansatzweise, was du da machen musst oder sowas, wenn du nicht irgendwo das anderswo in den Weiten des Internets rausfindest. Ja, aber dafür gibt's ja YouTube heutzutage. Ja, Gott sei Dank. Und den wären wir echt verloren. Ne? Manche meinen, dass der Vorgänger, ich habe den zwar auch liegen, aber jetzt nicht so nur kurz reingeguckt und kam nicht so weit mit Tutorials, da wesentlich besser gewesen wäre, was das angehen würde, angeblich. Okay, aber ich weiß nicht, ob es immer so war oder erst später. Aber auch von Anfang an, oder haben die das dann auch mit der Zeit? Das weiß ich nicht, das habe ich mir auch überlegt, ob es immer so war oder ob sie später zugepatcht haben. Weil da könnte ich mir schon überlegen, dass dann denken, dass da vielleicht noch einiges kommt. Vielleicht entweder von den Entwicklern selber oder von irgendwelchen Moddern oder so. Ja, je nachdem, wie flexibel das ist. Ja. Gut, ja, das ist natürlich jetzt vielleicht der Punkt, den ich schon mal vorwegbringen muss, weil das sorgt schon für Frust. Das muss man, das kann ich schon mal jetzt eigentlich schon mal ausdrücklich sagen, wer dieses alles genießen will, mit diesen Rumfliegen und auch wirklich Freude dann hat und sowas, und man muss schon willens sein, sich einzuarbeiten, ne? Auch schon ein kleiner Flieger hat seine Fallen und die großen dann schon dreimal, ne? Ja, dazu kommen auch so Komplexitäten, die auch nicht erklärt werden, wie man sich korrekt bei großen Flughäfen oder so verhält und wie man da sich zurechtfindet. Allein schon die Taxivorgänge, also das Rangieren auf dem Flughafen und hast du nicht gesehen, wird nicht erklärt. Es wird dir nicht erklärt, dass du den Pushback am Anfang machen musst, dass musst du die richtige Frequenz einstellen, musst den Bodenservice anrufen. Die machen diesen Pushback, das ist das rückwärts rausfahren vom Flugzeug, dieses Wegschieben quasi, ne? Ja, okay. Dass er dann nach vorne weg kann und so.
kein Ton erwähnt, dass es das gibt, dass es machen muss, dann am Motto erstmal ein Tutorial. Nix, ne? Weiß ich auch alles nur. Was passiert denn, wenn du was falsch machst? Zum Beispiel am Flughafen. Also wenn du irgendwo hinfährst, wo du eigentlich hin darfst oder so. Noch nix. Also die Flugverstöße im Sinne von, du machst was nicht dem Prozeduren gemäß, werden meines Wissens, was ich gelesen habe und auch ausprobiert habe, noch nicht geahndet. Also du kannst eigentlich noch alle, eigentlich könntest du wilde Sau spielen, wäre eigentlich egal, ne? Ja. Mhm. Kann sein, dass es nochmal anders wird. Bisher haben sie das noch nicht umgesetzt. Sobald du aber irgendwas berührst, sei denn du hast es irgendwie eingestellt, dass es nicht passiert, jetzt auch beim Rangieren oder so, ist das Spiel sofort Game Over. Dann wird es dunkel einfach und hört auf. Das ist wie ein Absturz. Okay. Also es gibt auch kein Schadensmodell oder so. Man sieht keine Crashes oder so. Nein. Es ist nur, sobald du an irgendwas hinkommst, ist Schluss. Ja, ja. Das wäre nämlich nochmal eine nächste Frage gewesen. Ja, das haben sie aber auch bewusst gemacht. Also, das haben wir schon gedacht, ja. Sie wollten, kann nicht in Verbindung gebracht werden mit irgendwelchen tragischen Flugzeugabstürzen und auch nicht so 9-11-mäßig wieder, wenn einer in ein Hochhaus reinfliegt, weißt du? Ja. Das sind sie ein gebranntes Kind, denn damals wurde wohl Flight Simulator wirklich von den 9-11-Terroristen, sagt man zumindest, habe ich immer damals gehört, keine Ahnung, ob das jetzt nur eine Medienente war oder nicht, benutzt zum Training für den Anflug auf die Twin Towers damals auch. Ja, ich meine, das könntest du aber jetzt mit dem Ding zum Beispiel auch machen. Ja, klar, könntest du machen. Na, aber die wollen ja nicht, dass es irgendwelche Bilder davon gibt, wie man das macht oder sowas. Oder, ja, klar. Nee, das Ganze geht noch alles brennt oder einer Bilder rumpostet, oh, bin in den Hochhaus reingeflogen und hier brennt alles oder so. Na klar. Also aber ist auch, ja. Video gesehen, wo ich sehr verwundert war, dass das so ist. Und zwar, wenn du im Spiel einmal startest und dann bist du in der Luft, dann bist du ja relativ safe, weil dann, was soll da noch passieren? Aber tatsächlich ist es wohl so, wenn du zu viel Schub hast und dann zu viel G-Kräfte auf das Flugzeug wirken oder so, dass es auch einfach zerstört werden kann in der Luft. Also man kann jetzt nicht einfach sagen, ich mache jetzt Flugmanöver, sobald ich einmal da bin. Nee, man muss trotzdem noch konform fliegen sozusagen. Das musst du. Es gibt ein Flight Envelope, also wo sie halt sich aufhalten dürfen, die Dinger, das ist im Real auch so. Und wenn das Ding zu viel Stress bekommt auf die Flugzelle, dann war's das. Ne? Krass. Ja. Und die schnelleren Jets und die Business Jets, es gibt ja, wenn man jetzt guckt, was alles drin ist, also die Standard Edition schon, es gibt ja so, glaube ich, drei Ausführungen, Standard, Deluxe und Premium. Also die Standard hat alles drin vom kleinen Buschflieger, also wirklich einen leichten Flugzeug, Ultraleichtflieger mit spärlicher Instrumentierung und eher langsam und in kleineren Höhen aufgehoben, bis hin zu größeren, so Learjet-mäßig, ne, so kleine Business-Jets oder sowas oder Turboprop-Maschinen, bis hoch zum Airliner. Ist alles drin, ne? Helikopter übrigens noch nicht, sollen später kommen. Wäre allerdings laut Entwickler, habe ich heute erst ein Interview mit ihm gesehen, aufwendiger umzusetzen. Die Helikopter werden wahrscheinlich auch Geld kosten, weil sie dann auch die Heliports mal weltweit noch anlegen müssen, weil die ein bisschen anders sind als Flughäfen. Es gibt Heliports, da ist kein normaler Flieger da, da sind dann Helikopter da. Das kostet alles ein bisschen Aufwand und Geld und ist eigentlich ein Spiel im Spiel, meint er. Aber egal, okay, Helikopter gibt's noch nicht. Gott sei Dank, lange Rede, kurzer Sinn. Ja, und diese Flieger, wenn du diese Flieger hast, die schon ein bisschen Power haben auch und das war auch so, da gibt eine Warnlampe an und dann wird rum, ne? Und wenn die mit zu viel Dampf irgendwo reingehen, in bestimmten Flugverhalten, ist das gewesen. Dann reißt den alles ab, dann wird es ein bisschen dunkel und dann ist alles gut. Ne? Also du bist nicht safe oben, bist eh nicht safe oben. Also es gibt auch Sachen, es werden auch Sachen simuliert, wie zum Beispiel Vereisung. Das ist ein ganz großer Killer im Flight Simulator. In bestimmten Situationen, Taupunkt, wird ja auch alles simuliert und so. Und dann kann der Regen draußen gefrieren auf dem Flugzeug und dann nimmt der Auftrieb ab, weil eine Eisschicht auf dem Tragfläche ist und dann stimmen da die Form nicht mehr so ganz von der Tragfläche und so. Und dann sackt das Flugzeug immer mehr durch und dann kann der Vergaser beim Kolbenmotor jetzt, also beim Verbrennungsmotor auch noch zufrieren. Und wenn du nicht alles auf Heizung rechtzeitig stellst oder dies geht nicht, dann machst du einen Abgang. Ja, also du bist oben nicht safe. Also es wird alles mitsimuliert auch. Wenn du es einstellst, du kannst es auch ausschalten, dass es passiert. Ne? Ja, wie kam ich jetzt dahin? Das haben wir natürlich einen großen Bogen gemacht. Du warst mal im Tutorial und ja, dass es genau. Verschiedene Flugzeuge gibt. Ja. Ja, was kann man eigentlich überhaupt machen? das ist nämlich nicht der Punkt. Das Spiel bietet sich nicht gerade an für Gamification-mäßig. Also das ist jetzt daraus versucht, dich zwanghaft zu unterhalten. Es gibt so ein paar Herausforderungen, das sind die Landeherausforderungen, so in verschiedenen Flughäfen, wo man bestimmten Parametern landen muss und da gibt es halt so eine Punkteliste, das ist so ein Punkt, ja. Und es gibt so eine Herausforderung der Woche da auch, wird wahrscheinlich immer eine Landeherausforderung sein oder halt die andere Variante, es gibt noch diese ganzen, weiß nicht, Buschflug nennen sie das oder Wildnisflug, wo man sich anhand von optischen Sachen halt orientieren muss und dann so eine Strecke abfliegen muss, ne, und dann hinfunden muss. Das sind eigentlich schon die beiden Sachen, die irgendwie
außerhalb des eh vorhandenen freien Fliegens mit Flugplan, den man anlegen kann, überhaupt machen kann. Also es ist nicht gerade so, dass da jetzt viele Szenarien drin wären. Zum Beispiel hätte man sich auch denken können, es gibt Szenarien wie, sie fliegen eine A320 und sind kurz vor New York, ihnen fällt das linke Triebwerk aus oder sowas, ne? Das kann man zwar sich anlegen, dass sowas gemacht wird, aber fertige Szenarien und so gibt's nicht, was ich auch ein bisschen enttäuschend finde, weil da hab ich ja ein bisschen mehr machen können, so mit ein paar Szenarien, dass man so sagt, hier, oder muss in der Zeit von da bis dahin fliegen oder sowas. Ein bisschen aufpeppen, das Ganze. Das ist halt irgendwie nicht drin. Ne? Eigentlich ist es tendenziell schwerpunktmäßig immer noch ein reiner ein Simulator, der eigentlich nur sagt, du gibst an, wo du starten willst und wo du enden willst und dann fliegst du halt. Primär. Ne? Ja. Was auch okay ist, denn das ist halt, wo die Leute sich einen Spaß halt draus ziehen, die Flugsimulatoren spielen auch. Aber ich finde auch, da hätte man mehr machen können, um die Leute ein bisschen nochmal ranzuziehen. Gerade jetzt, wo das Ding so einen Hype hat. Man kann jetzt eine neue Generation auch von überzeugen, weißt du? Wenn man die ein bisschen so ein bisschen reinzieht und ein bisschen näher bringt. Und das, dieses dürftige Tutorial in Verbindung mit einer, finde ich, ein bisschen zu wenig Gamification. Simulatoren, Freaks können das ja auch ignorieren, wenn sie wollen, finde ich. Aber Neuansteiger würde das, glaube ich, schon helfen und ein bisschen motivieren. Finde ich schon, ist ein Schwachpunkt bei dem Ding. Da sind vielleicht auch andere Simulatoren auch nicht besser unbedingt. Ne? Ich weiß nicht, ob andere Flugsimulatoren da mehr bieten. Ich bin jetzt kein Flugsimulatoren-Spezi. Aber ich denke mir, da hätte man was machen können, eigentlich mal, um die Leute ein bisschen mehr zu ködern. Ich habe immer so ein bisschen so das Gefühl, es ist ihnen fast peinlich, als Spiel verstanden zu werden, ja, oder? Das ist ja so ein bisschen so mein Eindruck. Es ist kein Spiel wirklich so. Das ist, ich sag mal schon im Scherz immer, das machen wir hier auch nicht zum Spaß, ne? Also das ist ja, genau, so kommt's rüber irgendwie mal so ein bisschen. Also wenn du dann wirklich da sitzt und deine Checkliste abarbeitest und dann gehst du erstmal durch. Treibstoffbank, okay, beide auf on, klack, klack. Okay, Magneten, links, rechts schalten, Drehzahlunterschied beobachten, beide auf Ohren, Drehzahl richtig, okay, sieht gut aus, haben wir die Bremse eingelegt, auch da, sieht gut aus, Klappenstellung auf so und so, das ist schon Arbeit, ne, bevor du überhaupt abhebst oder sowas, ne, du gehst ja so eine Checkliste auch durch meistens und so. Bei den Kleinen geht das relativ schnell, hast du auch bald irgendwann Fleisch und Blut irgendwie drinne. Bei den Größeren ist es schon deutlich mehr, was man da abarbeiten muss, da machst du schon einiges, bevor du überhaupt nur einen Meter gerollt bist, ne. Und das ist sicherlich sowas, wo du sagst, das ist halt kein Spiel, das ist, ja, es ist halt eine Simulation, ne? Und das ist, das muss man wollen, ne? Und diese ganze Geschichte von, oh, ich will die geile Grafik bewundern und was auch noch ganz beliebt bei letzter Zeit immer, oh, ich möchte mein Haus finden da in der Welt, ne? Das war ja irgendwie ein Klassiker, den sie irgendwie jede Seite einmal genannt haben. Dafür ist es, finde ich, ein bisschen zu teuer, wobei, na gut, wir sagen am Ende nochmal, wie es eigentlich am günstigsten geht, das zu bekommen. Oder da hast du nicht lange was von. Das machst du einmal und lässt es wahrscheinlich bleiben. Ne? Dann ist es nicht dein, ich hätte beinahe wieder Spiel gesagt, dann ist es nicht deine Anwendung, dein Programm, was du da fahren willst eigentlich. Ja, ja? Ich glaube auch, dass viele da im wahrsten Sinne aus den Wolken fallen werden. Ja. Also dass irgendwie das erstmal starten und dann feststellen, okay, das ist ja, das sieht toll aus, aber es ist ja viel zu kompliziert und umständlich und ja, eben zu wenig Spiel. Ja, ja, das kann gut sein. Menschen haben auch schon gesagt, die ganzen Joysticks, die jetzt gerade fehlen, die wird man wahrscheinlich demnächst auf eBay alle finden. Weißt du? Also ja, das kann gut sein. Vielleicht gar nicht mal so unwahrscheinlich. Also, oder die kaufen sich dann alle Squadrons, wenn es da rauskommt. Ja, das kann gut sein. Also, das ist schon sehr speziell. Ich wollte mal fragen, ich weiß nicht, ob du das weißt oder nicht, aber ist das, also kannst du es verwenden als Vorbereitung für eine echte Flugschule? Ich meine, es ist eine Simulation und es ist nie 100%, aber meinst du, das wäre dafür nützlich für jemanden, der wirklich fliegen lernen will? Ich denke schon. Also offiziell ist es keine, wo irgendeine Behörde sagen würde, damit können sie lernen und irgendeine Prüfung ablegen. Das ist, glaube ich, nicht so. Ne? Das muss schon Nein, weg. Um Gottes Willen. Ja? Aber quasi, dass du das machst, bevor du überhaupt mit einer Flugschule anfängst und dann kannst du da vielleicht irgendwie... Ich habe Flugschüler schreiben sehen, die haben gesagt, ja, das hilft. Weil ich habe jetzt mir das Sonderheft, ich muss jetzt die GameStar mal positiv erwähnen, sorry, das Sonderheft der GameStar geholt mit dem Flight Simulator, was ich übrigens sehr empfehlenswert finde, weil da habe ich viel rausgezogen, was anderweitig nie, mir nicht erklärt wird. Und da haben mitgeschrieben auch Flieger und Flugschüler an dem mhm. Heft. Ist ja schon produziert, dass auch Leute damit schreiben konnten. Und die haben gesagt, ja, das hilft ganz enorm. Das nutzen die auch so mal zum Fliegen und zum und gucken schon mal und so. Manchmal auch zumindest die ausmodellierten Flughäfen, sind nicht alle ausmodelliert, aber zumindest beim alten Flight Simulator hat man den immer genommen, um Flughäfen mal kennenzulernen auch. Beim neuen ist es in Deutschland ein bisschen schwierig, weil ich glaube, nur Frankfurt ist nur bei uns wirklich per Hand nachgebaut
und der auch nur, glaube ich, eine Lux Edition oder sowas, der Rest ist so generische Flughäfen, um mal so bestimmte Sachen anzugucken oder Gegenden anzugucken, wie die aussehen auch und sowas, man sich orientieren kann und sowas, ne? Und ein Flugschüler meinte, er hatte, als er dann gelernt hat, kannte er viele Sachen schon beim Fliegen sehr, sehr schnell, weil er die halt im Flugsimulator schon kannte. Jetzt nicht unbedingt im 2020er, sondern im Vorgänger halt, aber er meinte, es hat gewaltig geholfen. Aha. Ja? Weil halt viele Prozeduren und Handgriffe, die da waren, hat er zumindest da schon mal theoretisch durchgespielt gehabt oder mit Instrumenten auch umgehen und sowas auch und was da passiert und sowas auch. Ne? Wenn man es dann richtig ernster betreibt auch. Ja, ja, ich kann mir das schon gut vorstellen, dass es dir dann schon was bringt irgendwie. Mhm, ja. Also klar, ich meine, natürlich musst du immer noch das dann direkt lernen, aber zumindest, ich glaube, du gehst schon mit einem viel besseren Vorwissen halt rein und mit einer viel besseren Intuition vielleicht auch. Ja, ja, ja. Ja, weil du auch wirklich so grundlegende Sachen auch lernst, zum Beispiel, was vielleicht sonst jedem Actionflieger nicht bewusst wäre, dass man beim Landeanflug dann, da wird nicht mit dem Hühnerruder gearbeitet, um die Höhe zu ändern beim Anflug, da arbeitest du mit dem Gas zum Beispiel sowas, das bekommst du alles beigebracht, ne? Mhm. Das sind auch Sachen, die sonst ja wahrscheinlich nicht, sonst intuitiv nicht erschließen würden beim normalen, ne? Actionmäßig rumfliegen oder sowas. Und das macht man da durchaus so in der Simulation. Diese, wenn wir auf diese Grafik zurückkommen und diesen ganzen, ne, dass du die ganzen Städte auch siehst und so und die Landschaften nachgebaut sind aus Bing da mäßig, das hat übrigens auch einen spieltechnischen durchaus sehr relevanten Vorteil. Das Ding ist out of the box, glaube ich, der erste Simulator, haben sie gesagt, der Welt, wo man wirklich VFR fliegen kann, also Flug mit Navigation durch Sichtpunkte. Ne? Das konnte man damals nur machen, wenn man wirklich viele DLCs oder Add-ons hatte und die halbwegs glaubhaft nachgebaut haben. Und dann immer nur bestimmte Punkte halt, klar, nicht die ganze Welt. Weil, um dich zu orientieren in der Welt, zum Beispiel, ich fliege zum Beispiel jetzt gerade, habe ich gerade einen Flug noch aktiv zwischengespeichert, da fliege ich von Magdeburg Richtung, wo komme ich runter, über Stendal und irgendwo da komme ich wieder runter. Und da fliege ich lang, dass ich in Magdeburg nördlich rausfliege und soll am Kali-Bergwerk so mich reich nach Osten orientieren. Es geht, weil das Kali-Bergwerk da zu sehen ist mit den großen Abraumhallen, seinen weißen. Und dann soll ich mich da orientieren anhand der Bahnstrecke, die von da aus langläuft. Ne? Und dann immer da orientieren, so Richtung nach Norden. Das würde nicht gehen, wenn es diese Wegpunkte alle nicht geben würde. Ne? Und das ist natürlich jetzt unglaublich gut, das sagen auch die Flugsimulatoren, Leute, die sonst andere geschult haben, dass es ging so früher schlecht, sowas zu machen, weil halt die Welt nie Detail genug war, ne? Und das ist ein ganz großer Gamechanger, dass das Ding halt so viel an Daten hat, so viel Landschaft hat, die auch original nachgebaut ist, dass man sich wirklich so danach orientieren kann, dass man einen Orientierungsflug machen kann, ohne jetzt nach Funkfeuern zu gehen, die es auch gibt übrigens, Funkfeuer und alles, was dazugehört, können wir stundenlang noch drüber reden, dass man sich einfach nach Gesicht halt fliegen kann und so. Und das ist schon ziemlich, wirklich sehr, sehr beeindruckend. Wie überhaupt das Fliegen sehr beeindruckend ist. Also wenn man da lang fliegt und guckt dann noch nicht schon rechts raus aus dem Cockpit, da ist die Elbe unten da und dann links ist dann die anderen Felder und da kommt so eine, ne, Windanlagen vorbei und so, denkst du, wow. Ne, also es ist schon ziemlich geil. Ne? Das ist, glaube ich, auch das, was viele Leute auch nicht so ganz vielleicht verstanden haben, dass das wahrscheinlich auch so das grundlegende Prinzip war, wieso man diese ganze Streaming-Geschichte überhaupt eingebaut hat, weil man liest ja und hört ja über die letzten 2 Wochen jetzt schon sehr häufig, dass wenn du mal näher an die Sachen hinschaust, dann passt ja das meiste Zeug nicht wirklich. Also da gibt's ja schon dann Limitierungen. Ich meine, die prominenten Beispiele waren sowas, dass der Buckingham Palace irgendwie aus Bürogebäuden besteht und solche Sachen. aber der Witz ist halt, dass diese Orientierung dann funktioniert, wenn du von weiter weg auf irgendwas schaust. Genau, ich muss mal realistische Maßstäbe ansetzen. Also klar, es gibt da paar genannte Abweichungen, wie zum Beispiel dieser mittlerweile, wie heißt es, Melbourne Spire, das ist ein Gebäude, das eigentlich nur 2 hoch ist, das ist dann 212 Stockwerke hoch und das ist dann so ein langer Finger, der da hoch zeigt oder sowas. Haben sie das noch nicht gefixt? Das wundert mich. Noch nicht, der ist ja auch deswegen, der war in Bing genauso drin übrigens, ne? Falsch eingetragen. Okay. Der war, man konnte es nachvollziehen mittlerweile, die haben die Daten, als sie damals abgefragt haben, war da auch falsch drinne, weil die haben da wieder OpenStreetMap wieder einfließen lassen und jemand hat einen Tippfehler gehabt. Also es war auch nicht böswillig, es war ein Tippfehler. Und die haben es 1:1 übernommen, deswegen ist da in Melbourne zurzeit noch ein 212-stöckiges Hochhaus, was aber eine Grundfläche nur von ein paar Metern hat. Die Zitadelle aus Half-Life 2 steht. Genau, die sieht das auch aus. Ja, und andere Sachen sind halt von der KI mal irgendwie blöd umgesetzt worden, wie zum Beispiel das Buckingham Palace, das ist schon genannt, der ist jetzt eine Mietskaserne, ne? Ja. Das Washington Monument ist, glaube ich, auch irgendwie nur so ein kleines Hochhaus oder sowas.
Ja, so ein Glashochhaus ist das, oder? Ja, ja, das hat er auch dann nicht, wurde auch nicht per Hand angepasst und ist dann auch ein bisschen falsch durch den Konvertierungsprozess gelaufen, ne? Klar, du denkst immer wieder mal Punkte, die ja nicht ganz so hundertprozentig passen, aber ich glaube, das ist auch nicht der Sinn und Zweck des Ganzen, weil anders sehen wir sehr gut aus manche. Also es kommt immer bis auf die Datenlage wohl auch an und wie gut die KI da in dem Augenblick drauf war, wenn sie ausgewertet hat und sowas auch. Aber der Gesamteindruck stimmt halt, weißt du? Ich fliege hier irgendwie über in Niedersachsen oder sowas und du denkst dir, yo, das ist die Gegend, das ist sie, ne? So, das ist viel, ne? So stell ich es mir vor, wenn ich darüber fliegen würde oder hab schon mal gesehen, das ist ein Flugzeug. Und das ist viel wichtiger, als wenn jetzt da, wie andere Leute, da habe ich schon Kommentare gelesen, ja, ich war bei mein Haus, da fehlt der Carport. Ich meine, wir reden, verdammte Axt, wir reden hier von einer komplett simulierten Welt, so nach dem Motto. Klar stimmen die einzelnen Häuser nicht 100 pro, die da unten zu finden sind, ne? Aber mein Gott, wie geil ist das denn jetzt schon, was jetzt zu sehen ist, dass du da quasi die Landschaft da, und du kennst die Straßen wieder, du siehst den Verkehr unten, und sagst du, ja, das ist die Gegend, da ist die Bundesstraße, wie ich sie kenne, da ist der Ort, da ist der Ort, und die Gebäude passen auch so halbwegs mit ihren, ah, das ist das Neubaugebiet und sowas, was erwartest du auch, ne? Weißt du? Okay, und das ist unfassbar fucking geil, ich kann's dir das sagen. Das ist, Du siehst sogar Verkehr auf den Straßen? Ja, auf den Straßen ist Verkehr. So, unten fahren Autos lang, wenn du über eine Großstadt fährst, dann ist unten Verkehr drin, auch so. Das kann man auch einstellen, wie intensiv das sein soll, was natürlich tierisch auf die Leistung geht, ist klar. Ne? Ja, ja. Aber es ist da, es ist so. Du hast unten Bewegung drauf und nachts vor allem auch mit den Lichtern und sie bewegen unten. Und das ist schon ziemlich, ziemlich Hammer. Also das muss ich echt sagen. Und wie gesagt, das ist nicht nur optikmäßig, ne, was man natürlich immer schön zeigen kann. Es ist halt eben auch fürs Spielerlebnis oder, da haben wir das Wort Spiel wieder, oder für Simulationserlebnis halt wichtig, weil du halt auch orientieren kannst in der Gegend, was für halt bestimmte Flüge halt eben auch die Herausforderung oder auch der Spaß halt manchmal ist, wenn du sagst, heute mache ich einen Flug nach Sicht von da nach da, muss ich mich orientieren und guckst du, was erzähle ich auf Google Maps vor oder sowas, ne? Oh, da lang oder auf speziellen Karten halt, die es Fliegerei auch gibt, wer sich dann intensiver mit beschäftigt, der wird halt dann auch dann seine Webseiten gefunden haben, wo man dann wirklich dann Flugpläne auch macht, da gibt es diverse, auch das alles schon übrigens im GameStar-Sonderhefter genannt oder auf anderen Quellen, wo man da gucken kann. Ja, weil ich wollte gerade sagen, du hast ja vorhin gesagt, irgendwie du bist von Magdeburg los und dann hieß es irgendwie bei dem und dem Bergwerk orientieren sich, wo hast du die Info her gehabt? Ist das irgendwie? Das war ein Beispielflug aus dem GameStar-Sonderheft, die ein Flugschüler auch genannt hat, weil man auch so fliegt, ne? Und man fliegt da auch lange, damit man zum Beispiel rechts nicht, dann zu rechter Hand ist die Elbe, da darf man auch nicht dann mehr in dem Punkt mehr rüberfliegen, weil da ein Vogelschutzgebiet ist. Ah ja. Also wird da wirklich auch so geflogen, hat er auch so dann in den Flugplan aufgestellt, nämlich nachgeflogen. Cool. Ne? Das ist man auch das. Das ist schon was. Und das ist dann, blödes klingt, aber das sind auch die Herausforderungen oder beziehungsweise der Spielspaß, das ist ja wieder, den man sich rauszieht, indem man sich jetzt halt solche Anforderungen halt erstellt. Und du bist halt zu tun, hast gut zu tun, da deinen Flieger da halt auszurichten und zu fliegen nach Sicht. Und wie gesagt, manchmal ist schon das Auspegeln des Flugzeugs, das ist halt gerade fliegt, schon die Herausforderung, ne? Und wenn du jetzt das Wetter dann auch nochmal schlecht stellst oder halt übernimmst, ich habe mal heute Morgen, habe ich mal spaßeshalber, sag nach dem Aufstehen, habe ich mich am Bodensee hingespawnt, am Flughafen in der Nähe, ja? Bin da gestartet und wollte da was nachfliegen, was ich auch gelesen hatte, hab aber statt Preset mit schönem Wetter, habe ich das Live-Wetter genommen. Man kann ja einstellen Live-Wetter, also Live-Uhrzeit und Live-Wetter. Das war eine schlechte Idee. Weil erstmal war es morgens, das war noch gerade Sonnenaufgang, so noch relativ dunkel und Nebel, Suppe. Also du hast nicht viel gesehen. Du bist dann auf, weiß nicht, 1000 Fuß, nur wo es schon arg und dann hast du dann nichts mehr gesehen und ich konnte diese Fliegen nach Sicht, was ich machen wollte und dann hier auch da abbiegen soll ich und Platzrunde drehen. Ich bin über die Autobahn rüber gedonnert und habe die nicht gefunden, die Autobahn. Und da habe ich mir eine Webcam eingeschaltet vom Bodensee, ne? Also eine echte Webcam, ne? Mhm. Und das Wetter war auch so. Du hast nichts gesehen. Es war gerade Nebel in der Gegend. War 11 Grad gerade oder weniger als 11 Grad und war auch und keine Sicht und sowas. Es war wirklich original so und ich flog dann ziemlich eine Suppe lang und draußen trommelte der Regen an die Scheibe. Es war äußerst stimmungsvoll, aber fliegender Sicht war halt ätzend. Und wahrscheinlich haben wir im Realen auch gesagt, also heute fliegen wir nach Sicht mal eher nicht, ne? Oder sowas. Es sind eher nur Instrumentenflieger angesagt. Und das war irgendwie schon faszinierend auf eine Art und Weise. Also wirklich jetzt sagen kann, cool. Ich steige jetzt hier in den Flieger in diesem Punkt der Welt und werde fliegen und ich habe die realen Bedingungen, die da gerade herrschen. Ne? Das ist ziemlich geil. Ja, das mit dem Wetter, das war ja auch, wie gesagt, das war ja das mit dem Hurricane auch, ja. dem die Leute da hinterher geflogen sind. Wie ist es denn mit Flugverkehr? Hast du andere Flugzeuge, die jetzt, sagen wir, wenn du einen großen Flughafen wie Frankfurt oder sowas anfliegst, dass du irgendwie eine Warteschleife musst oder so vorm Landen? Ja. Es gibt einmal die AI-Flieger, also KI-Flieger, die dann rumfliegen. Da muss man auch dann halt immer aufpassen auf Verkehr und kriegt man manchmal auch keine Freigabe, weil halt zum Beispiel du bist da mit deinem kleinen süßen Sportflieger und dann kommt so eine 747 reingerauscht, die hat erstmal Vorrang oder sowas, ne?
Mhm. Also kriegst du auch dann, wenn du da sagst, jetzt ist frei, jetzt kannst du runter oder halt eben auch nicht. Und auch im Boot kann das auch sein, dass du auf dem Boden Ansagen bekommst, jetzt einreihen oder nicht einreihen, weil erst kommt der noch durch oder sowas, ne? Ja, und es können auch, wenn du es einstellst, auch die reale Flieger unterwegs sein. Also jetzt andere, die gerade fliegen, das geht auch, das kann man alles einstellen, ne? Ja. Und ja, und da werden sie noch einiges mehr machen, haben sie gesagt. Also das ist also Multiplayer quasi. Also du könntest, du könntest auch sowas machen wie Informationsflug. Ja, das geht. Ja, es gibt es jetzt schon. Ich habe es noch nicht gemacht oder so. Aber das soll gehen. Das soll, ist tatsächlich so gedacht auch, dass man Informationsflüge und sowas machen kann. Cool. Ja. Kann man auch, kann man irgendwie so einen Kondensstreifen oder irgendwie Rauch ablassen, dass man sowas in die Luft schreiben kann? weiß nicht, es gibt zwar einen, tatsächlich einen Sportflieger, der genauso für sowas gedacht ist, oder zwei sogar. Ich glaube, einer ist so ein Sportdoppeldecker, der genauso für Kunstfliegen ist und dann noch einen modernen Kunstflieger. Ich weiß allerdings nicht, ob er das hat, aber ich wette mal spätestens mit irgendeinem Add-on oder sowas wird das mal kommen, wenn dann diese ganzen. Ja, Oliver, da fuchsen wir uns jetzt rein und dann schreiben wir das PCGC-Logo in den Himmel. Mhm, bin ich sehr gespannt, was wir da hinkriegen. Ein Training Gelb. Wahrscheinlich mit der Real. Diese du in Gelb, ich in Blau und dann geht's los. Und wir fliegen Informationen, ganz klar. Das wird bestimmt gut funktionieren. Blue Angels mäßig, weißt du ja, ne? Easy, easy. Und dann irgendwo noch unter der Brücke unten durch, dann locker auf dem Rücken liegend mit der Maschine. Weißt du, wie oft ich das in Just Cause schon gemacht habe? Ist überhaupt kein Problem. Ja, genau so. Ja, ja, ja. Genau, ja, okay. Ja, das klingt ja schon echt abgefahren, ey. Und mit dem Wetter, ich nehme mal an, also du hast ja dann auch Wettersimulationen im Sinne von, du merkst jeden Windstoß und Druckausgleich und dass du irgendwie so Luftlöcher hast und so, das gibt's ja wahrscheinlich auch, oder? Ich wurde gleich belehrt, es gibt keine Luftlöcher. Das ist eine Illusion. Es gibt Windstöße. Oder ja, also halt, relativ so Windgeschwindigkeit. Ne? Druckunterschiede, ja. Ich meine, Luftloch ist halt so ein Umgangssprachwort. Also, die haben Folgendes gesagt, sie haben schon drin, dass sie, klar, dass der Wind wechseln kann. Ist klar, man muss auch gegen Wind starten, tun nichts und so. Manchmal muss man eine andere Startbahn auswählen. Und man wird von Wind zur Seite gedrückt. Was sie noch nicht haben, ist eine sehr kleinzellige Turbulenzgeschichte. Aha. Da hat er gesagt heute, das sind Sachen, da arbeiten sie noch dran. Das ist allerdings deutlich aufwendiger. Zum Beispiel bei dieser Hurricane Geschichte. Du kannst bei diesen Hurricane hinterherfliegen und ihn angucken und sieht optisch beeindruckend aus, aber du hast noch nicht das Chaos da drin oder sowas. Das ist etwas, was sie noch, da müsste man ganz andere Modelle haben und auch an Luftschichten andere Modelle haben. Hat ganz klar gesagt heute auch der Projektleiter, das sind Sachen, es sind eher noch Sachen für die Zukunft, weil da musst du noch einiges dran machen, wie sie überhaupt noch einiges machen wollen. Sie wollen auch zum Beispiel das Wasser noch anders machen, wenn Wasserflugzeuge sind, du kannst momentan durchaus im Wasser landen, auf Seen und sowas, mit so einem kleinen, es gibt ein Flugzeug, das kann natürlich Wasser, die Icon A5, das ist ein Hobbyflieger, aber wenn du mal richtig einen großen Seeflugzeug hast, was bestimmt irgendwann kommen wird, irgendeiner baut immer mal so eine alte zweite Weltkriegs PBY nach oder sowas, dann brauchst du auch höheren Seegang und dann fehlt auch noch, da müssen sie auch noch machen. Und das ist noch einiges zu tun, aber das ist noch einige, ja. Aber ja. Kannst du generell theoretisch überall landen? Ich meine, du hast gemeint, das haben Leute schon versucht, auf diesem Hochhaus da zu landen, auf dem Verrückten in Melbourne. Wie ist das? Weil du hast ja vorhin gemeint, wenn du irgendwas berührst, was du nicht berühren sollst, ist eigentlich gleich Schluss. Wie funktioniert das dann mit der Landung? Naja, ich glaube, die Logik ist eher, wenn das Flugzeug beschädigt wird, dann ist Schluss. Wenn es landen kannst und innerhalb der Parameter bist, dass das nicht als Zerstörung gilt, dann ist das machbar. Dann kannst du wirklich überall landen. Okay. Ja, das und geht Wasserlandung geht auch. Also du kannst Sully nach Ja, auf ja. Ich glaube, ich habe mir gelesen, dass es wohl gehen soll. Ich weiß eigentlich nicht, was passiert da mit der Kiste, weil die müsste eigentlich gleich als Totalverlust der Geld, wenn sie da rauflaufen, weil die müsste untergehen. Genau. Die das habe ich noch nicht ausprobiert. Ich habe zwar gelesen irgendwie diese Sully-Geschichte, die war auch nämlich auch in GameStar wieder. Da ist er wieder, Sonderf genannt als Szenario, ne, zum Nachspielen. Der ist aber ich weiß nicht, was dann passiert, ehrlich gesagt, wenn sie dann landet, ob es dann auch einfach nur schwarz wird und hast du eigentlich nur, hast trotzdem Erfolg geschafft, weil du bist ja dann runtergekommen. Keine Ahnung, wie sie es gemacht haben. Das kann ich jetzt nicht sagen, aber erstmal so übrigens, das ist übrigens witzig, das kannst du überall, ja. Das muss ich kurz erzählen, weil wir gerade von Sully reden. Ich habe bis jetzt dreimal eine Bootstour mitgemacht in New York hier. Ja. Auf dem Hudson, also weil mit verschiedenen Freunden, die mich besucht haben und so, und dann fährst halt mit, wenn die das machen. Und alle drei, es waren auf jeden Fall drei unterschiedliche Boote, da bin ich mir sehr sicher. Ich glaube, es waren sogar unterschiedliche Anbieter. Und alle drei Boote haben felsenfest behauptet, dass sie da unterwegs waren, als das Flugzeug gelandet ist und geholfen haben, Leute rauszuholen. Alle waren sie da, natürlich. Ne? Jeder. Und jeder war da, hat selbst mit die Leute rausgeholt. Also ich war genau auf den drei Booten, die da waren. Ja, welch Zufall. Kannst du mal sehen, was für eine Ehre du hast. Du warst immer genau richtig dabei. Musst du erst mal hinkriegen.
Ja, gut, aber du kannst wirklich überall, eigentlich im Prinzip überall landen, zumindest wenn du innerhalb der Parameter bist. Es gibt ja auch Flugzeuge, die können ein bisschen robuster landen, auf kürzeren Strecken landen, die gibt's auch, diese Buschflieger da und so, ne? Ja, aber du kannst aber sonst weltweit, du kannst im Dschungel von Amazonas fliegen, da gibt's auch ein paar Flughäfen oder sowas, du kannst, ne, auf kleinen Inseln, war ich auch schon unterwegs, da irgendwo im Pazifik oder sowas. Ja, du kannst weltweit unterwegs sein. Das ist natürlich auch eine der großen Faszinationen, dass du wirklich überall Gegenden entdecken kannst oder sowas und die Gegend fliegen kannst. Das ist schon ziemlich wild eigentlich, ne? Ja. Also wenn ich so einen kleinen Agrarflieger oder sowas hätte, dann könnte ich zum Beispiel auch, was weiß ich, auf der Graspiste bei meinen Eltern ums Haus landen oder ja. So. Das ging dann theoretisch. Hast du jetzt schon? Es gibt Graspisten. Ich bin neulich auch auf einen gestartet in einem kleinen Ort oder so. Oder hier bei uns in der Nähe. Die haben fast nur Graspisten oder mal manchmal eine befestigte. Die sind zwar nicht im Einzelnen genau nachgebildet dann, ne, weil das sind keine handgebauten Flughäfen dann. Ja, ja, klar. Aber es gibt diese Graspisten, auf denen bin ich auch schon runtergekommen und du kannst da landen drauf und auch starten, ja. Die gibt es. Cool. Ja, da hast du ja doch relativ viel Freiheit dann. Da hast du sehr viel Freiheit, ja. Das ist definitiv so. Ne? Und das ist natürlich auch das große Faszinosum sicherlich auch, weil du entdecke die Welt, aber halt simuliert und mit Anspruch und musst arbeiten für. Aber entdecke sie. Du kannst überall rum, du kannst da die ganzen Gegenden abfliegen und klar, so Megastädte rüberfliegen in New York oder sowas, ist dann schon Erlebnis, ne, wenn man da die ganzen Highlights sieht und die ganzen, ja, das ist schon ein Dings. Ja, da so viel dazu vielleicht. Ich würde eigentlich sonst gerne zur Technik mal übergehen. Seid ihr, habt noch Fragen zum ganzen Grundlegenden, was da passiert? Nö, eigentlich nicht. Nö. Nur der Kommentar von mir noch, dass ich glaube, dass das halt sich jetzt über die nächsten Jahre noch extrem entwickeln wird. Das wird sich. Also das klingt ja so, als wäre es die perfekte Grundlage für also eine riesen Community, die da drum entsteht. Ja. Mal stärker. Also einmal wird es wieder die Leute geben, die viel Geld das bauen und das wird nicht billig sein. Also so ein Flugzeug kostet meistens immer so 20 Euro oder sowas. Man darf auch nicht vergessen, die Dinger, wenn die richtig gemacht sind, das kostet Aufwand. Ne? Also so ein Airliner, der nachgebaut wird, ich glaube, das haben gesagt, da sind 20 Leute im Jahr beschäftigt, den zu programmieren, zu machen. Das muss bezahlt werden und für so eine Nische auch, ne? Also Aerosoft meint das zumindest. Die haben einiges zu tun, wenn denn sowas ist. Das ist mit 5 Euro mal eben oder ein paar Euro hinschmeißen nicht mehr getan, weil die müssen ja nicht nur den Flieger glaubhaft nachbauen von 3D-Modell her, die bauen auch die Avionik, also die Elektronik im Flugzeug, die Avionik, dann meistens auf hohem Niveau nach, besser meistens als die mitgelieferten Flugzeuge übrigens noch. Und das hat eben alles drin, in welcher Reihenfolge du den Bordcomputer hast, der Bordcomputer selber mit seinen ganzen Untermenüs wird nachgebaut und es ist hochgradig komplex, ne, was sie da tun. Und das kostet natürlich Kohle, ist klar. Und auch so ein Flughafen muss erstmal komplett nachgebaut werden. Also die haben, ja, die werden zum Anfüttern wird Aerosoft, glaube ich, jetzt demnächst einen Flughafen umsonst rausbringen, glaube ich, haben sie gesagt. Damit Leute schon mal sehen, was man so kriegen kann. Und Flieger, weiß ich nicht mehr, kann sein auch. Zumindest Flughafen weiß ich. Den Flughafen, das ist nämlich, die Firmensitz von Aerosoft in Deutschland ist nämlich, glaube ich, direkt ein Flughafen und den bauen sie mal nach und stellen allen den kostenlos zur Verfügung. So als Werbemaßnahme. Und da kann man schon mal sehen, was da so geht und was man sein Geld dann hinlatzen darf. Ne? Mal für solche Sachen. Und ja, von denen werden noch einiges kommen und von den, also ganzen Anbietern, die da was Add-ons machen, die werden dann wahrscheinlich intern im Marketplace angeboten werden. Und was sich auch geben wird, sind Mods, also Sachen, die man dann wirklich dann reinladen kann, irgendein Verzeichnis. Und wird jetzt schon eine Mod für den A320 Neo, der dann deutlich realistischer ist, dass wo die Instrumente auch sich ein bisschen anders verhalten, wo dann auch jetzt die Türen kann man jetzt, glaube ich, auch verriegeln von den Passagieren hinten oder aufmachen und zeigt auch an, auch im Display, es ging vor nicht. Es hat da sogar ein Display drin, wo er anzeigt, welche Türen offen sind und sowas. Man kann jetzt auch Catering anfordern, dass es beladen wird und also heißt, glaube ich, das ging vorher auch nicht. Also ja, das ist, die toben sich aus. Also es gibt Leute, die machen nichts anderes. Die bauen die Flieger da aus oder bauen sie komplett neue. Also auch die Modding-Community wird da bis zum Anschlag was machen, ne? Sind die Mods was denn irgendwie kuratiert von Microsoft oder so? Oder kann da jeder machen, was er will? Ich glaube, die Mods, der kann selber machen, was er will. Im Prinzip, die kannst du wohl reinladen. Aber ich habe es nicht ausprobiert, aber ich glaube, das geht wirklich so. Das ging früher auch schon so. Ne? Das ist dann nochmal was anderes. Da kann man da reinladen und dann hast du die drin. Und da wird auch viel, viel, viel kommen. Ne? Die haben gesagt, sie arbeiten noch dran, dass wenn die Leute anfangen, sich in die Welt zu verändern und zum Beispiel sagen, ja, ich baue mal das Haus jetzt, was dann bisher generisch ist, mal jetzt wirklich Hand nach oder so, oder mein eigenes Haus oder dieses Haus in meiner Stadt oder so, dieses Gebäude. Das im Prinzip können das die Leute schon machen, aber sie hätten es gerne, dass das dann irgendwie für alle dann sichtbar ist, ne? Und nicht einzeln reingeladen werden muss. Da arbeiten sie angeblich wohl irgendwas, dass das irgendwie zusammenfließen kann, dass das dann automatisch in die Welt mit einfließt. Die Welt werden sie selber auch ein paar Mal neu bauen an den neuesten Bing-Daten. Die werden die Fehler natürlich, wenn sie welche kennen, irgendwie entfernen. Also wenn ihr den Melbourne Spire, diesen berühmt-berüchtigten, noch sehen wollt, beeilt euch, der wird bestimmt irgendwann mal verschwinden nächsten Monaten, ne?
Und die werden versuchen, diese offizielle Welt zu verschmelzen mit dem, was die Leute dann add-on-mäßig dazu bringen auch und machen. Also die werden wahrscheinlich auch schon ein bisschen kuratieren müssen, damit nicht jeder irgendwie da einen massiven Dickpick reinbaut oder sowas. Sagen, ja, genau. Ne? Also das da werden sie schon aufpassen. Aber da haben sie wohl auch was vor, dass der Community-Effort da wieder auch einfließt in die Welt, weil sie einfach selber natürlich gar nicht das finanzieren könnten, dass jeder da irgendwie da was reinbaut. Vermutlich auch, um abzustimmen, dass nicht einer den Flughafen nochmal irgendwie nachbaut und auch sehr gut, wo der andere wie Aerosoft das für Geld anbieten will. Ich kann mir vorstellen, dass sie da auch dann sagen, naja, gut, den vielleicht eher nicht, weil den haben wir zugesagt, dass das irgendeiner bauen kann. Ich weiß es nicht, vielleicht machen sie es auch noch nicht. Muss mal gucken, ob sie das noch abstimmen. Aber da kommt noch einiges. Und ja, es ist zu erwarten, dass da ganz, 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 ganz viel passiert in Zukunft. Es gibt auch viele Schnittstellen, es gab es auch bei anderen Flugsimulatoren zu anderen Diensten und sowas, zum Beispiel Wetsim zum Beispiel. Was ist das? Das ist ein Dienst, da sitzen wirklich Leute in ihrer Freizeit vor virtuellen Radarbildschirmen und leiten den Flugverkehr. Also wenn du dann fliegst dann in deinen Simulator und du bist angeschlossen an den Dienst, dann musst du wirklich mal einen realen Menschen da anrufen, musst du sagen Flugfreigabe und sowas und musst du melden und Transferzone und so. Und die leiten dich dann durch und wenn dich auch dementsprechend Maßregeln, wenn du da Scheiße baust. Und was machst du so in deiner Freizeit? Ja, ich bin virtueller Fluglotse. Genau, ist es. Und nicht jeder. Da musst du erstmal so einen Mentoring-Prozess durchlaufen und sowas. Also wenn du deine Zeit in Freizeit da durchbringen willst, musst du dich auch mal darauf bewerben, ja? Gefälligst. Ja. Da gibt's bestimmt so Aufnahmerituale dann. Wahrscheinlich, okay. Ja. Also das gibt's alles und natürlich auch zu diversen Hilfsprogrammen und sowas und da wird ganz viel passieren. Jetzt schon haben Leute ihr iPad nebenan liegen, was eigentlich bei welche Flugrouten sonst später da automatisch angezeigt werden, wenn du da auf PC spielst und sowas. Und ja, da es wird ganz, ganz, ganz viel kommen. Und ich glaube auch die Sprachausgabe soll noch verbessert werden. Zurzeit haben wir da so einen Azure-Dienst, der halt das Übersetzen übernimmt und die Sprachausgabe macht vom Tower und von den Texten und so. Oder auch von der Checkliste. Und das ist manchmal noch ein bisschen unverwendlich komisch, wenn die englischsprachige Azure-Sprachausgabe den deutschsprachigen Checklistentext vorlesen will. Das klappt noch nicht so ganz. Appsmere Ventil Travestoff. Offen. Cash Apple. Nichtmare ALS 5 mm offenen. Hauptschalter, Bad UND Gen. Ein. Bremsen. Nach hinten Sie hin feststellen. Zündung. Start. Aufwärmen. All Temperatur 50 degrees Celsius 122 degrees Fahrenheit. Zusatz / Ausrüstung. And just shouted. Aber da soll aber auch einiges Neues noch kommen, was da ist. Also die haben ganz, ganz, ganz viel vor und warten auch. Und der Projektleiter, der macht das halt immer auch schon sehr lange mit Flight Simulator und sagt, da wird auch ganz viel von den Leuten kommen. Er hat eben nicht viel verraten, meinte, aber manche arbeiten an einer Art MMO für einen Flight Simulator. Wenn was passieren soll, weil was immer noch passiert, aber was passiert. Also da wird einiges kommen. Ja, das ist das doch quasi. Ein Flight Simulator MMO, oder nicht? Ja, wohl noch mehr. Ich weiß nicht genau, was er hat. Er wollte nicht ins Detail gehen, aber meinte, da kommt was ganz Wildes, meinte. Aber ich weiß nicht, was sie da machen wollen. Okay. Mal sehen. Na, mit ja. Leveln, dann bist du halt Pilot Level 500. Du hast noch einen Nebenjob. Wer weiß, vielleicht kannst du halt auf der Bäckerei arbeiten sein. Am Flughafen, was man halt so machen kann. Was, ob das so geht, weiß ich nicht, weil da musst du ja dann Motorräder rumlaufen können. Aber tatsächlich mit Fliegen und Aufträge annehmen könnte sein, dass sowas gemeint ist, ja? Ne? Ach so, okay. Ja. Wirklich. Ja, das ist ja im Prinzip das, was du vorhin gesagt hast, was noch so ein bisschen fehlt auch. Ja, genau. Es kann sehr gut sein, dass da so eine ganz große Modding- und Add-on-Szene entsteht oder auch links, ne, also vor allem Mods auch, die das auf ein ganz anderen Niveau noch heben werden. Ob das immer so gut ist, mal gucken, aber das Potenzial ist da, ne? Ja. Cool. Ja, nee, das hat schon was. Ja. Kommen wir mal zur Technik nochmal. Da ist ja auch viel geschrieben worden drüber, das ist ja das, manche meinen, das Crisis der Neuzeit. Ne? Es sind ja viele Sachen geschrieben worden von, das pulverisiert jeden Rechner. Ich nenne einfach mal Daten. Ich habe prozessormäßig 3700X, also AMD Ryzen 3700X und als Grafikkarte in der Nvidia RTX 2600 ohne Super hinten dran. Das ist jetzt nicht so die Ultra-Elite-Ausrüstung. Das ist ziemlich normal, würde ich mal behaupten. Und im Schnitt spiele ich das Ding bei WQHD-Auflösung bei 30 Frames so ungefähr. Oh, in der hohen nicht Ultra, aber hohen Grafikeinstellung. Das geht eigentlich, ja, fand ich auch. Das ist absolut okay, denn 30 Frames, ehrlich, sind
da vollkommen genug. Du machst da keinen Hyper-Twitch-Shooter-mäßig sonst was. Das ist für mich absolut flüssige Darstellung. Mehr ist natürlich immer nice. Ich mach schon wieder leicht drüber, so. Ja. Aber mir wird schon schwierig. Und irgendwelche 4K-Träume oder sowas und auf Ultra, der Rechner muss noch gebaut werden oder musst du wirklich richtig Kohle auf den Tisch legen, um das hinzukriegen. Ja, für mich wäre die Frage vor allen Dingen, was ist mit VR? Das ist, glaube ich, geplant, ja, ne? Ja, ja. Und dann wird es natürlich hart, weil du musst halt zwei hochauflösende Bilder rendern. Das wird sehr spannend, wie das dann aussehen soll. Also es haut ganz schön auf die Hardware drauf. Also ich weiß auch nicht genau, wo der Bottleneck da immer liegt. Manchmal vielleicht auch die CPU, was da so. Also ein Tipp, wenn man mehr Frames haben will, Flugverkehr ausschalten, den KI. Ne? Haben manche gesagt, bringt schon gewaltig was, dass er dann flüssiger läuft. Muss auch unterscheiden zwischen diesen durchschnittlichen Frames per Second und dieser, ich glaube, die heißt die 1% Perzentilität, wie heißt das, wo man diese kurzzeitigen Ausfälle immer berücksichtigt, weißt du, wenn die Framerate dippt. Quasi letzten, so ein Stottern. Ja, in diesem letzten Wert ist der Flatsmittel meistens ziemlich schlecht, weil manchmal hat er ein paar kleine Stuckerer, weißt du, die sonst im normalen Schnitt nicht so reinwirken, aber da schon mal haben kann, da muss man sagen, aber da hat er selbst, glaube ich, bei den besten Sachen auch. Die Engine hat ein Problem vielleicht, die ist via DirectX 11 angebunden, nicht DirectX 12. Also ziemlich, heißt alt, aber ist ja schon gut abgehangen, die DirectX 11 Schnittstelle, ne? Dass sie keine neuere haben, verwundert mich ein bisschen, aber anscheinend ist das, was Osobo damals drauf gebaut hat, und das nutzen sie, ob da jemals was neue Schnittstelle kommt, keine Ahnung. Ne? Ob das vielleicht mit der X12 besser gehen würde, weiß man ja auch nicht. Keine Ahnung. Kann ich ja nicht fachgerecht beurteilen. Nur mal nebenbei bemerkt. Ne? Ich wollte mal fragen, hast du festgestellt, wie ist das, also weil du hast gemeint, der Bottleneck ist ein bisschen schwer feststellbar. Ja. Ich meine, im Prinzip stellt sich die Frage GPU, CPU oder bei dem Spiel auch eventuell Netzwerk. Wie ist denn das mit dem Streaming? Das habe ich so noch gar nicht gemerkt, dass das jemals limitiert hätte. Ich habe eine VDSL 100 Leitung. Es kommt sicherlich darauf an, auch wie man dann fliegt. Jemand meinte mal, wenn du illegalerweise mit einem schnellen Jet in Bodennähe durch die Gegend heizt oder sowas, ne, oder ziemlich tief, dann kommt er manchmal mit dem Nachladen nicht hinterher. Ne? Aber das ist natürlich ein Spezialszenario, was du eigentlich beim normalen Fliegen, was da simuliert werden soll, ja normalerweise auch, nie haben wirst. Ne? Ja. Also das hat bei mir noch nie limitiert. Okay. Ich habe diesen Gaming-Overlay da mal aktiviert oder festgepinnt, wo die Leistung drin ist von Microsoft, wer es noch nicht kennt, Windows-Taste G, ja, da gibt's ja diese Game-Geschichte da, wo alles mögliche gezeigt wird da. Manche kennen es bis heute noch nicht, dass es das gibt. Und da ist ja auch so ein Leistungsmesser drin und da habe ich mal geguckt. Meistens war bei mir eher die GPU ausgelassen als die CPU. Aber ich glaube, das kann auch wechseln, wenn du wahrscheinlich in eine Großstadt fliegst und da unten versuchen sie die Autos zu simulieren, zumindest ein bisschen Verkehr, wenn es ein bisschen belebt aussieht, dann kannst du wahrscheinlich auch mal wechseln. Ne? Oder kommst du an einen Flughafen ran, wo viel Flugverkehr ist und hast den Flugverkehr eingeschaltet, die KI. Dann vermute ich mal, dass die CPU auch dann spiken wird von der Leistung her. Und dass die immer vielleicht drosselt oder sowas dann auch. Also es kommt immer darauf an, was du gerade, wo du bist. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend bei dem Ding. Wo bist du, was passiert da gerade? Deswegen ist diese pauschale Aussage, und ich glaube, da gehe ich konform mit ein paar anderen Testern, schwer. Weil das halt sehr stark sich unterscheiden kann, ob du halt in eine menschenleere Gegend fliegst oder ne, eine ruhige, ne, mit deinem kleinen einzelnen Buschflieger, oder du machst einen Landeanflug mit deiner 747 auf New York, auf ein Ballungszentrum. Ne? Das sind zwei völlig unterschiedliche Sachen. Ja, aber wenn du sagst, du hast, sagen wir, im Normalbetrieb, beim Normalflug mit einem ordentlichen Mittelklasse-Gaming-Rechner deine 30 FPS, das ist ja eigentlich schon mal... Ja. Das ist ja in Ordnung. Ich fand es auch in Ordnung bisher. Man muss eigentlich sagen, manchmal habe ich das Gefühl, ist ein bisschen kaputt. Wenn er dann hakt oder so, hat es manchmal geholfen, irgendwelche Grafikoptionen einmal hin und wieder zurückzustellen oder das Spiel einmal zu beenden. Er hat manchmal Probleme mit dem Raustappen oder sowas und dann bricht dann die Framerate zusammen, habe ich den Eindruck gehabt. Aber das sind so... Ja gut, ja, manche spielt andere Spieler manchmal auch, weißt du? Das ist so, das magst du manchmal vielleicht dann nicht so, dass er dann irgendwie das dann festhakt und dann bricht die Framerate runter auf 11 oder sowas und dann machst du die gleiche Szene nochmal und dann lädst du mal gleiche Grafikeinstellung und dann ist er wieder bei 30. Also muss irgendwas manchmal sein, dass er manchmal nicht drauf klarkommt, dann bricht er ein. Habe ich nochmal gesehen gehabt, ja. Das dazu. Vielleicht auch ein Punkt, den sie mal Patches irgendwann ausmerzen werden. Wird einer kommen demnächst, der wird eben dein Leiden vielleicht lindern. Der Install-Vorgang soll dann zuverlässiger funktionieren, denn er hatte definitiv den Punkt, dass er sich festgerannt hat, das wissen die auch mittlerweile, dass er da nicht mehr weitergemacht hat. Das wollen sie wohl liquidieren, das Problem auch, und generell wollen sie da noch ein bisschen ein paar Fehler rauskriegen und gerade was Installation und Start angeht. Starten, er braucht relativ lange zum Starten, finde ich, also muss man schon so eine Minute einkalkulieren, bis er wirklich mal im Menü drin ist am Anfang, ne?
Starten der Flüge kommt immer darauf an, wenn er die Gegend schon ein paar Mal hatte, hat er sie im Cache drinne. Dann dauert es nicht ganz so lange, sonst kann es immer länger dauern. Es ist schon da ein bisschen träge. Ne? Es, ja. Ich und du hast das Ding, es ist deinstalliert, aber es dauert schon. Ich glaube, ich habe gelesen, du hast es ja auf einer M.2 ja. SSD installiert, ne? Also eigentlich schon, sagen wir so, auf dem besten Speicher, ja, was es da gibt. Ja, mehr geht nicht. Ich habe jetzt eigentlich nie durchgemessen, ob die jetzt, hier Lukas lässt grüßen, ob das richtig angebunden ist, ne? Kennst du ja? Wir müssen mal eigentlich mal testen. Aber ja, ich habe eigentlich da schon dem gegönnt, was geht. Wo andere berichtet haben, dass auch mit einer HDD halbwegs normale Zeiten hatten. Keine Ahnung, vielleicht gewinnt das Ding auch nicht so viel SSD, ich weiß es nicht. Es ist da schon ein bisschen, manchmal ein bisschen träge mit dem Laden von bestimmten Sachen. Das ist nicht so schön bisher, aber mal sehen, ob sich da noch was tut. Wie gesagt, zumindest den Stall-Vorgang und so und Startvorgang wollen sie optimieren. Auch übrigens die etwas nervige Tatsache, dass man manchmal absolut nicht mag, wenn man mittendrin ein anderes Device anschließt oder Klassiker, der auch von vielen bemerkt wurde, auch von YouTube-Streamern. Du hast ein Wireless Xbox Gamepad und das benutzt du nur hin und wieder, um zum Beispiel die Kamera zu steuern. Das machen manche. Die fliegen tatsächlich mit einem Joystick, aber um diese Außenkameras und zu steuern für Screenshots und sowas, nehmen sie dann gerne das Gamepad. Und das schaltet sich natürlich ein paar Minuten immer ab, dann, um Strom zu sparen, wenn du es nicht benutzt. Und das aktivierst du wieder, dann spielt ganz gerne das ganze Spiel ab, die ganze Simulation. Auch das wissen sie mittlerweile und wollen es wohl beseitigen, das Problem. Mhm. Ja. Das wird noch einiges kommen, aber da wird noch schätze ich viele, viele Patches kommen. Ich würde gerne was zur Technik sagen. Ich meine, ihr habt das vorhin schon kurz ein bisschen angesprochen mit den Gebäuden, die natürlich nicht immer zu 100% realgetreu nachgebaut sind, was ja logisch ist. Tatsächlich, je näher man dem Boden kommt, desto unansehnlicher wird natürlich alles. Mhm. Weil das Spiel ist halt dafür gebaut, dass man mehrere hundert Meter über dem Boden schwebt oder fliegt. Mhm. Und man sieht dann halt irgendwie Autos, die anstatt auf der Brücke, unter der Brücke fahren, also auf dem Wasser quasi. Man sieht Autos, die fliegen. Man sieht einfach, dass die Texturen allgemein schwächer sind als angenommen auf großer Entfernung. Also dann wirkt es ein bisschen entlarvend, aber ja, man, es ist halt nicht dafür gebaut, dass man permanent in ein paar Meter Höhe fliegt. Genau, das muss man einfach mal so sagen. Also das muss man, man muss die Erwartung ein bisschen mal justieren, würde ich mal einfach mal behaupten, weißt du? Na, das ist halt gedacht, dass es die ganze Welt abgebildet wird in einer, wo du, wie du normalerweise fliegst. Und das, finde ich, macht sehr, sehr, sehr gut. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Trotzdem mancher prägnanter Fehler vielleicht bei eigentlich Gebäuden, wo man erwarten könnte, dass sie die wenigstens mal halbwegs nachgebaut hätten, ne? Wie zum Beispiel da das Washington Monument oder Buckingham Palace oder sowas. Aber im Großen und Ganzen ist das schon eine sehr, sehr beeindruckende Leistung, die da auf die Beine gestellt haben mit der ganzen Technik. Und sicherlich, ja, da haben sie ein bisschen Geschichte mitgeschrieben, so, ne? Das reiche mich durchaus ein. Wenn ich da eine Wertung jetzt machen würde, wo ich nicht so der Wertungsmensch bin, ich hätte einen leichten Abzug halt gemacht und ich glaube, die GameStar hat glaube ich auch gemacht gerade, die jetzt zu anderen, die wirklich teilweise laufend 10 von 10 gezückt haben, was ich schon ein bisschen übertrieben vielleicht fand. Die haben sich über den 80er-Region eingependelt, höhere 80er, hätte ich auch gesagt, weil ich finde immer noch schade, diese vertane Chance der Tutorials, das unterstützt es ein bisschen mehr und vielleicht ein bisschen Gamification, um Leute auch darüber ranzukriegen, so ein bisschen. Das finde ich ein bisschen schade, ne? Ja, und haben natürlich wenigstens das Urgestein Mix schneller reaktiviert für den Flight Simulator. Beim GameStar-Test? Mhm. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, er war es nicht, ne? ich glaube, das wollte ich vorstellen, aber ich hätte es gut gefunden. Nee, ich glaube, was nicht. Aber dann haben die einen Test, weil die PC Games bis heute keinen Test. Mhm. Oh, das ist ja, das ist ziemlich scheiße. Also ja, so einem großen Spiel sollte man doch eigentlich das machen. Haben sie das nicht mal, auf das eine PC-Spiel mit Hype ist. Ich habe jetzt, glaube ich, im Discord bei uns geschrieben, ist so ein Test geplant, wenn er denn Zeit hat. Das macht derjenige, der bei der, wie heißt denn da, dem Multiplayer-Magazin arbeitet. Moore? Ja, da. Moore. Der wird's machen. Der eine Redakteur, wenn er dazu kommt. Ja, das ist schon mit Hinblick auf die kommenden MMO-Elemente, die wir von haben. Wahrscheinlich. Ich weiß nicht. Ich fand's auch ein bisschen schade, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das ist so ein Titel, den sollte man eigentlich nicht verpassen, dass man den irgendwie mal als Publikation irgendwie auf der Dings hat, weil das war ja schon, ne? Da, ja, das ist ja, ich meine, die GameStar hat ein cooles Sonderheft gemacht. Ja, das ist der ideale Titel für sowas eigentlich. Und wir haben ja die PCGames.de hat sogar eine Community mit einigen Flugenthusiasten hier, der, ich weiß, dass der Michael G.
und der Mac Drake und so, die fliegen da, ja, Tonomi, habt ihr diesen, du hast ja den Thread gemacht hier mit der Flight Simulator Selbsthilfegruppe. Genau. Ihr Spiel allgemein, glaube ich, habe ich ihn reingepostet, ne? Heißt irgendwie so Flight Simulator 2020 Selbsthilfegruppe im pcgames.de Forum, mal hier genannt. Und da versuchen wir so ein bisschen gegenseitig zu unterstützen, um mal Links zu geben, wo man was findet und ja, da kann man mal gucken, ne? Das ist mal als Eigenwerbung hier genannt. Und da posten ja einige der Stammuser doch sehr, sehr rege rein und sind auf jeden Fall dabei und so. Und ist schon ein bisschen schade, dass man da nicht mehr sieht von redaktioneller Seite her so ein bisschen. Ja, da fehlt es wohl irgendwie gerade an Power, vermute ich mal. Aber das sollte jetzt ja nicht Thema sein. Vermute ich einfach mal so. Nicht schon wieder. Ja, aber so im Großen und Ganzen war es, glaube ich, von meiner Seite aus. Ich glaube, da wie gesagt, insgesamt finde ich es ein schönes Ding. Ich musste auch ein bisschen reinfinden erst. Ich bin gar nicht so traurig, dass ich jetzt eine Woche später das jetzt als ursprünglich geplant das präsentieren konnte, weil das habe ich auch gebraucht, die Zeit. Ne? Also zumindest mit der etwas spärlichen Freizeit, die ich letzten Tage hatte oder letzte Wochen. Aber dann erst kann man so ein bisschen das Potenzial vielleicht ein bisschen ausloten. Ich habe ja bei weit noch nicht alles gemacht. Ich muss die ganzen Instrumente im Verfahren noch irgendwie drauf haben, wie man danach mit landet. Oder die Autonavigation muss ich mir noch zumindest so machen, dass ich es mal aus dem FF kann und sowas. Und mit den großen Fliegern mal international mal fliegen und sowas. Und das ist alles noch, was offen ist. Aber zumindest grundlegend bin ich schon ein bisschen mehr reingekommen und verstehe jetzt die Faszination, die dahinter ist. Muss ich auch mal so sagen. Ja. Es ist schon ein Produkt für eine bestimmte Nische von User, weil man muss ja auch sagen, du bist ja da relativ frustassistent. Ich glaube, du hast dich auch damals in den Train Simulator mal reingefuchst und so. Ja. Sagen wir mal, bist du ja schon eher Zielgruppe als jetzt der normale Gamer, würde ich sagen. Ja, also der einfach nur was sehen will und die Grafik nur sehen will, auf dem wird diese Geschichte dann sehr schnell eigentlich dann, wird schon schnell langweilig werden. Ich glaube, Robert hat auch, ne, bei uns im Discord das ausprobiert, hat immer fleißig berichtet und Screenshots gemacht, hat dann aber auch gesagt, dass er alle mal geflogen hat, ja, reicht jetzt auch, so nach dem Motto, ne? Das ist halt eine spezielle Geschichte. Übrigens, wenn man es echt nur ausprobieren will, ich kann es eigentlich nur empfehlen, auch wenn es manche nicht hören wollen, Xbox Game Pass holen und, ne, wenn man noch nicht hatte vorher für 1 Euro, ja, der Standardversion ist da drin, die Standardversion reicht dicke aus, ist schon eine gigantische Geschichte eigentlich, und da einfach mal ausprobieren. Für 1 Monat oder so einfach mal buchen, Xbox Game Pass oder Probe-Membership, wenn man es nicht hatte. Und selbst für einen normalen Preis, das ist noch eine günstige Methode, das mal 1 Monat mal zu haben. Und den Microsoft Store oder eine Xbox App, wo man auch über installieren kann, einfach mal still erleiden mal. Aber wie gesagt, man muss ja eh nur den Launcher runterladen und der Rest geht ja eh innerhalb vom Spiel, wäre bei Steam auch nicht besser. Und das ist wahrscheinlich die kostengünstigste Methode, das zu machen. Aber sonst könnte der Frust groß sein, wenn man das dann gleich in Vollversion kauft oder so. Und da hat man nichts von. Das ist wahrscheinlich auch kein gedient. Und ja, muss man halt wissen. Ach so, eine Sache noch. Die physikalische Edition, ob man die wirklich empfehlen kann, ich weiß nicht. Ich hatte, glaube ich, mit dem Mac Drake da konferiert im PC Games Forum. Wir haben auch Privatnachrichten hin und her geschickt und haben ein paar Bilder geschickt auch von der physikalischen Edition. Das mitgelieferte Handbuch ist wirklich sehr spärlich. Das habe ich auch gesehen. Ja, da sind nur halt ein paar Flugzeuge und ein paar Flughäfen genannt und Daten und so eine allgemeine Einführung. Ich glaube, der ohne Scheiß, da will ich schon wieder sagen, das kriege ich bald wie das GameStar U-Boot hier, was Werbung macht. Da ist in dem Heft wirklich mehr Infos drin als in dem ganzen Buch. Auch das ist da übrigens genannt, auch das Sonderheft besteht hinten dann, ich glaube, in den letzten 60 Seiten auch nur aus Flughäfen und Flugzeugübersichten. Aber trotzdem ist da noch mehr nette Informationen drin als in diesem Buch. Das ist eine ziemliche Enttäuschung. Also wenn ich überlege, ich habe hier noch eine Schachtel, nicht mal, aber ich habe noch ein Buch rumliegen von alten Flugsimulator, von ganz alten, so einen militärischen Flugsimulator aus den, lass mich lügen, 90ern. Und da waren mehr Sachen drin als in dem Ding. Ne? Also das. Ja, gut, aber ich finde das jetzt so ein bisschen unfairer Vergleich. Damals also hatte man halt noch nicht die Möglichkeit, auf Ressourcen zurückzugreifen. Nee, aber ich hatte tatsächlich auch erwartet, weil so wurde es, glaube ich, auch beworben, dass ein Handbuch drin ist. Und wenn ich höre, ein Flight Simulator kommt mit einem Handbuch, dann erwarte ich schon das dicke Handbuch, wie wir es früher hatten halt. Vor allem, weil das Ding auch über 100 Euro kostet, diese Ausführung. Eben, genau, das war ja super teuer. Also da muss ich schon auch sagen, da war ich auch etwas geschockt, als ich das gesehen habe. Ja, da ich auch. Mir auch das was war anderes echt vorgestellt. Sehr lieblos aus und eigentlich nicht so würdig. Und vor allem, was noch viel entscheidender ist, das Ding will bei jedem Start eine DVD drin haben.
Also es hat wirklich, obwohl du auch einen Code hast und sonst was und auch alles installiert ist, also McDrake meinte, das ist was ein Nachteil von bei jedem Start musst du diese DVD, eine oder die erste, keine Ahnung, ob es die erste ist, muss im Laufwerk sein, sonst fährt das Ding nicht hoch. Da hast du noch einen Nachteil. Bei Transatlantikflügen muss man auch wechseln, tatsächlich. Das wäre doch was. Nee, aber die haben echt irgendwie einen Kopierschutz reingepackt, dass das auch noch abgefragt wird. Und da frage ich mich, warum? Ne? Warum? warum? Ich habe gedacht, das ist ein schönes, weißt du, so ein schönes Liebhaberpaket mit hier hast du mal deine ganzen Install-Medien, dass du wenigstens wohlwollend drauf gucken kannst und deine glitzernden Dual-Layer-HDVDs hier und einmal kannst du noch installieren davon. Wir wissen beide, dass nach einem Jahr spätestens die Daten darauf alle furchtbar veraltet sein werden, wenn es darauf sind noch ein paar Patches, ne? Und hier hast du noch ein schönes Handbuch, ja, mit eingebunden und hast du nicht gesehen, mit Hintergrundinformationen und erweiterten Tutorials oder sowas, ne? Und nein, dann kommt so ein Billo-Handbuch da rein und dann auch noch von den DVDs, die wahrscheinlich dann irgendwie später nie mehr nutzen willst oder brauchst, musst du das hier erstmal noch einlegen, so als Kopierschutz. Das finde ich irgendwie, ich weiß nicht, also mich hat es nicht angetörnt, dass ich das Ding kaufen will. Ja, vielleicht patchen sie das ja wenigstens noch mit der DVD, die man drin haben muss. Das wäre auf jeden Fall ganz gut, das stimmt. Ja. Ja, das war ein guter Überblick. Hat mir auf jeden Fall nochmal gezeigt, dass das Spiel nichts für mich ist. Also ich habe mir heute ein bisschen Gameplay noch dazu angeschaut und ich war auch immer eher auf der Seite der Leute, die gesagt haben, ja, das sieht toll aus. Das reizt mich daran am meisten, aber nachdem ich jetzt heute mehr dazu gesehen habe und jetzt von dir auch noch mehr gehört habe, das schreckt mich doch ab, muss ich sagen. Also da habe ich keinen Bock drauf. Ja, also ich glaube, ich werde es schon mal ausprobieren. Jetzt nicht mit dem Anspruch, dass ich irgendwie auf einmal 15 verschiedene Flugzeugtypen fliegen will, aber zumindest das Tutorial mal zu machen, mal so eine kleine Cessna in die Luft zu kriegen, das wäre schon mal ganz lustig, glaube ich. Das ist halt eine spezielle Zielgruppe. Aber es gibt Leute, die machen das. Mein großer Sohn hat ja gerade stolz erzählt, er ist mit seinem LKW gerade über die rumänische Grenze gefahren und er hält ja gerade wie hat er sich ausgedrückt? Er muss jetzt schlafen gehen, ist ja Eurotruck Simulator, ne? Er hat Angst vor den Organdieben, meint er. Wahrscheinlich schneiden sie auseinander. Er hat schon diesen Humor mittlerweile. Also, wenn ich dann in Rumänien übernachte, dann habe ich wahrscheinlich morgen keine Niere mehr. Ich weiß ja nicht. Ich hätte mit ihm auch über Vorurteile sprechen können, sicherlich. Das wäre vielleicht angebracht gewesen, aber ja. Aber er ist auch so ein Simulator-Freak geworden. Also es gibt Leute, die lieben halt sowas. Und das ist wahrscheinlich. Ich wollte nur sagen, also mit dem Humor kann er dann demnächst anfangen, mal den Podcast zu hören. Ich glaube, es ist auch nicht mehr lange und er ist voll dabei. Ja, ich glaube, solche Spiele haben auch ein bisschen mit Sozialisierung zu tun. Ne? Wenn man halt damit aufgewachsen ist und beim Papa sieht, der spielt das gerne, dann ist wahrscheinlich die Chance höher, dass man das dann auch selber gerne tatsächlich spielt. Ich weiß gar nicht, ob er mich so oft gesehen hat. Ja, ja, muss kann natürlich sein. Aber tatsächlich, es gibt relativ viele junge Leute, ne? Also die solche Dinger spielen. Die sind gar nicht mal, wie man denkt, immer so die alten Knacker, diese Simulatoren immer spielen. Das ist gar nicht so. Erstaunlicherweise, ich weiß nicht, woran das liegt, aber diese Simulatoren sprechen eine bestimmte Art von Menschen immer an. Ja, vielleicht alles Massenmörder. Ich muss mal gucken gehen. Wunderlinge. Das ist eine Familie von Wunderlingen. Und wir kommen alle zu euch einzeln nach Hause. Ne? Ich habe ja schon auch Tobi schon New York-Besuch angedroht. Haha. Na, okay. Naja, ja, aber es ist schon schön. Wunderlinge speziell. Haben wir hier auch genug. Ich glaube, die Spiele sind halt auch purer Eskapismus. Ne? Also da, ich meine, gut, klar, du musst immer noch ein bisschen aufpassen, aber je nachdem, was du da spielst und was du dafür Simulationsteile ausschalten kannst, anschalten kannst, ist das ja auch nicht so extrem fordernd, je nach Spiel. Und ich glaube, das ist für viele Leute einfach cool, abzuschalten und dann nach Feierabend noch die Felder zu pflügen beim Farming Simulator oder was auch immer. Jo, wer weiß, ja. Kann sein. Ja. Jo, dafür habe ich Assassin's Creed. Genau, ein bisschen meucheln. Ja, weißt okay, da. Cool. Bald Hitman VA, da kannst du dann auch in VA einen hinten garrotieren, ne? Also quasi die Seite im Hals ziehen. Das ist doch auch alles von Träumen, ne? Da kaufe ich mir noch den speziellen Klavierseiten-Controller. Den Klavierseiten-Erdrosselungssimulator. Schön. Ja, gut, danke auf jeden Fall für das Review, Olli. Ich wollte dich noch was fragen. Und zwar hatten Tobi und ich ja letzte Folge, wie du wahrscheinlich gehört hast, kurz über den Halo-Podcast wieder gesprochen, den wir gerne machen wollen würden. Mm-hmm. Ist das potenziell für dich auch interessanter teilzunehmen oder sagst du, nee, kein Bock, Halo interessiert mich nicht so? Kommt drauf an, wann er kommt. Ich habe Halo eigentlich nur jetzt gespielt, nachdem ich ihn damals für die Xbox One, diese Collection da, wie hieß der nochmal? Master Chief Collection. Genau, weil die kam ja zuerst für die One raus, ne? Wurde dann noch x-mal gepatcht und ganz groß aufgedreht. Und dann habe ich angefangen, den ersten Teil mal nachzuspielen und mehr habe ich von dem auch nicht gesehen. Also, ja. Da seid ihr wahrscheinlich besser im Thema als ich. Es sei denn, ich hätte jetzt plötzlich Rappel und spiele alle noch nach, dann kann ich was zu sagen. Ansonsten wahrscheinlich eher nicht so mein Teil. Ja, du hast noch einen Teil für die Abzeit.
Not den. Aber erstmal kommt jetzt im Herbst, Winter hier erstmal Cyberpunk und das ist mein Fixstern erstmal für Ende des Jahres. Ja, also bei mir ist das Jahr jetzt auch so voll, wenn ich jetzt noch diesen ganzen Game Pass Gedöns durchprobieren muss bis Oktober. und dann kommt irgendwann Assassin's Creed Valhalla raus und dann kommt Cyberpunk und dann ist eigentlich Schluss bis Mitte 2021. Ja, das befürchte ich auch. Glaube ich, erstmal versorgt. Das Jahr ist gelaufen. Ja, quasi. Genau. Ja, gut. Dann würde ich sagen, war's das für diese Woche. Wenn ihr Feedback habt, Kritik, Anregungen, wenn ihr Empfehlungen habt für Ollis Maus, wenn ihr auch was zu sagen habt zum Flight Simulator, dann hinterlasst es gerne, hinterlasst uns eine Nachricht, entweder direkt auf dem Discord, die Daten zum Discord findet ihr immer in der Folgenbeschreibung bei Spotify, Soundcloud und den ganzen anderen Diensten. Alternativ könnt ihr uns eine E-Mail schreiben unter pcgcpodcast@gmail.com. Oder aber ihr könnt es auch im Forum finden bei pcgames.de, da haben wir einen Thread zum Podcast. Achso, und über Twitter natürlich unter dem Handle @podcastpcgc. Genau. Ja. Boah, Lukas, du bist auch schon wie so ein Flugkapitän, der so seine Durchsage noch macht, weil schon so, so runtergespult. Ja, genau. We're flying on 30,000 feet. Everything is not good. Please contact us. We are crashing, we are all dying. Have a nice day. Sehr gut. Das war's diese Woche mit euren drei Flugkapitänen und dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao. Tschüss.